So. Müssten da sein. Wir sind da. Wir sind da. Gucken wir noch, wer da ist. La Medel Medel. Was machen wir uns gleich erst die Wishlist ansehen oder was? Metal Ja, Metal. können wir gerne machen. Das können wir gerne machen. Aber es wird ein bisschen schwierig, wenn bei Watch Together. Ja, ich habe das schon so eingestellt, dass es funzt. Nee, da müssen wir halt die Wishlist separat aufmachen, ne? Ja. Ja. Hast du einen Link für mich? Nö. Also für die Wishlist. Nö. Ah, super. Das heißt, hier kann ich das jetzt heraussuchen? Ich habe sie mir irgendwo abgespeichert. Warte, kriegst du ja jetzt. Na, Dankeschön. Einmal mit Profis. Wo bist denn du da? Ja. Hat es nicht gespeichert? Jetzt hat es gespeichert. Jetzt habe ich es auch veröffentlicht. Es war gerade noch auf nicht gelistet. Ich sehe es gerade. Einmal mit Profis, ehrlich der. Einmal wenigstens. Ja, zwei Zuschauer. Ne, ein Zuschauer. Ja, ist doch schon mehr als keiner. Das stimmt. Mädel, 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 Mädel Rocksau, Spaghetti-Kotze, Mitarbeiter Mädel. Schönen guten Abend. Mädels Wort. Mädel Heroin. Mädel Korb. Ja, der Mädel, der Stream war gerade irgendwie auf privat. Das wollte, der Beobachter kann halt gar nichts. Nein, Er ist Amerikaner, das ist ganz klar. nein, nein, nein. Mädel Eggert. Mädel Mella. Mädel, Mädel, Mädel. Was ist hier los, Alter? Wollen wir mal einen kleinen Teststream machen? Gucken, ob das Ich funktioniert. glaube, mit Red und Blue. Ich glaube auch, Alter. Schön einen reingeblut. Dankeschön, Dankeschön für das schöne Standbild. Danke, danke, danke. Ja, da wollte ich eigentlich mein Thumbnail hinlegen, aber da war ich natürlich zu blöd für. Hey, man kann nicht alles haben. Moin, Nico, Mädel. Moin, Himmel und Bin jetzt Hölle, dumm. Metal Welches Ne. Standbild meinst du denn? Das vom Watch Together. Das im Streamen. Ne? Hast du im Ach Streamen ne nicht so. auf oder was, du Dulli? Doch, doch, aber ich habe gedacht, dass das das Strandbild ist. Es ist kein Für mich ist das Strandbild, Strandbild sondern das ein mit. Standbild, du. Ich Ah, könnte ich ja habe auch jetzt hier, guck mal. Strandbild verstanden. Ach so. Ich kann ja erstmal hier, guck mal hier, so. Wow. Ja, ich sehe das noch nicht. Ist Zeit verzögert. Ja, richtig an reingeeggert hier. Madeline 2. Ui. Alter. Schön. Ja. Alter. Ein richtiger Schönling hier. Madel Palmer. Mal gucken, was wir meddeln. Eastwood. Madel. Schickeria. Madel. Das können wir auch schon ausmachen hier. Siehst, merkst du, was für ein Profi-Streamer ich bin? Ja, nach knapp 20 Sekunden habe ich es schon voll drauf. Liverpool, Mädel, wir suchen ihn heute. Wir suchen ihn. Mittelfranke, Mädel, du Kasper.
Steht sogar gerade Also sehr gute Verbindung. den Was suchst Hals du jetzt? guckst du. Ich Ja, heute das sieht suche. bei mir auch immer. Ja, ich suche heute auch volle Kanne in den Hals. Ja, Ja, bist der heute zweite ist voll Medal. drin. Ich hab's mir nicht vor Augen gesehen. Ich war brav. Den Vlog meinst du? Ja. Ich habe mir auch nicht angeschaut. Wir haben es ja gestern, wir haben ja gestern schon entschieden. Wir schauen heute den Vlog, den fast eine Stunde Vlog. Das kann dauern. Medal, 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 Medal Joker, Medal Trollolo, Alter. Das klauen Also wir ich sag mal hier. so, wenn man mit dem schwarzen Streamer geht, wo man ein Stundenvideo behandelt, dann wird das teilweise so ein 24-Stunden-Stream, gell? Also das nur so, damit man weiß, Ja, worauf man sich jetzt einlässt. ich hab mir für morgen Urlaub genommen. Und du? Nee, für morgen nicht. Ja, schlecht. Für dich. Ja, Metal es geht NPC. weiter. Metal Bundy. Metal David. Ach, schau. Metal Kampfkoala. Da ist unser lieber Zwingel. Der Alles möchte sind heute, glaube Zwingel. ich, ein paar Bussis bekommen, sehe ich schon. Oh. Schön einen reingebusselt. Metal Lolly. Metal Wongel. Alles sind sie da. Guck's dir an. Ist das nicht schön? Metal John Wick. Schönen guten Metal Anna. Metal Hagge. Der andere ist der Beobachter. Der liebe, gute Beobachter. Metal Forget. Grüße, Liebe. Liebe geht raus an Matze. Wie ungepfändet die Schanze damals noch war. Gott. Warte ab, David, vielleicht finden wir ihn ja heute. Ich habe extra das Standbild hier genommen. Da ist die Chance schon recht groß gewesen, aber naja. Wir sind noch am War noch Suchen, sagen wir nichts, war noch so. nichts. Trollolo, eigentlich ganz fit. Eigentlich ganz fit. Bisschen nervös, muss ich sagen, mein erster eigener Livestream heute. Aber sonst gut. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Mädels Superlock. Eigentlich wäre schon gestern geplant gewesen, dass der Stream, aber Ja, eigentlich war es gestern steht schon unter der geplant. Räder. Ja, vielen Dank. Das Overlay hat ein super netter Hater aus dem Hintergrund gemacht. Der möchte jetzt hier nicht so genannt werden, aber ein richtiger Ehrenmann. Hintergrundheder. Ja. Geiler Winkel, du geiles Stück, du geiles. Johanna haut gleich wieder Dinger raus hier. Vielleicht finden wir auch noch die Ohren. Mädel, wir sind mit dem Hals gerade so zufrieden. Wenn wir denn ansatzweise ein bisschen Hals finden. Bloody Mary, Mädel. Hagebundene. Du geile Sau, du geile. Medluli, Medl Neumann. Ja, auf die Premiere. Trollolo, Alter. Ich fand sie war gerade schon ein bisschen unrealistisch, aber ich. Ob wir den Pensi finden. Ah, ich glaube, da Leute. sind wir auf der falschen Plattform. Na, erstmal das. Und zweitens ist ja die Bildschirmlupe einfach nicht groß genug für. Metal Dande. Das stimmt, das stimmt. Wenn du den Pensi suchst, rockst du aus kleines Masturbatorium. Beste Anlaufstelle. Metal Rocksau, du geiles Stück, du geiles. Ganz viel Liebe, Meeressäuger, ganz viel Liebe, Liebe. Ja, mehr als 180 Leute. Bis der Maulwurf kotzt. Metal Bubble. Metal Dulli-Mulle. Metal, 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 Metal. Und so viel habe ich gar nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Alles haben wir noch nicht gefunden, nee. Oh, Kommt aber noch. die Westfälische Division. Sehr viel Liebe geht raus an dich, Bruder. Wir waren von Anfang an dabei. Richtiger Ehrenmann. Oswell, wir werden suchen. Wir werden suchen heute. Wir suchen alle zusammen. Wir wissen aber nicht, Metal ob wir Flow. finden. Metal Zagne, Hater Zagne. Metal Martin. Alter, wir kommen ja gleich auf 200 Leute hier. Es ist bei mir normalerweise Primetime, du. Dulli, Alter, das ist ja nicht dein erster Stream. Nee, aber so zuschauermäßig ist das bei mir normalerweise so immer Peak. Okay. Naja, Ja. eigentlich, ja, letztes Mal waren die 300, das gebe ich schon zu, so will ich ja nicht sein. Aber das war schon Progressive, krass. schönen guten Metal. Ich sage erstmal Prost, Leute, Was ja. trinkst du denn überhaupt? Alter, wollen wir den Joke echt jetzt bringen? Was denn? Ne, ich frage nur. Ich habe da keinen Stress mit, also. Ich Nee, trinke war eine erstgemeinte Frage. Paulaner, dunkles Naturtrüb. Okay.
Und du? Ich trinke wieder mal Coke Zero mit ohne Eis. Mit ohne Eis. Ja, weil ist kalt genug aus dem Kühlschrank. Na, dann geht's ja, dann geht's ja. Vielleicht ein Kühlschrank zu low eingestellt? Nee, zu high normalerweise, oder? Weißt du, also ist ein kalter Kühlschrank nicht höher eingestellt? Liverpool, kam das heute, oder? Oh, Drache ist Meinung Rasierer. Leute. Kam das jetzt gerade? Oh nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, du. Ja, dann müssen wir es ja machen. MLK Metal. Weißt du, das Meinungsbild zum Rasierer schon? Preso, schön mit Metal. Wie trinkt Rainer ohne Hals? Ich glaube, er taucht den Kopf einfach in die Schwibschwab. Also ich gebe jetzt auch mal ganz viel Metal an alle, gell? Ganz viele Bussis. Okay, ist gerade rausgekommen, das Rasierer-Video. Können wir vielleicht im Anschluss, wenn die Leute noch Lust haben. Metal Mike. Können wir da vielleicht noch was dranhauen? Mal schauen. Gucken, wie Hast spät du es wird. das Teppich? Hast du das Teppich besser Video gesehen? Nee, das war mir, ganz im Ernst, das war mir zu blöd. Also, es Ich ist habe einen schon. Teil, ich habe reingeskippt ganz kurz, gell? Und da hat er mir erzählt, oh ja, ein Teppichmesser, ah, das ist ja so geil, weil da kannst du ja Nachfüllklingen haben und wenn du ganz besonders im Lager arbeitest, weil Rainer weiß ja, wie es ist im Lager, gell? Dann kannst du das nachfüllen und dann ist es nicht so stumpf und nicht so kurz immer. Also, ja, natürlich mit kurzen Sachen kennt er sich aus, das ist mir schon klar, aber utopisch. Ich freue mich ja schon auf Samstag. Nee, stimmt Schön, nicht, schön, schön. Samstag kommt ja gar nichts von mir. Oh ja, ganz schlimm, ne? Samstag nichts vom Beobachter, Leute. Samstag kommt nichts vom Beobachter, ne? Nee, das ist ja ganz schlimm. Ich habe gerade schon noch was gelesen hier. Milchschnitte war auch, ja, das war auch richtig böse. Grüße auch an dieser Stelle meinen wunderbaren Co-Moderator. Ja, Grüße gehen raus und ganz viel Liebe. Ja. Ist verständlich. Liebe geht an alle hier raus. Metal Ja, das Butterbrot. sowieso. Cheruska, wir werden ihn heute finden. Vielleicht, 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 vielleicht. Ja, ich weiß, Leute, ihr habt den Scheiß schon gesehen, aber der Beobachter und ich wollte ja nicht gestern schon meinen ersten Livestream machen. Problem war, wenn man das erste Mal einen Livestream machen will, muss man 24 Stunden warten. Das habe ich gestern leider nicht gewusst. Also geht's heute raus. Mabel die Paprika. Mädel, Mädel. Ja, Marcel, das ist sehr schön. Unbesiegt auf ewig. Nee, auf unbesiegt ewig. Was bin ich denn für ein Dulli? Ja, Mädel Schnecke. Mein Körper macht wieder Geräusche. Du Das gefällt geile mir noch Snake, du nicht. geile. Dein Körper macht Geräusche, das sind, wir sind schon live, weißt du, ne? Ja, nee, mein Hals hat gerade so. Ja, Du weiß ich, was hast du gemacht wenigstens hast. einen Hals, das ist doch schön. Das stimmt. Also bei mir braucht man nicht auf Suche gehen. Ja. Nicht ersticken. Falls du das Stream heute gesehen hast, Arnie, beziehungsweise von Reiners Aussagen gehört hast, was meinst du? Was er im Umzug meinte. Da hab ich eine steife Theorie zu. Er hat steif gesagt. Metal Wink. Metal, Metal, Metal. Metal Dino. Dann willst du auch die Theorie noch raushauen, oder? Ja, lass mich doch erstmal wenigstens ein paar Eine bisschen Liebe Story, hier Alter. raushauen. Alter! Was ist denn los mit dir? Ja, Nee, also sorry. ich hab das im Wuselwerk schon gesagt. Da müsst ihr irgendwann mal. Falls wir hier heute noch fertig werden, wovon ich nicht ausgehe. Nee. Da haben wir darüber geredet. Meine Theorie ist, dass Rainer hat jetzt ein Bärchen. Und das Bärchen wohnt bestimmt sehr weit weg. Und die hat dann irgendwann gesagt, Rainer ist, ihr wisst ja, wie Rainer ist. Wenn sie sagt, ich hab dich ganz gern, sind die für Rainer schon verheiratet. So, und da glaube ich, ist es einfach so, sie hat gesagt irgendwann mal, du kannst ja auch zu mir ziehen. Dann sind wir öfter zusammen. Und seit diesem Moment ist Rainer schon ausgezogen aus der Schanze. Und irgendwann, ich hoffe, sie wird es nicht vorher leaken, dass sie ein Bärchen ist. Irgendwann steht Rainer irgendwo in Berlin vor so einem Mehrfamilienhaus, klingelt alle Klingeln durch und kein Bärchen da. Das Wollte ich gerade sagen, der schickt ihn zu irgend so einem, ich sag mal jetzt,
Haus mit Migrationshintergrund, so jetzt einfach mal ganz salopp gesagt, gell? Dann steht dort rein mit einem Koffer oder sowas, weißt du? Start die Wohnwagenstaffel, finde ich auch schön. Passt ja ein überleg mal, der legt sich in den Wohnwagen. Der legt sich auf eine Seite. Das Ding hat das sofort Schlagseite. Der ist da durch. Ja, sie hat gesagt, trau dich, komm zu mir. Ja, also das ist so meine Theorie. Wir wissen, wie Rainer ist. Wenn die Frau irgendwas sagt, für Rainer ist er dann schon verheiratet. Rainer musste ja auch mal seinen Sohn anrufen, als Rainer ein Mädel aus dem Ja. über WhatsApp irgendwie 3 Tage kannte, war ihr Kind schon sein Sohn. Man kann ja bei Maverick wohnen, das fände ich auch gut. Ja, das ist auch ein aus dem Migrationshintergrund, gell, so ist nicht. Derjenige, der Typ mit dem Wohnmobil einen schlechten Tausch gemacht. Was willst du mit der Schanze, ganz ehrlich? Da musst du erst. Ja, abreißen halt, ne? Ja, aber Ja, da nicht. reicht ja abreißen nicht. Da reicht ja abreißen nicht. Ich bin immer bei Maverick hängen geblieben gerade, das tut Muss mir ja leid. zwei, drei Exorzisten drüber jagen, das komplette Grundstück salzen und so weiter. Das ist ja alles Arbeit. Stell dir gerade so vor, Rainer schläft heute, auf einmal kommt Maverick um 3 Uhr morgens, brüll, macht die Geldmaschine. Von der Bricks, Metal, Metal, Metal. Brandsanieren wäre auch eine schöne Idee, ja? Joa, warum Oh, nicht? Pfui, ist auch da. Kramne, Leute. Pfui! Schönen Schönen guten guten Abend. Krabben, ne? Ui, ich warte immer noch auf die Reaction auf das Lustlot-Video. Ich auch. Ich habe gehört, Rocksau hat dir deine Partnerschaft angeboten. Rocksau würde es gerne mit dir zusammen machen. Also, Leute, ihr wisst ja, Furchi möchte ein bisschen mit Liebe dazu gedrängt werden. Nein, 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 nein heißt eigentlich ja, mit Liebe, mit Liebe, mit viel Liebe. Auch schön im Chat. Ratatatata macht die Schuldenuhr, Alter. Talken drüber im Parkplatz für Zwingel, auch nicht schlecht, ja. Mädels are schon hate, Mädel, Mädel, Mädel. Der war cool, ich habe die Frage nicht gesehen, sorry. Ich scroll mal hoch. Hast du eigentlich was gegen Dicke oder reitest du einfach das Team mit tot? Ich reite das Team mit tot. Schön. Ach, bei diesem Chat, da sind so viele witzige Leute. Das ist ja so köstlich. Liebe Strix, liebe, liebe. Was gibt's zusammen, ne? Na, du Süßer, hör dir das mal an. Wahnsinn, Was schon gucken bei wir zusammen? Ja, 65 habe ich gerade schon mal Zuschauer. gesagt. Ich würde sagen, wir schauen mal erst, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Motivation genug habt, schauen wir mal als erstes über die Wunschliste drüber. Battleliste, musst du sagen. Das meine ich doch. Was habe ich denn gesagt? Weiß nicht. Achso. Ich darf es nicht wiederholen, weil sonst wird Annika Müller böse. Dann kann ich Oh wieder was oh. im nächsten Stream anhören. Wo ist denn Annika? Ist sie gar nicht da? Ist sie krank? Ich weiß nicht, ob sie da ist. Also normalerweise ist sie ja sofort dabei. Ja. Ja, eigentlich die erste. Leider. Ja. Wie Die Trollolo, du hat bleibst aber auch. schön hier. Ezio! Du Verdammter! Deren ein Spross. Ja, ich würde sagen, schauen wir erstmal über die Wunschliste, das machen wir. Ja, klingt doch gut. Nicht wahr? Ja. Müsste man jetzt sehen, ne? Ja. Metal der, Metal, Metal, Metal. Ja, Mr. Kengu, die grüßen wir alle. Metal, Metal, Metal. Ja, was gibt's denn Neues auf der Wishlist? Ja, hier so ein Elastikband. Ja. Dauerelastische Dauerelastische. Idealbinde. 5 Oh, Meter. sorry, ich will dir nicht ins Wort fallen. Nein, bitte, bitte. Okay. Aber schau, gibt es gar nicht mehr so zum Kaufen. Gibt's, also so durch Amazon direkt muss sein Angebot abwarten. Ich hatte vorhin schon mit Roxanne so ein kleines Gespräch darüber, wofür er die wohl braucht. Ist das so ein Verbandszeug oder was? Das ist so ein Verbandszeug, ja. Okay, ja, wahrscheinlich oben hier Mittel zu schinden vor Gericht. Bis Rainer wie in Köln die Adresse liegt. In einem Monat geht's weiter. Finde ich auch sehr schön. Nee, das ist, also Roxas Theorie ist, er wickelt sich jetzt um die Beine
wenn er irgendwo rausgeht, damit das nicht mehr, Expando sagt schon, Expando, die elastische Idealbinde. Das wickelt er sich um die Beine, damit die Hater nicht mehr die offenen Stellen sehen und sich darüber lustig machen können. Ja, aber die sind ja weiterhin da. Also, es ist Ja, ja. aber wir sehen sie halt nicht mehr. Und schwarz sieht ja nun mal gut aus, ne? Ist halt schon was. Ja, weiß ich nicht. Ist Also, schon etwas. Zwei das ist Mutter dem doch Monika. egal. Heißt es Mutter Also, da. Monika oder Mutter Monikas? Aber wo bist du schon? Ich habe ein bisschen nach unten gescrollt. Harry Potter, Mädel. Hier bei dem Stream schon, wo du bist. Ach, du bist ja schon so weit runter, Alter. Geht gar Ja, nicht klar. das andere ist ja, das ist ja nicht neu. Das haben wir ja alles schon mal besprochen. Ein Schnitzmesser kannst du dir auch nicht ausdenken, ey. Sergeant Hale, gute Besserung. Ein Touch-Armband für Pokémon Go. Ja. Geil. Das ist ja ein richtig geiles Teil. 52 Euro, ja, richtiger Schnapper. Als Krause geht ja nicht. Die lässt du binden fürs Gericht, finde ich sehr schön. Fast über reine Schulden, ja. Sehr nice. Ist denn das hier ein Heißt Zettel-Einspanner? es Mundharmonika oder Mundharmonikas in der Mehrzahl? Ich sag Mundharmonikarre. Also ich dachte, ich wäre blöd. Nee, warte, ich schau's mal kurz nach. Ich weiß auch nicht. Der Chat weiß es bestimmt. Ja, damit er Pokémon Go noch besser im Zimmer zocken kann. Das ist es wirklich, ne? Dafür braucht er die Armbanduhr. Der Hammer. So, schauen wir mal. Hagebutten, ja, das ist. War mir so ein spontan Ding jetzt. Ja, schön gut. Metal Südkurven-Support. Mundharmonikanin. Bin ja richtig scheiße. Ein Ölgemälde vom Lat. Kannst du mir auf Discord mal schicken, ja? So, warte mal. Harmonika. Was ist denn hier die Mehrzahl von Harmonika? Er ist auch Mundharmonika. Mundharmonikane. Das steht auch nicht da. Alter, du nimmst auch so eine Schlüssel. Mundharmoniki. Ja. Wenn da keiner Latein kann. Ja, gut. Metal Ralf. Metal, Metal, Metal. Aber du bist immer noch bei Metal den Digger. Harmonik hier, okay? Ich muss ja wenigstens ein bisschen meddeln hier. Ja. 415 Leute, was ist hier los, Alter? Arbeitslosen Kacknazis hier. Mit Doppel-D natürlich. Mundharmonikis. Mundharmonika. Kauft Furchi die Schanze. Da kannst du selber fragen. Der ist doch da, oder? Furchi, bist du da? Kaufst du die Schanze? Mundharmonikanten. Metal Pyro Freak. Die Gerichtsverhandlung, habe ich mal gehört, sollte heute gewesen sein, aber es scheint ja nicht so. Er war ja online, ne? Also mein Stand war 14. Also ich glaube, Oh, das wird so ein Rick. Oktober-Ding wird es werden. Pickle Rick, sorry. Gurken Rick. Tut mir leid, tut mir leid. Metal Poop. Also meine persönliche Theorie, das wird sowas im Oktober. Furchi kackt rein. Livestream aus dem Gerichtssaal. Ja, könnte auch hinkommen. Bei Rainer, den traue ich alles zu. Die war gestern? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dann wäre ein bisschen neutraler gewesen, oder? Nee, ich glaube auch Rainer macht so ein, bereitet uns so ein bisschen auf den Märtyrertod vor. Die Richterin kann nicht kommen, die hat Kopfhörer auf. Also ich glaube, wenn die Gerichtsverhandlung kurz bevorsteht, dann wirst du mal so einen richtigen Augenschwitz-Stream von Rainer geben. Kann ich Sollte mir man vorstellen. vom Stadtrat da gewesen sein? Wir legen alle Geld zusammen, kaufen die Schanze und machen, damit man pilgern kann. Ja, das wäre eine Idee, Oswald. Das wäre eine Idee. Ja, schauen wir mal noch. Was hat er noch drauf? Haben wir jetzt Mundharmonika, Mundharmonikas, Mundharmoniki? Ich sag Mundharmoniki, das klingt so schön. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Ich finde, wir sollten bei Mundharmoniki bleiben. Ja, du, ich bin sofort bei dir, du. Mit Mundharmoniki in der Einzahl und Mundharmonikis in der Mehrzahl, oder? Ne, jetzt reicht's. Komm, wir machen weiter. Wir gucken mal, was er noch Ja, einfach. Ja, ich glaube, das ist. hat. Oh, hör mal hier noch. Mundharmonika-Boten. Mundharmonikins.
Das ist die Wertsammlung, da wohnen die Kinder, oder was? Ich denke, die Verhandlung wurde verschoben. Das Angebot vom Schanzenverkaufen weckt. Ach, meinst du? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt kein Angebot zum Schanzenkauf. Bin ich ganz ehrlich. Es sollte eigentlich nur ein Schuldspruch werden. Also, es soll wie nennt man das? Die Urteilsverkündung. Strafmaßverkündung? Ja, Oder Strafmaßverkündung? Strafmaßverkündung. Urteilsverkündung war ja schon da. Er wurde ja schon schuldig gesprochen. Ja, genau, Strafmaß wird halt angesetzt oder halt Ja. festgesetzt oder halt verkündet, ne? Genau. Mädel, was hat ja? Was hat er denn noch hier? Ein Holzschnitzmesser, da würde ich fast überlegen, wenn es nicht gegen mein Prinzip wäre, ihm das zu kaufen, aber dann nicht die Pflaster dazu. Nein, Leute, Oh, ich dem sehe Rainer jetzt. gar nichts kaufen. Ich sehe gerade hier, ich bin schon ein bisschen weiter. Ich habe hier gerade gesehen, Kawa Banane, 12er Pack. Leck 12 mich. mal Da 400 Gramm, Alter. 12 Packungen Kaba. Ja, 35 Euro das Stück, also 35 Euro die Packung. Also halt dieses Alter. 12er-Ding. Ja, Matthias, schuldig ist schon klar. Und Meeressäuger wäre eine Idee. Könnte man mal machen, finde ich. Schön eigentlich hingerichtet. Ein Beamer, 537,99. Ja, können Sie schön zusammenlegen. Lieber Cool, ich weiß es nicht genau. Das war so ein schleichender Prozess irgendwie. Kammer Banane für den Stier. Was hat er hier noch? Oh, diesen Speyer. Turmventilator hier. Sehr schön. Ein Hat er ja schon mal. 85-Euro-Ventilator? Ja. Willst du Das mich ist verarschen? der BMW unter den Ventilatoren, ist das. Alter Vater. Meiner hat 14,99 gekostet. Warum steht bei dir 85? Steht bei mir bei 90, 71 steht der. Was? Du bist wahrscheinlich auf eBay, du Dulli. Nee, auf der Wunschliste. Gleich unter dem Beamer. Okay. 90,70 Euro. Steht bei mir 85, 85. Und kostenlose Lieferung. Ja, steht bei mir auch. Farbe Space Gray. Nee, Cool Gray. Guck mal auf den Buu. Weißt du, was witzig wäre? Wäre auf jeden Fall eine witzige Sache. Nadine riecht da noch nicht lange. Wir haben gerade nur ein bisschen Leute begrüßt hier. Schönen guten Mädel sagen. Mädel Son. Skür, skür in meinem Ventilator. Ja. Ja, hier ist nichts Neues drauf. Er halt wirklich nur diese Binden und die will er für seine Beine haben. Ich habe aber gerade schon, muss ich zugeben, ich habe ein bisschen gespickt. Und da habe ich etwas gesehen, das wirklich zu Rainer passt. Was denn? Kommt es noch? Ja, das sage ich jetzt. Gehen wir auf Manga-Liste. Oh, warte mal. Und da ist es das zweite. Manga-Liste, das zweite. Wir wissen, Rainer steht auf ältere Frauen, ne? Er kam zurück in meine Welt Nummer 3. Von. Ach, oh, den versuche ich gar nicht auszusprechen. Guck dir mal das Cover an. Das ist Ja. so richtig, Rainer. So richtig. Mädel Hochdruckreiniger. Richtig, Rainer. Rainer steht auf ältere Frauen. Ja, Wenn du siehst du das es hier nicht? alles Ich sehe sie ja durchschaust. 45. Hier, Schulmädchen. Was heißt das hier? Ich bin eine Spinne. Na und? Schulmädchen in kurzen Röcken. Ich bin ein Drache, na und? Ja, Handschuh ist halt wirklich so, ne? Es ist widerlich, Alter. Es ist wirklich widerlich. Da hier, was ist das hier? Maizama. Romantische Komödie. Ich traue es mir nicht mal groß zu machen, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja einfach abartig, du. Bah. Was er sich da reinzwiebelt. Mein lieber Schwan. Mein Speer zuckt auch. Aber nicht hier, sondern bei dem Chat. Weißt du, mich stört's, mich würde es auch nicht stören, wenn er sowas liest, aber dass halt seine Zahlschweine zahlen lässt, gell? Das ist halt das, was mich so stört. Das ist Er seine. liest es doch sowieso nicht. Er stellt dieses Cover auf die Ja, Bettkante, Alter. schon immer lesen, den Rainer-Style halt, ne? Aber dass er halt das bezahlt bekommt und seinen komischen Fetisch halt, ne? Das ist Ja. so, was mich ja wieder aufregt. Habt ihr den Gast schon geklärt? Das ist der liebe Beobachter vom Altschauerberg. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schon Dankeschön, genannt. lieber Cool. Über 500 Leute im ersten Stream. Glückwunsch. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich echt. Ich habe schon gedacht, so in den ersten 3 Minuten, also kam überhaupt keiner, dachte ich, ah, jetzt machen wir hier einen Stream zu zweit für niemanden. Und dann habe ich gemerkt, ach, guck, der ist ja auf privat gestellt. Einmal Ja, mit ist ja gut. Profisarbeit. Ja, einmal wenigstens so. Ja. Gibt es noch was irgendwas Besonderes hier auf der Wunschliste? Bärenlude, Metal, Metal, Metal. Swiss, Metal.
Swiss HD TV. Nee, war nicht wirklich. Was haben wir noch beim Essen drin? Ah ja, das habe ich auch noch gesehen. Das habe ich mir vorhin ein bisschen. Ja, habe ich schon ein bisschen Was denn? geschmickt, muss ich zugeben. Hier diese Maggi-Tüten. Bei Essen, ne? Ja, die sind ja nicht neu. Die sind ja nicht neu. Nee, aber guck mal auf den Preis. Ach so, warte mal. Johanna, du Ja, sagst es, der Technik-Ärger wieder zugeschlagen. Nein, zwölf wird natürlich Euro. nicht. 13er Pack. Geil. Das heißt, also hier bei diesem Maggi Meisterklasse Spargelcremesuppe. Ich glaube, die kostet im Laden so um die 70, 80 Cent, Leute. Sagt ihr es mir? Ich brauche Mädel, Mädel. 27 mal 500 Milliliter. Ja, rein mit der Scheiße, weißt du? 1,56. 1,56 kostet die hier. Was hast du für komische Preise? Bei mir steht da 1,60 pro Stück. Das hätte die Spargelsuppe jetzt auch nicht fett gemacht. Ja, eh nicht. Ja. Ah, ich glaube, das ist mir Spargelpulver ein für Scheiß. Das ist... Flutopfer. Im Laden Gott. Ganz 1,09 Euro, bist du dünnes sicher? Ja, Johanna sagt auch 69 Cent, da war ich auch so. 70, 80 Cent vielleicht. Da sind diese ganzen Maggi-Tüten, die kosten doch alle nur 70, 80 Cent. Ach, der Sprühköse. Ach, der wurde ihm sogar gekauft. Alice Mädel. Kurt Midas, 85 Cent. Ja, da bin ich auch so. Hier auch Alufolie. Wozu brauchst du 10 Meter Alufolie? Nee, Nee, 50 Meter Hochdruckreiniger, Alufolie sogar. ich glaub's nicht. Ich glaube, das Bärchen wird's vorher auflösen. Ich hoffe dann auf so wieder, was waren das, 4 mal 3 Stunden oder 5 mal 3 Stunden von Rocksau? Ach so, Die war das wieder so ein WhatsApp-Ex. Cola-Bärchen-Leak-Ding? Ja, das Cola-Bärchen-Leak-Ding von Rocksau. Ja? Alter, wie lange war das? Und Ja, ich hat er gib's mir. gesagt, das macht er nicht mehr. Nein, Rocksau macht das bestimmt nochmal. Der Weil musste du ihn nur die mit. fragst? Ja, glaube ich doch. Okay. Rocksau, das Ja, machst du das dann ist nochmal, oder? Beim nächsten Bärchen? Ey, ohne Rocksau hätte ich mir das nicht geben können, ohne Spaß. ja. Insgesamt 18 Stunden. Ohne Spaß, ich gebe es mir wenigstens 2, 3 Mal im Jahr. Immer wenn ich mal wieder Dark Souls raushole. Alufolie für die Shisha. Wie viel war da drauf? Hast du gesagt? 50 Meter insgesamt. 50 Meter Alufolie. Ja. Alter Vater, ey. Mein Lieber. 19,61 Euro. Hey, ist ja richtig günstig, Mann. Ach, Rocksau, das machst du bestimmt. Du hast es doch gern gemacht. Die Leute wünschen sich das. Oh, nie wieder, hat er gesagt. Das war, ohne Spaß, das waren die besten Sachen, die du zum Game hören kannst. Immer wenn ich Dark Souls mal wieder raushole, zu einem neuen New Game Plus, NG Plus, ich höre mir immer wieder die Leaks von Rockstar an. Ich habe das auch wirklich fest irgendwie im Schädel verbunden. Wenn ich diese Dinger höre, denke ich immer an Dark Souls und wenn ich Dark Souls zocke, denke ich immer an Rockstars WhatsApp Leaks. Na, Roxo, hör's dir an. Metal John. Dark Souls nie beendet. Warum denn das nicht? Ritter der Schwafelrunde. Kalam, Metal. Weißt du, ich frage mich halt auch, warum kauft man Pfirsiche in der Dose? Sechs Packungen. Der dreckige Oder Dan. sechs Dosen. Der braucht die Alufolie, um den Kaba zu rauchen. Aber sind wir immer bei den Alufolien, oder wie? Neo-Rein habe ich doch gesagt. Ich glaube, das Bärchen hat ihm gesagt: Komm, zieh doch zu mir. Und das ist für Rainer sofort. Das Ding, die sind schon verheiratet, leben schon zusammen. Mein Lieblings-Dark Souls. Oh, weiß ich nicht. Das ist, wenn du mich fragst, was mein Lieblingskind ist: Das dicke oder das andere? Trau dich, zieh zu mir. Ja, trau dich, zieh zu mir. Lieblings-Dark Souls, ich habe angefangen mit Dark Souls 2. Ich weiß, das ist das hässliche Endlein unter den Spielen, unter den Dark Souls-Spielen. Liegt mir aber sehr am Herzen, weil ich damit angefangen habe, mit Dark Souls 2. Nimm den Kaba rauchen, der kam aber nicht von mir. Der kam vom dreckigen Woher kenne ich den Namen Dreckiger Dan eigentlich? Dan. SpongeBob. Das kann Demon's sein. Souls auch wunderbar. Ah, super geiles Spiel. Wie lange streamt ihr heute? Open End, keine Ahnung. Ja, wenn wir halt mit einem 1-Stunden-Vlog loslegen, also ihr könnt so Ja. 6, 7 Stunden ungefähr einplanen, so das Ich wird würde so. sagen, also die Wishlist, da ist ja nichts drauf, was nicht andere schon besprochen haben. Ich würde sagen, gehen wir an den interessanten Teil. Darf ich zumachen, die Wishlist? Das ist zu machen. Danke dir. So bin ich zu dir. Oh, warum ist nicht bei mir hier ein Fehler aufgetreten bei YouTube, bei deinem Stream? Was ist denn jetzt los? Verarsche mich? Bin ich dumm?
Nee, warte mal. Ich lade nochmal YouTube neu. Vielleicht bin ich einfach nur ich dumm. Alter, ich hau dich. Nee, der läuft noch. Okay. Nee, ich Das war bin. schön. Belly-to-Belly-Dropkick, Alter. Mit eurem Belly to Belly, das habe ich. Das Das hat Sven angefangen. ja, ich habe das damals mitbekommen. Bin ich auch gefragt, war es ein Belly to Belly Frühstückstream? Nicht? War ein normaler Frühstückstream, weil es danach Belly to Belly gab. Aber ich habe da gar nichts gecheckt, weißt du? Johanna, lies mal, was Johanna geschrieben hat. Warte mal. Ach, Warum die das ist hier 50 Meter alles. Alufolie? Für den Aluhut, der muss ja groß sein bei dem Wasserkocher. War echt wirklich bei allen so? F5 hat geregelt? Ja, gut, 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 gut. Kurz Aha, war schauen. noch nur ich, dass das Stream abgestürzt ist, oder wie? Error no halt, ja. So wirklich ein schwarzer Anhalt, Das wäre doch ein selbstverständlich. geiler, das wäre ein geiler Titel. Error no Hals, Alter. Schwarzi live. Carlo, das lässt dir am besten mal vom Zentralrat sein Sven erklären. Was Belly to Belly ist? Ja, Belly to Belly ist ein Move, also er findet einfach, es hört sich gut an. Also ist im Wrestling alles, was irgendein Move ist, da Halt. wird halt Belly to Belly vorgesetzt. Ja, aber du von Sven. Ja, nur von Sven. Ja, das muss man dazu klären. Ja, Und F5 F5. ist ja eigentlich auch, es ist ja auch eigentlich ein Move, gell, aber. F5, Belly to Belly F5, Alter. Belly to Belly F5, ja? Der regelt Ja, den Stream. 69er Belly to Belly, den habe ich vorhin sogar rausgehauen, als wir miteinander geschnackt haben. Ei. Error 705 Hals nicht gefunden. So ist es. Bauchi zu Bauchi. Deswegen darf er nie in die Sauna, der pfeift doch die ganze Zeit. Alter. Weißt du, Error Rainer nimmt auch in der 514. Sauna kein Tuch, er nimmt Alufolie, weißt Ja. du? Damit auch niemand reflektiert. Medelnani, grüß dich, grüß dich. Alter, mit dir kommen die Leute auch die ganze Zeit in den Chat, gell? Alter, leck mich doch am Arsch, das Das gibt's ist ja so nicht. schön. Das ist ganz viel Liebe hier. Bist du wahnsinnig? Das kenne ich gar nicht so. Metal Sheepskin. Big Mama, Metal. Metal Chris. Neox, Metal, Metal, Metal. Ja, ich würde sagen, wo Ja, wir gut. langsam. Warte, bevor wir reinstarten, ich werde mich nochmal kurz empfehlen gehen. Dann kannst du nochmal hier Du warst doch deine Leute gerade. grüßen und dann. Du warst doch gerade. Okay. Was denn? Was denn? Nix. Wir haben nichts gesagt. Nö, nö. Willst du Gar dich über nichts. meine nervöse Blase aufregen? Gar nichts habe ich gesagt. Gar nichts. Kuss. Wir gucken den. Tuscht uns das schon weiter. Gibt's. 8 Minuten lang. Ach, ehrlich jetzt? Hat Range in 8 Minuten zusammengefasst? Annika Müller. Ganz viel Liebe geht raus. Hat Ranger schon rausgehauen? Wir müssen mal schauen, wie schnell wir hier durchkommen. Leuchtschild? Nee, danke. Welcher Dark Souls? Ich glaube, der Smelter Demon aus Dark Souls 2. Der rote Smelter Demon im Eisenschloss. Den habe ich wirklich gehasst. Wie die Pest. Und am Anfang halt der Pursuer, ne? Das ist, auch so ein Ding. Ja, Ranger rendert wirklich hardcore schnell. Wie der das hinkriegt. Schon wieder F5? Warum? Annika Müller, ja, der Beobachter. Oh, ist unser Bot wieder mal da, Annika Müller. So, ich bin wieder da. Belly to Annika Belly 69 F5 und geht schon rein da. Müller grüßt all ihre Freunde. Er grüßt sie auch zurück. Natürlich. Natürlich. Annika Müller ist der feste Bestandteil neben meinem Co-Moderator und dem Fuddel meines Streams. Ja, die ist in jedem. Also, die ist ja, gehört überall zum Inventar. Ja. Ja, muss an YouTube liegen. Ja, ich habe ja bei mir sehr gute Verbindung. Alles Oh, schön. der ist bei mir schon wieder YouTube. Hat schon wieder mal. Nee, bei mir Belly geht. to Belly Error, Alter. Belly to Belly Error. No Hals found. Ja. Darkwing Reloaded. Metal. Grüß dich. So, und bevor wir jetzt reinstarten in den Vlog, ich sage auch nochmal hier schönen guten Abend von meiner Seite aus. Ja, Hast du bist die Hände bereit? gewaschen? Ich habe mich hier natürlich gewaschen, sogar mit Seife. Was? Ich will ja frisch für dich sein. Muss ich auch nicht übertreiben, finde ich, oder? Aber ist denn hier, ich stelle auch nochmal die Frage, wer ist denn hier die dritte Person im Watch Together? Das weiß ich ja nicht.
Das ist Keine etwa dein Ahnung. OBS? Nee, eigentlich nicht. Wir haben das eigentlich umgestellt. Kann aber sein, dass ich halt ein Dulli bin und dass es trotzdem so ist. Rox hat mir auch nicht erklärt, wie das funktioniert. Was mit dem Watch Together? Trollolo, ich war mal mit Kollegen, die verscheiße waren. Auch na, hey, der Mulle. Ah, Trollolo, dann, ja, dann schieb mal ganz viel Liebe mit rein. Also, ganz viele Grüße, ganz viel Liebe und so, ne? Und viel Glück dabei. Ah, hier steht's, der dritte, das ist Rainer, okay. Ja, das kann sein. Der ist undercover, ja. Ruina, wenn du zuguckst, komm ins Discord. Wir werden viel Spaß haben, glaube ich, Ich zusammen. schicke dir eine Einladung auf meinen Server. Dann können wir ein bisschen reden über ein paar Technikärger, nee, Sachen, die du ist mitmachst. nicht Technikärger, das muss an YouTube liegen heute mal. Hätte ich mal gestern gestreamt, aber nee. Herr Winkler, kommen Sie ins Discord, machen Sie Fanmanagement. Stellen Sie sich Ihren Kritikern. Ja, ich würde sagen, fangen wir an, oder? Ja, hilft nichts. Ja, los. Reinrendern, etwas anderes reinrendern. Alter. Was Alter denn? Vater. Wie sieht Wie er denn fertig aus? aussieht? Ja, fertig halt, ne? Ach du Scheiße, wo kommt er denn her? Und guck dir das an. Wir suchen den Hals. Das ist ein Übergang. Das ist ein Übergang hier, der Hals. Aber nicht so schön für hier hinten. Den Basketball fällt mir gerade auf. Das ist ja von der Zeit, wo er noch Basketball gespielt hat. Ah ja. Gab's ja auch Ich mal. Nee, analysiere Möbius, ich immer sehr glaub gerne die nicht. Bilder, nämlich. Möbius, ich glaub nicht. Was denn? Ob heute die Gerichtsverhandlung war, ich glaube nicht. Nee, Er hat ja nee, heute gestreamt. Alter Schwede, sieht ja platt aus. Meine Fresse. Gut, dass wir uns das gestern nicht gegeben haben. Metal, Leute, Servus und herzlich willkommen beim heutigen Vlog. Oh, was macht denn schon wieder? Er sagt nicht mal beim Dulli. Melle Rainer. Tja, ich habe jetzt. Leute, ist Rainer von der Lautstärke okay? Einmal kurz. Liepe, wenn ja. Ich könnte ihn. Ja, ich könnte ihn noch lauter machen, wenn er wollt. Das hat man jetzt nicht gehört. Passt, passt. Liepe, ja. Moin, moin. Top. Ticken lauter. Ja, lass mal ticken lauter. So. Liepe. Ach, ich liebe es, Liepe zu lesen. Echt schon überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Ja, ich könnte sagen, mach's einfach nicht. Ich bin jetzt wieder im Reactor-Modus drin, es tut mir leid. So. Gib dir. Ja, danke. Was macht der überhaupt schon? Ah, das zieht mich schon wieder so an. Was macht der auch die ganze Zeit schon wieder? Ey, da kann ich mal. Schau dir diesen Menschen an. Der hat eine Box in der Hand. Oh, das wird jetzt richtig krampf mit Watch Together. Schau dir an, wie dieser Mensch eine Box anfasst. Tja, ich habe jetzt echt stundenlang überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Kleiner Fun Fact: Er hat stundenlang überlegt für ein Video, das weniger als eine Stunde geht. Ja. Just saying. Und schau dir das an, wie er diese Box hält. Oder halt handelt, ne? So. Habe mich jetzt dafür entschieden, das zu machen. Und zwar habe ich hier Carlo Schmidt, du sagst es. Tausende und Abertausende von Amazon-Kartons. Tausende sind es vielleicht nicht ganz, aber mindestens 200 Stück sind es wohl. Tausende, aber Tausende, 200 Stück. Ja, komm, scheiß drauf, mach 10.000 draus, ist ja egal. Tausende und Abertausende. Wie Ja, geht's? 200 für Metal, Metal, Metal. Was so eine Scheiße wieder, ey. Metal D. Grüß dich. Metal Gott sei Cola Dank habe ich mir Clown. das Ah, du gestern. auch hier. Finde ich aber schön. Aber so ein Ja, Kackstudent, Alter. Gott sei Dank habe ich mir das gestern nicht gegeben, Alter. Da wäre ich wieder richtig ausgetickt, sag ich dir. Namens Ingo, Metal. Und zwar fand es irgendein Hater witzig, mir einen riesigen Karton zu schicken, in dem wiederum viele kleine Kartons sind und in denen wiederum lediglich ein Glas Blaugraut ist. Ja, und da ist wenig Zucker drin und das ist gesund und deswegen ist es ja auch blöd. Nee, ich fand's witzig. Ich, also Metal ich. Rollstuhl-Hater, ich freue mich, dass du da bist. Metal Nachdem ich ein Shiba. böser Hater bin, ich find's witzig. F5, das sechste Mal schon, echt jetzt? Ja. Ohne Troll? Ja. Und da gibt's Meine noch drei German Waschbecken. Suplexes hinterher. Das ist aber echt übel, Alter. Ja. Blaugraut. Schleifer, Kuss auf die Nuss zurück.
Blaukraut, Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Roxau, ich hab's geschafft! Das war eine Challenge. Jetzt musst du. Blaukraut ist Rotkohl. Ja, Ralf, ich weiß. So, jetzt du, komm. Was denn? Bring es auch. Was, dieses Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid? Alter, das war ja richtig gut. Ja. Scheiße. Okay, outplayed, hast mich. Wobei es delikater Rotkohl heißt, bei uns in Bayern sagt man, es ist blaugraut. Hätte das mal in Frängeln für Anfänger erwähnt. Ja. Chance verpasst, Rainer. Chance verpasst. Das wäre sinnvoll gewesen. Deabonniert. Und ein Dislike gibt es auch noch nach. So, die Sache ist jetzt die. Ach so, ganz kurz, kurze Ankündigung, solange noch so viele Leute da sind. Am Donnerstagabend, Leute, ich wollte mich morgen nochmal mit dem Rollstuhlhater zusammensetzen, bin ich wahrscheinlich beim Rollstuhlhater zu Gast. Schmeiß dem geilen Dude mal ein Abo naus, dass wir uns da auch wiedersehen. Da freue ich mich drauf. Ich habe jetzt 100 Päckchen ungefähr hier. Waren es nicht gerade noch Tausende und dann 200, jetzt sind es 100? Ja, ich sag dir, in einer halben Stunde sitzt du mit 10, sag ich dir. Reiner und Zahlen. Ja. Zack, Abwehrkreuz. 17 habe ich schon verschenkt. Ich persönlich hoffe, ich hatte nämlich das Problem schon mal. Ich hoffe, dass es nicht wieder eine von diesen Aktionen ist. Hattest du das Problem auch schon mal, dass du 10 Päckchen Blaukraut geschenkt bekommen hast? Ja, die brauchte ich aber auch dringend damals. Ah, ich habe immer Die alles brauchte. verschenkt an die Nachbarskinder. Die essen das sehr gerne. Ich hab's mal auf Jogger geschmissen. Ne? Am Donnerstag, Leute, am Donnerstag beim Rollstuhl-Hater. Da wird richtig einer weggemeddelt. Alter, schon wieder F5? Was ist denn hier los? Ich glaube, das wird jetzt einfach nur mehr aus Trotz und Tollerei reingeschrieben. Nee, glaube ich hier nicht. Verschenkt gleich gegessen. Ja. Nee, nicht gegessen. Ist ja kein Zucker, dann geht ja nicht. Der labert doch nicht. Er könnte das wirklich essen. Ich meine, wie lange hält sich Rotkohl oder Blaukraut? Dann Keine ist Ahnung, ist ja es eine, 2 Jahre ist ja locker. eine, ja klar, ist ja in so einer, hier, Ding, Glas. Ja, wenn das, sagen wir, es sind wirklich, gut, es waren Tausende, dann waren es 200, dann waren es 100, sagen wir, es sind 50. Dann sind 50 mal Rotkohl über 2, 3 Jahre verteilt, ist doch völlig in Ordnung. Ja. Kann man mal machen. Da nimmt er auch nicht so viel zu. Nee. Da müsste man einen Rollstuhlhater fragen, wie viel Uhr. Er ist der Boss, Leute. Guck mal eigentlich, gell, weil das ein Video von gestern ist. Guck mal, wie schlank er gestern noch war. Ja. Wie Ist mir ungefettet die gerade Schanze gestern noch war. Ah, Ja, Jungle komm. Camper schreibt, bei ihm läuft es 1A durch. Alles klar. Leute, ich weiß nicht, wie viel Uhr. Wie gesagt, der Rollstuhlhater ist zwar der Boss. Ich bin da nur Gast. Das Kreditkarten, dass jemand mit Kreditkartenzeug das gekauft hat. Und hinterher die Polizei. Er wird es bei Amazon nicht bar bezahlt haben, zumindest. Kannst von ausgehen. Kreditkartenzeug, Kreditkartenzeug, Alter. Ja, man kennt's. Kaufst du dein Zeug auch mit Kreditkartenzeug? Nee, ich zahl's immer bar ein, bei Amazon. Hm? Ich geb Bei das mir immer dem steht und dann Delivery-Treiber. ne, meine Sachen nimmt und mitnimmt. Dann steigst du auch immer in den Rewe-Bulli ein, ja, und dann fährst du eine Runde. Ja, Meddel Gallingen, Meddel. Meddel Tuesday. was weiß ich. Wir hatten die Sache vor ein paar Jahren ja schon mal, dass jemand zu übertriebenes Zeug geholt hat. The Observer, ist es wahr? Ein Glas Rotkohl? Achso, und 1 Kilo Zucker. Ich dachte schon, Rotkohl hätte so viel Zucker. Rotkohl ist doch gesund, oder nicht? Rotkohl ist doch eigentlich sehr gesund. War jetzt meine Meinung. Kann jetzt auch sein, dass ich einen auf Reiner mache hier. Du kannst doch sagen, wenn dir deine Meinung nicht akzeptiert, dann machst du einen Anti-Mobbing-Kanal auf. Ja. Leute, hört auf mich zu mobben. Was ist denn hier los? Ja. Ich persönlich tatsächlich alles legal gekauft worden. Weißt du, ach so, als ob es so eine scheiß Rotkohlmafia gibt oder so eine Scheiße, Alter. Boah, Mann. Wer kennt's nicht, die Kölner Rotkohlmafia? Alter, so ein Rotkohlring, Alter. Das kannst du dir ausdenken. Oh, Mann. Ja, legendär, Ist Mädel. das alles legal gekauft worden? Was labert er auch wieder für einen Scheiß? Ach, Rotkohl komm. schon ein bisschen 70 Kalorien auf 100 Gramm, kaum Zucker. Geht doch fit, oder nicht? 4 Gramm Zucker. 100 Gramm ist doch. Ich kann ja nicht sagen, weil ich das letzte Mal Rotkohl gegessen habe, aber. Yes, das ist er mal. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das in dem Döner gehabt. Rock am Rotkohlring.
Rock am Rotkohlring. Genau, Mad Hat, stimmt. Oh, da fragt schon jemand, ob wir Rotkohl kaufen wollen. Rotkohl ist gesund. Das angelegte süße Zeug von der Billigmarken. Ja, okay, da hast du recht, das stimmt. Ochs wird schon bei Anti-Mobbing-Kanal hellhörig, okay. Oho. Was? Was? Ratatatata Nee. macht die Rotkohl-Mafia. Die Rotkohlmaschine. Stehe ich drauf. So, das ist auf jeden Fall jetzt die Sache, dass ich so viel Blaugrad überhaupt nicht essen kann, was ja logisch ist. Ja, du An kannst Burgern schon. könnte er es essen, das wäre so überhaupt kein Thema. Er mag keine Burger. Ja, Preso, selbstgemachter ist gesund, genau. Ja. Bei dem Glas, ja, das ist schon. Geht schon viel. 77. Naja. Wie viel hat denn so ein Glas? Ein halbes Kilo oder ein Kilo? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es noch nicht. Soll ich dir mal Und nachgoogeln? Google mal nach. Ich google mal nach für dich. Ja, google mal. So. Eine Gläser mit Laubkraut. 8,9% Zucker. 8,9 Gramm Zucker. 100, Alter, das ist schon ordentlich, ne? Boah, geht. Glas. Schön einen erfreien wie fünft hier. So. Da machen wir hier. Annika Müller hat einen sehr schönen Stirnacken, finde ich. Fakt ist, Ich habe hier ein Glas frischer mit Rotkohl am 200 besten. Gramm, habe ich jetzt. Das sind doch keine 200 Gramm, Alter. Nee, ich habe jetzt nur ein Bild mal rausgesucht bei Google. Jetzt chill mal. Ich sag dir, guck doch mal nach der Amazon-Marke hier. Jeder Tag oder jeden Tag, oder wie heißt das? Ach so, ja, das muss ich schon dazu sagen. Ich bin ja ein bisschen dumm. Ich doch auch. Jeder findet da nicht. Ach super. Ach, wie heißt denn das? Jeden Tag Blaukraut. Das ist auch der Teamsong von der Mafia. Ja. Ratatatata. Glas. Die Da Blaukrautmaschine. macht die. Ja. Ma, ich finde das jetzt nicht. Es ist mir scheißegal. Komm, jetzt mach weiter hier. Alles. Und ich habe bereits ein paar Mal überlegt. Ach, lüg mich doch nicht an. Gut Und ich werde jetzt überlegen. nichts Genaues dazu sagen. Weil es nicht kann. Nur so viel, dass ich das ganze Zeug jetzt gerade in eine große Kiste packe. Die steht hier bei mir nebendran. Ich wüsste noch was, was da eine große Kiste gehört. Ach, Mann. Was denn? Ja, stimmt aber nicht. So, warte mal, jetzt möchte ich hier mal zählen. Der hat hier 2, 4, 6, 8, ich sag mal 10, 12, Schätz 14, mal so. 16. Ich sag mal 16 sind das, schätze ich jetzt einfach mal. Wenn wir das hier von dem Abgedeckten hier noch mitzählen, wenn man davon ausgehen, dass hier alles gleich ist, ne? Ja, es sind Tausende halt, ne? Ja, nee, Zehntausende, Hunderttausende, Sie Milliarden. 700 Gramm sind ungefähr drin. Okay. Auch hier das Shirt, gell? Siehst du selber. Sehr lecker, ne? Guck dir die Flecken an. Er hat ja keine Waschmaschine mehr. Was macht er jetzt eigentlich ohne Waschmaschine? Immer neues T-Shirt da anziehen. Er hat ja so Er viele. hat 200. Ja. Pro Glas 10% Zucker. Das ist schon ordentlich, ja. Was ist denn das eigentlich für ein Teppich da unten? Da steht ja was oben. Nee, das ist eine Hose, okay. Das hier meinst du? Ja, hier dieser Schriftzug, dieser fette Oberschenkel, sah jetzt aus wie ein Teppich, Alter. Ich packe die jetzt alle aus und ich lasse die. Ich werde das spenden. Ach, laber doch nicht! Werde das alles. Rotkohl für die Flutopfer, man kennt's. Das sind doch keine Unterputzdeckel, da brauchen wir doch nicht spenden. Was ist denn los? Nee, die Häuser werden in Zukunft mit Rotkohl aufgebaut, das ist das Fundament. Die guten Rotkohlgläser von jeden Tag, ja, man kennt's. Alter Schwede. Oh nee, das werde ich spenden. Ich leck Darf man in mich deinem doch am Stream eigentlich Sack, auch Alter. ausfällig werden? Wie bitte? Ob man in deinem Stream auch ausfällig werden darf? Ja, selbstverständlich nicht. Sehr gut, dann mach ich das. Das heißt, Arschloch, so darf ich nicht sagen. Nein. Okay. Hurensohn auch nicht? Hurensohn geht, aber Arschloch nicht. Okay. Okay. Wenn er sie spendet, warum packt er sie dann aus? Genau so sieht's aus. Ja, er muss ja wissen, ob Total vielleicht doch lächerlich. irgendwo ein Cheeseburger drin ist, weißt du? Ob die einer Schön. versteckt. Schön an reingebigmackt hier. Schön ein Das Cheeseburger nehmen bei wir mit Amazon. hin. Und besser vielleicht zwei, drei Gläser, die ich dann für mich behalte. Und zwei, drei Klar. Gläser, die ich noch verschenke, weil ich jemanden kenne, der die gebrauchen kann. Abgesehen davon Das werde ich ist von schon, diesem das ist Zeug. schon, warte, das ist schon eine Lüge. Weißt du, warum ich das weiß? Weil Rainer niemand kennt. So einfach ist es. Mädel wieder Gib Wommel. dir die. Mädel, Mädel. Weißt Leute, du, eins im Chat, der auch jemanden kennt, der Rotkohl gebrauchen kann. Du musst dir mal vorstellen, wir sind jetzt bei 2 Minuten 60. Ich bin schon richtig auf Betriebstemperatur, gell? Also. Corona sagt schon, er kennt immer jemanden. Immer. Er kennt immer jemanden.
Ist egal, was du sagst, er kennt jemanden. Ja, die kennen alle jemanden, die Rotkohl gebrauchen können. Alter. Er ist nur Einsteiger im Rotkohl-Network-Marketing, Alter. Scheiße, wir haben uns vielleicht vertan. Wieso? Ja, ich habe mich also hier kennt gemacht. Aber ihr kennt immer jemanden. Ne? Ja. Die sind alle in der Rotkohl-Mafia. Heftig. Alles verschenkt. Vor einiger Zeit, und das habe ich wie gesagt schon länger überlegt eben, ob ich da überhaupt ein Video draus mache, habe ich überlegt und ab unabhängig davon habe ich überlegt, wie ich das mache mit dem Spenden. Also ist es so, dass ich hergehen werde und noch mehr zu... Du merkst immer, ich habe es in den letzten Videos öfter mal gesagt, wenn er Scheiße redet, hält er die Hand, also kratzt er sich entweder im Hinterkopf oder am Ohrläppchen. Da kannst du mittlerweile davon ausgehen. Das merkst du sofort, dann merkt er selber, ah, jetzt rede ich Scheiße, oh, ich spende das. Boah. So wie ich Rainer kenne, rennt er damit auf den Flohmarkt, Alter. Ja, aber weißt du, ich gehe da gar nicht danach, was er für eine Körpersprache hat. Ich schaue einfach, also ich gehe ja prinzipiell immer davon aus, dass mir Rainer Bullshit erzählt und ich schaue einfach, was ich jetzt nehmen kann und sage hier, Rainer, das stimmt nicht. Weil zum Beispiel, ich werde das verschenken, weil ich Leute kenne, weil sie ist eine Lüge, weil er keine Leute kennt. So ist es. Ich brauche so gar nicht schauen, ob er sich hier am Hinterkopf kratzt oder sowas. Er kennt immer einen mehr als das Ja. Ja. Zum Spenden habe. Ich habe im Haus, ich weiß gar nicht, wie viele Konservendosen von Kartoffelsuppe und von Linsensuppe. Und ich habe immer noch Dutzende und Aberdutzende, obwohl ich davon schon was an die Flutopfer damals gespendet habe. Wenn er das wirklich gemacht hat, kannst du mir in meine Schuhe scheißen und ich laufe runter bis zum Altschauerberg. So schaut's mal aus. So sicher bin ich mir, dass er es garantiert nicht gespendet hat. Wenn ich höre, er hat ihn jemals gezählt und hat irgendwie gesagt, er hat 12 Packungen. Davon will er 10 spenden, hat er noch 2 für sich. Und jetzt hat er aber und aber Dutzende von Packungen. Dieses dreckige Miese, dieses... Auf deinen Tisch, komm und dann passt wieder. Nee, ich versuche mich gerade ein bisschen... Kontinuos zu bewahren. Nee, ja. Mein erster Livestream. Ich muss mal ein bisschen, ne, F5 drücken hier. Habe ich das Ganze, wie sagt man, habe ich immer noch einen ganzen Haufen von den Kartoffelglößen da, ich habe immer noch einen ganzen Haufen für die vom Kartoffelbrei da. Einen ganzen Haufen Scheiße im Kopf. Und noch viel, viel mehr Zeug. Ich kann das gar nicht alles essen, ich kann das gar nicht alles verbrauchen, ich kann das gar nicht alles verschenken, so viel habe ich. Und deswegen steht der Scheiß auch noch weiter auf seiner Battle-Liste. Ich will das jetzt alles, wie gesagt, auch spenden. Und ich muss dazu ja auch deutlich sagen. Metal Guppy! Geile Stück. Ich finde das schön, gell? Ich finde das schön, dass er gesagt hat, er will das spenden. Das heißt, er möchte spenden, macht's aber nicht. Ja. Das finde ich so schön. Er will spenden. Weißt du, so, nachdem die Intention ist ja da. Ne? Er will spenden. Weil sonst hätte er ja gesagt, ich werde es spenden. So, jetzt nur mal so, kleiner Deutsch-Analytiker-Beobachter jetzt mal. Obwohl ich eigentlich ganz miese Rechtschreibung habe, aber ist ja egal, komm. Bist du nicht mal ein Deutscher, was ist denn los mit dir? Ja, muss man von Österreich zum ASB pilgern. Wenn ihr uns nicht den nächsten Kanzler schicken wollt, halt die Fresse, Alter. Also, ich kann eins versprechen, den Rainer, den besuche ich nochmal dieses Jahr. Das kann ich euch versprechen. Oh, Ankündigung? Ja, große Ankündigung. Dieses Jahr komme ich nochmal zum Altschauerberg. So, das ist witzig, weil ich meinen 5 habe sonst nie selbst. Natürlich, die nee, Leute, also die keine F5-Taste auf ihrer Tastatur haben, die werden halt nicht scheint es ja zu funktionieren. Ich weiß nicht, warum es nicht läuft. Aber ich habe auch mal jetzt so aus Protest schreibe ich jetzt auch mal F5 rein. Hast du den Stream nebenbei laufen? Ja, ne? Ja, aber weiß ich habe ja nur einen Monitor. Ich bin ja kein krasser Hacker. Ich habe da immer Probleme ein bisschen so mit hin und her switchen. Aber mir läuft es noch aktuell. Okay, dann geht's ja. Mir läuft ja. Hier, der Flatulenzlob würde gerne mitkommen, wenn du da hinfährst. Beeil dich, der zieht bald aus. Nee, das kündige ich nicht an, weißt du, das Ding. Natürlich habe ich nicht so eine Größe wie jetzt andere im Game, aber trotzdem kündige ich es nicht an. Muss ja nicht. Scheiße, beim Hallöle-Man geht's richtig ab. Der muss sogar Alt F4 drücken. Alter Schwede. Ich sage nichts, er ist für blödsinnig, die Sachen zu verschenken. Ich halte dieses ganze Video für blödsinnig. Jo. Und es dafür Videos zu machen oder halt zu spenden und dafür Videos zu machen. Ich mag das nicht, wenn ich das bei anderen Leuten sehe. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich diese Videos trotzdem immer like, weil ich das finde ich vor allem viel auf TikTok sehe, ich viele solche Videos. Hat dieses fette Stück Dulli gerade eben gesagt, dass er es nicht mag, wenn Leute... Er will kein Video machen, wenn er was spendet und macht gerade ein Video und erzählt, dass er was spendet? Ja, genau das ist es. Ist das dein fucking Ernst? Ja. Alter Vater, ist das ein Dulli.
Boah, nee, ist das ein richtig. Nee. Widow, Mittel. Sowas muss man nicht unbedingt ins Internet stellen, weil sowas ist eigentlich meiner Meinung nach ein ganz normales menschliches Bedürfnis, anderen Menschen zu Ach, helfen. halt die Zumindest geht es nach Schnauze. mir so. Wenn man natürlich bei mir jeden Tag in den Hof reinschaut und den ganzen Scheiß macht, oder sieht, was der ganze Scheiß, was die ganzen Leute den ganzen Scheiß drüber machen. Ich habe heute schon über 30 Leute hier gehabt und wir haben Schon, ne? Montag. Wie oft will er mir noch kommen mit, oh, es ist ja hier beliebigen Wochentag einfüllen, Rainer. Du brauchst keine Wochentage. Du bist arbeitslos. Für dich bedeuten Wochentage gar nichts, Mann. Erzähl mir nichts. Und die Leute können sich Urlaub nehmen für einen Besuch an der Schanze. Dann Also so ein Scheiß. mach mir nicht schwach hier. Was denn? Dann sagst du, das Video wird noch schlimmer. Oh. Ja, Nee, wie machen wir bei mir weiter? nicht, Steven Klingenberg. Was denn? Ob das Stream noch läuft oder wie? Zumutung? Warum das denn? Zumutung. Zumutung. Ich musste nur einmal den Namen richtig haben. Also ganz ehrlich, der Grund, warum ich es jetzt zeige, ist, viele meinen immer, ich bin so arrogant, ich bin so selbstgefällig, ich bin so Weil du ein arroganter, selbstgefälliger F Dulli bist! gierig und geizig und alles. Und ich Stimmt zeige es jetzt alles? hier noch einmal und ich mache das Stimmt jetzt echt komplett. nicht gerne, weil wie gesagt, es soll Ja, er spendet halt nicht gerne. mich die Leute für geizig halten und gierig halten, das interessiert mich alles nicht. Der Grund, warum ich Das interessiert ihn überhaupt nicht, deswegen macht er jetzt ein Video, dass er was spenden wird. Hauptsächlich Mache weißt du, ist. das größere Ding ist ja, du hast ja schon gesagt, er mag keine Videos, wo Leute sowas erzählen, dass sie was Und spenden. erzählt es dann. Nimmt aber gerade ein Video auf, wo er das erzählt. Kannst du dir nicht ausdenken, was für ein Rainer, merkst du Ding? überhaupt noch was? Nicht, um mich besser hinzustellen, sondern um zu zeigen, dass die Hater mit diesem Blödsinn, den sie machen, zumindest in der Hinsicht was Gutes Steve Klingenberg, tut mir leid. tun, dass sie anderen Leuten, die schlechter dran sind, mehr helfen können. Und damit meine ich nicht mich, sondern damit meine ich die Leute, die das letzten Endes bekommen werden. Letzten Tja, ich werde Endes. das jetzt Ganze noch auspacken. Ich habe noch, ja, ich habe Tausende, das hier noch, ich Zehntausende habe den Boxen. Karton noch, der ist noch voll. Und ich habe noch einen ganzen Karton draußen im Garten stehen, also im Hof stehen. Den muss ich noch machen. Da ist der andere davon. Kannst du nicht, was für eine Scheiße redet du da? Da krieg ich eine Wutlatte bei. Metal Ach, schau mal, Felix Picky! ist da. Ja, Servus! ciao. Grüß dich. Da kommen jetzt die ganzen, naja, wenn ich das mal aufmache, ich kann es euch auch mal zeigen. So, warte, Sekunde, mal gleich. Und natürlich jetzt zu sagen, ich habe hier mit sowas Routine, weil ich sowas ja sehr oft schon gemacht habe früher. Einer ist ein klassischer Unboxer. Ja. Ja. Meine Damen und Herren, Sie sehen das berühmte Cuttermesser aus dem Film wie Draches Meinung Nummer 495, Cuttermesser. Ja, und Unboxing vom Huawei-Handy. Ja. Das was für eine Noch Tüte. komplett. Und diese Tüte, die schmeiße ich dann da hinten rein. Ich habe mir Aber ich extra. habe gedacht, du magst doch gar kein Plastik rein. Da hättest du mal ein Video drüber machen können. Da steht nicht auf Plastik. Oh, die schmeiße ich da rein. Kommt bei mir alles in gleich Tonne rein. YOLO, woo! So ein Ding wird es nämlich. Gott, trägt er mich wieder auf, Alter. Nicht extra anders. die Teile hier zusammengeklebt. Ich habe, wie gesagt, früher in dem. Das kann ich vielleicht mal zeigen. Ich habe früher in dem Gewerbe gearbeitet, ne? Halt die Schade und laberst so dumme Scheiße, Mann. Jeder, der so etwas zu Hause hat, hat schon mal in dem Gewerbe gearbeitet, Alter. Das weiß doch jeder. Also ich Jeder, habe der auch schon so. mal. Weißt du, das Ding ist, ich habe einen Computer zu Hause. Ich weiß, ich war schon mal in der IT-Gewerbe, habe ich mal gearbeitet. Hast du das gewusst? Was ist ein Hacker? Ja, klar. Mit 16 Bildschirmen. Ja. Im Gewerbe hat er schon mal gearbeitet. Was Klebebandeinpacker oder was? Oder halt so Paketeinpacker, ne? Gott, geht der mich schon wieder auf den Sack. Aber die ist ja auch richtig schön abgebaut beim Chat. Das Ding hat doch geklaut. Gewerbe, ich kacke ab. Aber Ja, als Fun Fact, ich selbstständiger habe mal. Schichtarbeiter hat er das viel gebraucht. Aber hier gerade, Fun Fact, ich habe mal einen Toaster geklaut. Warum hast du einen Aber nicht Toaster reiner geklaut? Toaster. Nee, ich habe so einen Sandwichmaker geklaut, wie ich mal Praktikum in einem Restaurant gemacht habe, in so einem Strandrestaurant. Die haben nämlich auch so Toast verkauft. Und dann haben die halt einen neuen bekommen und ich habe den alten einfach mitgenommen. Das erzählst du hier vor fast 700 Leuten. Ja, sicher. Dass Das du war ja auch ein Dieb vor 10 bist. Jahren oder so. Ja. Den habe ich einfach mitgenommen. Bin ich einfach am letzten Praktikumstag bin ich mit dem Toaster nach Hause gegangen. Der steht, Du. der läuft heute aber wie die Eins, zeig dir. Toaster-Diebstahl ist wie Mord, das verjährt nicht. Ja. Andrea Katter, Liebe!
Alter Schwede, da klaut der Toaster. Ne? Und habe eben viel damit Erfahrung und deswegen habe ich mir jetzt so eine Kiste zusammengebastelt. Das ist einfach nur so ein. Er hat doch gerade 200 Kartons da gehabt, angeblich. Warum bastelt er sich eine Kiste zusammen? Will er mich Das ist so verarschen? Frankensteins. Das ist Frankensteins Monster, ist das. Frankensteins Kiste, weißt du? Willst du mich verarschen? Warum bastelt er sich eine Kiste zusammen? Er hat doch so viele da stehen gehabt. Man nennt es auch noch Winklers Kiste. Jetzt hast du mich gleich hier liegen. Er schneidet die Wieso? Boxen auseinander, um sie danach wieder zusammenzukleben. Das macht überhaupt keinen Sinn, sogar für Rainer nicht. Ja, jetzt reg dich doch nicht so auf. Er hat ja lange in dem Gewerbe gearbeitet, du Dulli, Alter. Ja, hier in Österreich geht das, da kann man einfach einen Toast sagen, ja komm, halt die Schnauze, Mann. Als ob das bei uns so normal wäre, dass einfach jeder Toaster klaut. Ach komm. Ja, deswegen gibt es in Österreich auch keine. Gerade in Ja, Süddeutschland aber. gibt es eine schlimme Toasterkrankheit-Knappheit, weil die alle in Ja. Österreich sind gerade. Gibt es eine Toastermafia? Gibt es da alle? Komm, ja, die Die kommen sind gleich. über die Grenze, klemmen sich einen Toaster und weg sind sie wieder. Ja. Die sind gleich neben der Rotkohlmafia angesiedelt, habe ich gehört. Bastelt sich ein Pappkorb, ja, das könnte echt sein. Einfach nur eine Kiste mit Lidia auch, nur dass die jetzt zusammengeklebt ist und dass man da jetzt Zeug reinigen kann. Der Vorteil ist. Er könnte auch die ganz normale Kiste nehmen, die er nicht zusammenkleben müsste, aber nein, denkt er sich, nein, die müssen wir zusammenkleben, weil ich muss jetzt zeigen, dass ich hier was gemacht habe, Ed Sattler. Kannst du nicht ausdenken. Das tue ich gerade mit. Ja. Man kann es später einfach an der Seite wieder aufschneiden, dann hat man die Kiste wieder zur Verfügung, kann damit wieder machen, was man möchte, kann Sachen damit verscheuern. Die anderen Kisten hier sind. Er hat schon eine Kiste, gell? Und will jetzt die Kiste wieder aufschneiden, damit er wieder eine neue Kiste machen kann. Ja. Wozu? Wozu? Auf welchem Level begeben wir uns hier gerade? Was ist das für ein Scheiß? Hab ich ja gerade schon mal gefragt, keine Ahnung. Was er da. Kannst du dir aber nicht ausdenken. Auch hier schön der Stacheldraht hin, siehst du den? Hier Wo? links Ach unten. da, ja, da ist der Stacheldraht, ne? Der gute NATO-Draht. Meine Fresse, Sind jetzt hier alle, die habe ich jetzt zusammengelegt. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. auf deinen Müllberg schmeißen, ganz klar. Kisten kann man immer gebrauchen. Natürlich, Kisten kannst du immer gebrauchen. Ja. Alter, du. Kannst mich gleich hier. Der hat 200 Kisten vor seine scheiß Haustür geschmissen. Hast du das gesehen bei dem Aufräumvideo? Der hat die einfach aus der Haustür raus, über das Ja. Treppengeländer. Zack, lagen sie da. Mann, Mann, Ich Mann, kann Mann, mich auch noch Mann. an den schönen Müllhaufen erinnern vom Gavin Wolder Video, wo auch so Kisten in seinem Biomüll drin hat, den er schon so langsam kompostieren lässt auf seinem Hof, ne? Da läuft ja alles zusammen bei ihm. Das ist so scheißegal. Und Kisten kann man immer gebrauchen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Kiste gebraucht habe. Wo ich dachte, oh, weißt du, jetzt hätte ich eine Amazon-Kiste gebraucht, Alter. Das wäre richtig geil gewesen jetzt. Es hast mich im letzten Jahr hast du mich nie hören sollen. Ah, eine Amazon-Kiste. Boah, die hätte ich jetzt gebraucht. Ja. So Ohne ein Amazon-Kiste. Scheiß. Aber jetzt habe ich es bei mir hier auch. Jetzt habe ich es bei mir hier auch gehabt, dass der Stream kurz rumgespackt hat. Jetzt habe ich es bei mir Mal, hier gerade schau auch mal. gesehen. Bei mir Klar, du steht hier, mein Ui, die extra. Übertragungsqualität des Streams ist gut. Die Streamqualität ist sehr gut. Streamstatus sehr gut. Aber jetzt habe ich gerade auch gesehen, dass er nachgeladen hat. Oh ne, bei mir läuft der Lachs aber richtig, du. Sehr gnomisch. Ja, Leute, sorry, das ziehen wir jetzt heute einmal so durch. Fürs nächste Mal. Schau ich mal. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Muss ich mal schauen, wie ich das anstelle. Ah, muss mal gucken, wie du das fixen kannst, gell? Ja, genau. Geil, geil, geil. Ah, Rainers Wusel und Werkelplatte, man kennt sie. Werd mit Kartons, Toaster wenn klauen, dann nicht, kann läuft ich das sie schon immer wieder. noch in den Papiermüll hauen. Das kriegen wir alles hin irgendwie. Auf jeden Fall. Also ich weiß, wer es nicht hinkriegen wird. Ich auch. Den sehe ich ja gerade vor mir. Mann mit ohne Hals. Das hier ist halt so eine Sache, ne, warum ich das hier alles sortiere ist. Guck mal auf seine Oberlippe, wenn er redet. Pass mal auf jetzt. Ich weiß nicht, wer das angepackt hat bei Amazon, aber hier ist so ein Klebestreifen und der ist noch nicht benutzt. Ja. Und deswegen kann man diese Teile nochmal optimal benutzen, Oh wenn man irgendwas einpacken will. Gott. Gott. Gleich mal einen Adi-Mobby-Kanal aufmachen. Amazon mobbt Klebestreifen. Ja, so geht das hier nicht weiter. So geht's nicht. Alter. Alter, Amazon, die werden Milliarden Einbußen haben. Drachenlord macht Ansage, sag ich dir. Der schießt richtig, aber voll durchgeladen, gell? Amazon-Mitarbeiter hat den Klebestreifen von der Plastikfolie nicht entfernt. Was Das ist wird auch denn jetzt maschinell los? verpackt, oder? Nee, nee, das machen die per Hand. Meinst Die du? verpacken die Scheiße. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Die verpacken das per Hand.
Räucheraal. Also ich bin ja auch mal die Tage auf TikTok manchmal unterwegs und da gibt es auch ein paar Kanäle, die machen das mit so GoPros, filmen die wie die hier Amazon-Pakete einpacken. Wir müssen echt mal ein bisschen durchschalten. Wir sind schon bei 8:30. Wir haben gerade 6 Minuten geschafft. Wir lassen mal ein bisschen durchlaufen. Komm, wir können ja nebenbei kommentieren. Wir müssen ja nicht mal Das ist ja Pause fast wie machen. bei ZDK und Rockstar. Ist Ja, jetzt aber fast die schon. machen das samstags. Ja. Na komm, rein. Da ich ja irgendwie im Laufe dieses Jahres, ich weiß schon wann, aber ich sag's euch nicht, da ich im Laufe dieses Jahres noch umziehen werde, kann ich es gut gebrauchen für meine Figuren zum Beispiel, für meine Amiibos, für meine Drachenfiguren aus Keramik und alles, für die aus Drachenstein oder Feuerstein an, Aus beziehungsweise nicht Feuerstein Drachenstein. aus. Ist auch Drachenstein? Ja, klar. Ich kenne das. Das ist bei Ich habe auch Bonn, ne? Drachenblut bei mir zu Hause. Gibt's nicht Drachen? Ne, es gibt Drachenfels, gibt's bei Bonn, ne? Das weiß ich nicht. JVA-Umzug. Genauso schaut's aus, Leute. Ja. Aus Wir haben hier, glaube ich, Lavastein ja, das habe wird ich ein nämlich ein paar traurig Zieh Figuren zu mir, wird und die das. brechen sehr leicht zusammen. Da kann ich die dann in 20, 30 Tüten reinpacken. Du brichst gleich zusammen, wenn du 50 Meter läufst. Alter, laber mich doch jetzt nicht zu, Mann. Als wenn er schon mal So ein 50 Meter Shit. gelaufen wäre. Jetzt hör mal auf, ey. Ja, komm. Passt. Genau. Oder wenn man mal was anderes verschicken will. Oder ich kann sie jemandem geben, der sie vielleicht brauchen kann. Genau. Und dann im Prinzip einfach recht einfach. Ich hatte ja heute schon ein Video gemacht, Ach schon, wo ich Skatermesser. das Messer vorgestellt hatte, beziehungsweise nicht vorgestellt habe, sondern wo ich das Video, Das war seine Arbeit, ja? wo Klasse. ich das Messer ja schon mal erklärt habe, ne, das Er hat ja Skatermesser. schon beim Messergewerbe Erzähle das auch gleich noch gearbeitet. im Einsatz, wenn man schon Ja. dabei ist. So, Guten Tag, Messergewerbe, man kennt's. ich kann in der Zwischenzeit noch ein bisschen labern. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt oder nicht. Nee, lass Ich mal. habe da Routine mit dieser Arbeit. Ich mache das jeden Tag oder habe das Ich jahrelang mach jeden das Tag gemacht. jeden Tag! Ich habe das jahrelang gemacht, hat jetzt nachgehangen. Ich habe Routine mit dieser Arbeit. Amazon-Kartons aufmachen. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Ich muss mal durchatmen, ganz kurz. Hui. Einfach mal ruhig. Jetzt ist es so, dass ich mit euch Ein auch mal richtig darüber reden widerwärtiger Mensch möchte, bist. wie sich dieses Zeug immer verhält. Also, ich habe eigentlich vorgehabt, ein extra Video dazu zu machen. Aber das hat sich jetzt erledigt gehabt. Ich mache diese Arbeit täglich, jahrelang. Er kann nicht Warte mal einen mal, was ist Karton dir? aufschreiben. Das ist doch nicht normal. Was für ein dummer Huso, Er Alter. ist für Ist das so alles zu angeklebt unfähig. teilweise? Das ist echt Ja. nervig ist. Nervig, da ist Was immer hier der Kleber dran. Amazon-Mitarbeiter Ja. schuld. Also es ist im Prinzip so. Die Hater kommen immer zu mir. Und ja, es. Das stimmt und das ist richtig und wichtig. Böses. Zu Mungdung bringt der Rewe-Transporter ihn in die JVA. Die sind den Weg letztes Mal schon Probe gefahren, glaube ich. Wird ein weiteres Hater-Video machen. In dem Sinne. Oh, es Was wird heißt mal ein ein weiteres Hater-Video. Hater-Video? Hat Ja, er was noch heißt nie das? eins Dein ganzer gemacht? Content besteht aus 3 Wörtern. Hater, Hater, Hater. Das ist alles, was du den ganzen Tag von dir gibst, Mann. Und scheiß Laber-Videos zu Teppichmessern und Fliegenklatschen und so ein Scheißdreck. Laber mich doch jetzt nicht zu. Nee. Die Hater immer zu mir und sagen immer sowas wie: geh arbeiten, faule Nee. Sau. Dann geh doch arbeiten, du So. faule Sau. Ich hatte heute etwa, wie gesagt, etwa 30 Leute, 32 Leute hier. Und diese Leute haben alle gesagt, so, haben halt die alle Ja, rumgeschrien, ne, geh und damals arbeiten. halt wirklich von früh 12:30 oder nee, sogar eigentlich schon nachts 12:00, waren hier insgesamt, ich Ja. weiß gar nicht, wie viele Leute, Mittags um 12, irgendwas nachts um um die 12, 30. YOLO, Und diese Leute scheißegal. haben, Hammer. schreien halt immer rum und nicht zur Arbeiten gehen und sonst was, aber stehen dann halt am Sonntag auf Montagnacht. Nein, Leute, die stehen am Sonntag bei ihm vor dem Tor und sind am Sonntag nicht auf der Arbeit. Das ist ja wohl eine Lech das ist ja wohl eine Frechheit. Sowas. Captain Jacks, ja, tut mir leid, ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich nicht. Der wird aber später auf die Hackplatte hochgeladen. Beziehungsweise den Montag unterm Tag hier vor meiner Tür. Das Interessante. Ja, wollen wir noch einmal ausmachen, den Stream nochmal anmachen, oder wann? Was wie jetzt? Ja, anscheinend läuft es ja wirklich nicht gescheit hier. Noch einmal ausmachen, wieder anmachen. Das musst du entscheiden. Leute, sollen wir einmal ausmachen, wieder anmachen oder? Ja, machen wir es mal, komm. Hier läuft stabil. Ja, bitte. Auf dem Handy läuft der Stream einwandfrei. Hier läuft alles flott. Wie Laminat.
Hier läuft's gut, bei mir läuft's gut, alles tutti. Hier sagt einer mit Lauf schon, okay. Nein, läuft flüssig. 9, Läuft 8, doch. 7, Läuft 6, okay. super. Ja, bin. Läuft bei mir. Läuft gut, läuft perfekt. Alle jetzt kriege ich ab, du, das sag ich dir. Ja, wollen wir einmal neu starten hier. So, wenn jetzt irgendwie, auch wenn es nur 10, 20% sind der Leute, aber macht ja keinen Sinn, wenn die keinen Spaß dran haben, oder? Natürlich. Läuft super, auf dem Handy läuft's, läuft gerade, läuft flüssig, jetzt ist flüssig, jetzt ist flüssig. Ja, liegt So, an YouTube. du musst ankündigen, dass du den Stream beendest, dann läuft's richtig gut. Ja, genau. Ja, Ja. Leute, das liegt dann wirklich an YouTube. Also ich, selbst wenn ich es jetzt einmal neu starte, wird's dann genauso laufen dann. Ich flog dreimal raus, El Hongo. Läuft fast wie bei Rainer. Ja, los, dann machen wir weiter. Müssen ja auch fertig werden heute. Ich hatte gedacht, wenn es auf Wir abends müssen noch zugeht, wird fertig es werden. Wir sind noch schlimmer. nie mal bei der Hälfte Aber jetzt. tatsächlich ist es lustigerweise jetzt so, dass abends gar nichts ist. Dieser Mann Es ist besser. bettelt um Besuche. Ist das Dieser ein Mann Kommt zu bettelt um mir? Besuche. Das ist ein Kommt zu mir, oder? Es ist abends Ja. nicht genug los. Abends so, Kommt dass am Abend, überhaupt nichts Leute. passiert ist. Es ist ruhig, es ist still. Warte mal, ich hoffe mal, die sind nicht Ja, das gehört sich abgelaufen, ne? nicht. Komm, mach Nee, Lärm. oh Gott, die laufen erst ein paar Jahre ab. Da ist es optimal, ich will ja nicht irgendjemandem was Falsches geben. Nö, er Die doch laufen halt nicht. 2024 ab. Ja, und jetzt frage ich mich halt, heute ist Montag, ja? Hast du gut erkannt. Und die Leute stehen vor meiner Tür und schreien rum, brauchen Scheiße. Dann Mann. ist die Aussage in Jahren wieder, YouTube ist keine Arbeit, such dir eine Arbeit, geh arbeiten, du faule Sau, wir zahlen dich. Ja, dann geh Wir doch zahlen deine arbeiten. Steuer, mit unseren Steuern oder mit unseren Kosten vom Finanzamt und sonst was schon, oder Arbeitsamt zahlen wir dich mit und so. Das nicht direkt. Die Leute zahlen dich nicht, weil du YouTube machst. Die Leute zahlen dich, weil du 20 Mal am Tag die Polizei rufst, du dummer Hurensohn. Deshalb zahlen die Leute. So nämlich. YouTube, die verblendeten Leute, die dir Geld spenden, ja, komm, selber schuld, ne? Aber das regt dir die Leute auf. Dass Ja. sie Steuern zahlen müssen für diesen Dulli. So, das habe ich auch gesagt. Ist einfach so. Du musst arbeiten gehen, du faule Sau, bla bla bla. Rainer, du musst arbeiten So, gehen, du faule jetzt ist Sau. die Bla bla Frage. bla. Brian, lange kann es nicht mehr dauern. Mal schauen, was seine Video noch sagt. Euch. Wie genau soll ich das Metal anstellen? Marvin. Ich meine, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was passiert, wenn ich nur für 5 Minuten außer Haus bin? Ja, du kriegst Schnappatmung, Nervenzusammenbrüche, Brüllheulen. Ich weiß das. Ohne Gefängnisverurteilung. Oh, das wäre schön. Ja. Vielleicht gibt es auch einen Gerichtsprozess an der Schanze. Hey, das wäre doch mal was Geiles. Ja, tut mir leid, Frau Richter, ich kann nicht kommen. Die Hater zerlegen da meine Ja. Bude. Ja. Und dann meldet sich die Dann Gerichterin ist es einfach schon der Fall dorthin. gewesen. Ich bin zum Feuerwehrhaus runtergelaufen für etwa 5 Minuten, 10 Minuten. Gelaufen, sagt er, gelaufen. Ach komm. Minuten bin ich am Runterlaufen und ich habe eine Nachricht bekommen, dass hier auf meiner Kamera schon wieder jemand drauf ist. Also von meiner Kamera habe ich eine Nachricht bekommen. Und da waren schon welche da gestanden. Ich war keine 5 Minuten außer Haus. Ist auch die Kamera, die Sexschreibende macht. Ja. Mit dem Rainer, die sagt, Etzela, hier ist mal wieder Turn-up bei dir. Komm mal schnell wieder zurück. Lauf, komm. Hopp, hopp. Da kommt er, da Rainer. Da kommt er. Anderes Beispiel, wenn ich zu Hause bin und aufs Klo gehe. Ja, es ist den ganzen Tag nichts. Den ganzen beschissenen Tag ist Ruhe. Dann gehe ich aufs Klo. Da Hey, bin der ich wieder. Besuch. Habe jetzt schnell. Oh, da war sogar ein Schnitt. Leute, ich habe jetzt gerade kurz mit Rockstar geschrieben hier. Bei dem ist auch schon 10, der ist auch schon 10 Mal rausgeflogen. Er hat es mit drei verschiedenen Browsern probiert. Das liegt an YouTube zurzeit. Tut mir leid, Leute. Ich hoffe, nächstes Mal wird's gescheiter. Jetzt schnell die andere Kiste noch geholt. Liegt jetzt da. Hier ist der nächste Stapel. Die ist jetzt hier unten noch. Die Dinger sind schwer. Alter, der hat So, gerade dieser zwei Mann. Pakete zerschnitten. Will der mich verarschen? So Muss dir komme einer ich vorstellen, nach so Hause, wenn ich 15 Stunden gemeddelt habe. Du musst dir vorstellen, Rainer arbeitet in so einer Behindertenwerkstätte, gell? Baut so drei, vier Kugelschreiber zusammen. Oh, erstmal kurz einen Powernap machen, Alter. Boah, das war jetzt halt anstrengend. Leck Komplett mich doch am fertig. Arsche. Komplett Ja. hinüber, Alter. Nee. War keine. Ich weiß nicht, was das war. Irgendwas vom Nachbarn.
Also, wir haben jetzt. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Mensch ein Messer hält wie ein Stift. Also, übers Handy scheint es gut zu laufen. Also, wenn das für euch eine Option ist. Also, ihr wisst es ja nicht, aber ich arbeite ja in der Messerbranche, ganz besonders in der Teppichmesserbranche, ja. Und da ist es eigentlich Gebot. Das auch. Und da ist es eigentlich das goldene Gebot, wenn du ein Messer so hältst wie einen Stift, ja? Dann wirst du erstmal weggemeldet aus der Firma. Wie hältst du die Toaster, wenn du sie klaust? Ja, unterm Arm halt. Ach so, okay. Was ist ein Toaster wie ein Stift, oder was? Trau ich dir zu. Wir haben jetzt, worüber haben wir zuletzt gesprochen? Ach so, über die Hater, beziehungsweise die Situation, dass ich arbeiten gehen soll. Ja, geht doch. Ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile wieder machen würde. Wahrscheinlich würde ich es tatsächlich sogar machen. Ich kann die Frage beantworten. Er würde es nicht tun. Nein, niemals. Auf gar keinen Fall. Einfach nur, damit ich wieder zu Hause mal ein bisschen mehr rauskomme. Nicht unbedingt wegen dem Geld. Wer braucht schon Geld? Kohle. YouTube würde ich natürlich trotzdem weitermachen. Ich würde schon rausgehen und arbeiten gehen. Hätte ich wahrscheinlich gar kein Problem damit. Oder würde ich auch sogar machen. Aber das Problem ist, wie? Zunächst mal wissen viele von euch, dass ich... Tja, Leute, wie geht man arbeiten? Das ist wirklich eine scheiß schwere Frage. Das ist wirklich, wie soll ich denn mit der arbeiten gehen? Was für ein Drecksack vor dem Herrn. Der Stream wird nachher sowieso nur auf die Cloud geladen, Leute. Das Ding ist jetzt schon durch. Ich in der Sonderschule war. Und naja, man bekommt nicht wirklich viel Ausbildung oder viel Gelegenheiten, irgendwo arbeiten zu gehen, wenn man in der Sonderschule war. Die einzige Schule. Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo anfangen könnte, wäre Zeitarbeit. Und die Frage ist, wie geht man? Wie wongelt man? Er muss zur Arbeit wongeln. Naja, wer würde mich schon einstellen? Ja, niemand. Aber das liegt aber nicht an die bösen Hades. Das liegt an deiner Unfähigkeit, irgendeine Tätigkeit, eine körperliche, auszuführen. Und in einem Office kann ich dich auch nicht sehen, weil ich weiß, wie du an dem PC sitzt. So, das hat nichts mit den bösen Haters zu tun, die dann Etzala dem Chef verraten, oh, hier ist ja der Rainer, den müsstest du mal wegmelden aus der Firma. Das hat damit nichts zu tun, das hat einfach mit deiner Inkompetenz zu tun, weil du nichts kannst, du kriegst ja nichts auf die Kette, Mann. Weil ich mal Rainer im Büro, wo so mehrere Stühle sind, du weißt sofort, wenn Rainer zur Arbeit kommt, so, wenn der Stuhl um Hilfe schreit, weißt du, Rainer ist da. Mal wieder eine Stunde zu spät, aber er ist da. Ja, und ich sehe auch hier so, okay, bei mir ist es jetzt auch so, aber bei mir jetzt ein anderer Grund. Ich sehe, wie Rainer immer so ganz nah vom Bildschirm hängt und so auf deiner Tastatur rumhaut, gell? Alter, das. Und auch mit zwei Fingern schreibt. Das regt mir auch so auf, Mann. Also, das sieht nicht aus, irgend sowas. Es gibt eine Sache, die viele anscheinend immer noch nicht ganz wissen. Und zwar, ich bin. 2%, gell? 2% von meinem Leben, ja, das sage ich noch nicht. Ich bin arbeiten gegangen. Auch in der Zeit von YouTube. Und zwar bis 2015, bis Mitte 2015. Du hast 3,75 Jahre hast du gearbeitet. Also 3,75 Jahre sozusagen. Ist das 3,75? Ja, 3,75 Jahre hast du gearbeitet. Haben sie sogar zusammengerechnet aus deinem Lebenslauf. Lüg mich nicht an. Das Problem war Mitte 2015, dass die Hater zu dem Zeitpunkt schon ziemlich aktiv waren und mehrfach bei meinem Arbeitgeber angerufen haben, als sie herausgefunden haben, wo ich arbeite. Bei irgendwelchen Kollegen oder ehemaligen Kollegen oder ähnliches, die mich gesehen haben oder anderen Zeitarbeiter, die mich kannten und mich gesehen haben, das Ganze gepatscht haben, beziehungsweise dann von den Hatern hundert und aber hunderte Mal in den verschiedenen Firmen angerufen wurde. Komplett gelogen. Das ist in den Jahren immer wieder mal vorgekommen und hatte dann irgendwann 2015 spätestens den Knick, Knick in der Birne hat er. Hatte 2000. Weißt du, was ich auch so schön finde? Erzähl mir gerade, er hat bis 2015 gearbeitet. Kannst du dich noch erinnern? An Ende 2020, Dezember, wo er gesagt hat, er war 3 Tage arbeiten, aber dann haben die Hater das alles verbaut. Ja. Ja. Also, wenn er schon seine Lügen erzählt, dann soll er die wenigstens richtig erzählen. Und Annika Müller schreibt gerade, gleich lügt er auf Fränkisch. Oha. Ja, wenn er frängelt, lügt er immer. Ja. 2015, dann das Problem. Dass das ist zu fett wurde. Ich bin schwer mit der Spur gerade. Ja. 2015 dann das Problem, jetzt dass Spur. Ich
nicht mehr normal arbeiten gehen konnte, weil es halt einfach dafür gesorgt hat, dass ich aus meinen jeweiligen Firmen, in denen ich gearbeitet habe, entlassen wurde. Weil du ein Dulli Und bist. naja, seien wir mal ehrlich, das würde heutzutage wahrscheinlich noch schlimmer sein als damals. Kleiner als Weil zu der Florist. damaligen Zeit waren die wenigen Hater, die es damals gab, halbwegs human, zumindest im Vergleich zu den jetzigen Hatern. Die jetzigen Hater sind der absolute Abschaum der Abschäume. Ach, warten, bis Also ich bei dir bin, Rainer. selbst die damaligen Hater sind nicht Er an meint den ja nicht Abschaum uns, oder? angekommen, der heutzutage sich Hater nennt. Oh, ich bin richtig abschaum, sag ich dir. Er meint aber nicht uns. Nee, 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 nee. Ja, du klaust Toaster. Österreicher Ja, redet über den Deutschen. du Du bist kennst durch. den meist. Ich bin der Toasterklauer-Hater, das bin Ja, ich. du bist durch. Du klaust Toaster. Ich schicke dir später ein Foto von meinem Toaster, Alter. Der ist richtig geil, das sag ich dir. Hast du den immer noch? Den hab ich hab dir gesagt, der läuft wie die Eins läuft der. Ich letztens noch Das ist im nicht so Discord ein Toast, das ist erzählt. so ein Sandwich-Maker, ist das. Ja, Roxor traue ich ihm absolut zu, dass er es gesagt hat, ja. Klingt zumindest sehr nach ihm. Was denn? Es ist auch nicht nur bei mir auf dem Kanal so, um das mal so anzusprechen. Übrigens, wenn der Tisch so arschwacke, das liegt daran, dass das eigentlich gar kein richtiger Tisch ist. Es liegt daran, dass du Das mit dem ist Bauch dagegen eigentlich knallst, du Fettsack. ein Tapeziertisch. Oh, geil, er tapeziert dich. Oh, das ist ja super, Rainer. Fun Und Fact, er deswegen wackelt tapeziert er wie ein mit Postern. Ja, aber die werden auf dem Tisch kurz ausgebreitet vorher. Das heißt, es Nice. ist ein Tapeziertisch. Na Der gut. Schwanz. So, ich selber sitze ja nicht einmal. Also, ich sitze schon, aber ich sitze ja nicht einmal am Ich sitze ja nicht einmal, also ich sitze schon. Ich Also, ich sitze ja sitze gar nicht am schon. Fenster, aber am Fenster sitze ich immer. Original Rainer, das kannst du nicht Ich höre aussagen. dich, ich habe Kopfhörer auf, aber eigentlich höre ich euch. Mann, 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 ey. Am Tisch, ich berühre Ja, den Tisch nicht ich einmal. schwebe schon. So, Fakt ist auf jeden Fall, dass die Hater. Fakt Wenn du ist, jetzt mir letzten Endes. Fakt, ja, wenn du mir jetzt Fakt ist was vorliest, dann ist das nächste eine Lüge. Erzähl mir keinen Scheiß jetzt hier. 100 Pro. Im Laufe dieser Jahre immer wieder versucht haben, einem Ich anderen, sitze, also anderen bin Leuten auf die ich. Nerven zu gehen. Und haben dann immer wieder bei irgendwelchen Sitzen Sie noch oder schweben Sie schon? Bin ich Firmen auch gegen. angerufen und mich angeschwärzt, weil ich da gearbeitet habe und so weiter. Ich hatte unterschiedliche Arbeitgeber im Laufe dieser Jahre. Manche Arbeitgeber haben Genau. gesagt, ich weiß nicht, was die haben, du machst einen super Job. Ja, und deswegen arbeitest du jetzt auch gerade noch, du Dulli. Ich lasse dir drinnen, aber bitte versuch, das einzus dafür einzusorgen. Aber bitte versuch dafür zu sorgen, dass die nicht mehr hier anrufen. Denn es ist nämlich für uns geschäftsschädigend. So. Das Problem ist, dass die Hater das immer wieder gemacht haben. Hochdruckreiniger, der Stream wird dann auf der Hate Cloud hochgeladen. Wenn es jetzt zu krass ist, wie gesagt, tut mir leid. Liegt halt scheinbar gerade an YouTube. Bisschen blöd, gerade weil es der erste Stream ist. Tut mir auch super leid, ehrlich. Natürlich konnte ich nichts dagegen machen. Früher oder später wurde ich dann immer wieder entlassen. Immer Manchmal aus wieder. Zeitarbeitsfirmen, in denen ich gearbeitet Ja, habe, man kennt's. manchmal aus kompletten Firmen, in denen ich gearbeitet habe und so weiter und so fort. Und das Problem an der Aktion ist, dass es das nicht aufgehört hat. Wurde immer weiter Damals. entlassen. Ja. Nee, er hat einfach aufgehört zu arbeiten. Also irgendwie hat sie wohl aufgehört und dann hat sie gesagt, jetzt soll er YouTuber. Aber richtig geil, das sogar. Die Paprika, tut mir leid. Muss man dazu sagen, 2015 habe ich dann angefangen, YouNow zu machen. Und hatte dann dank YouNow die Möglichkeit, wenn auch nur schlecht, davon zu leben. Da ich dank YouNow im Monat zwischen 300 und 500 Euro hatte. Jetzt müsst ihr natürlich bedenken, und das würden jetzt eigentlich sagen, was, 300 bis 500 Euro, damit kann man doch nicht leben. Von wie viel müssen Hartz-IV-Empfänger leben? Ich weiß es nicht. Ich kann Ich mich da weiß es nicht. rausreden, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber es sind doch auch nicht mehr als 500 Euro, oder? Wahrscheinlich nicht. Aber du darfst ja nicht vergessen, Naja, einer zahlt ja auch keine Miete. was glaubt Ja. ihr, warum ich so viele Schulden und so hohe Schulden habe? Ja, wegen die blöden Haters natürlich. Die haben gesagt, Etzer Rainer, lass mal deinen Prepaid-Stromzähler 20 Jahre lang laufen, dass du 60.000 Euro Stromschulden hast. Die haben das gesagt, ne? So ist es nämlich. Ach komm, so eine Scheiße. Entscheidet so etwas über 400 Euro. Also Rainer hat 436 besser als ein Miete. Hartz-IV-Empfänger verdient. Ja. Und Und hat die weniger Leute. Arbeit geleistet als ein Hartz-IV-Empfänger. Ja, und die Leute fragen sich, wie konntest du denn mit 500 Euro im Monat leben? Tja, Rainer, frag doch Ja. mal einen Hartz-IV-Empfänger. Ja. Dulli. Na. Ist natürlich, dass dann hier was liegen geblieben ist, da was liegen geblieben ist. Ich habe mich dann halt Ja. um die Sachen bemüht, zu zahlen, die am wichtigsten für mich waren zum 446. damaligen Zeitpunkt. Das war vor allem Strom, Wasser,
Lebensmittel. Strom, Sexhotlines. Wasser. Ja. Strom hat er sich gekümmert drum, ja. 5 Jahre lang die Rechnungen ignoriert und 60.000 Euro Stromschulden. Man kennt ihn, ja. Ja, wichtig war für ihn Strom. Strom hat er dann einfach gegen, er hat das jetzt Strom mit Sexhotlines verwechselt. Das ist, kann ja mal passieren. Das waren die Hauptpunkte auf meiner Liste. Internet. Ist ja logisch. Ohne Internet kann ich keine Videos machen. Ohne Videos und Streams kann ich keine Arbeit nachgehen, die ich mit der ich Geld verdiene. Du gehst auch jetzt keine Arbeit nach, mit der du Geld verdienst. Legionär, da strahlt er nachts die Hater mit an, vielleicht. Zumindest Mit nicht was in denn? diesem Sinne. Warum er einen Bauchstrahler hatte. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ja, du bist Also. doch selber schuld. Hättest du das vorher aufgehört. Ist aber wirklich wahr, ne? Mitten am Tag hat er den Bauchstrahler an, der auf die Werkbank Ja. scheint. Rainer hat jetzt genug Strom, Leute. Das Ding ist durch, ja? Er wird nie wieder stromlos. Nie wieder wird er Oh stromlos Gott. leben. Und das Geile ist ja, in der JVA musst du auch deinen Strom nicht selber zahlen. Weiß ich gar nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Musst du nicht auch irgendwie Weil. arbeiten oder so? Also weißt du, Rainer schneidet Bemüht. dann Amazon-Pakete. Rainer denkt, Mühe ist die Mehrzahl von Kuh. Kurz, hättest du das auch, wie du das gemerkt hast? Hättest Rainer denkt daran, was das Wasser braucht auch Nahrung. du. Hat deine ganze Videoschleife hingeschmissen. Ja, hättest du mal gemacht. Tja. Dann wären wir heute nicht hier. Ich bin stur. Vor Und Arschstrom des außerdem habe Prepaid. ich das Recht, Videos zu machen. Und ich habe das Recht, hier mit deine dumme. F Ihr wisst schon. Wenn das, was einer von den Hatern gesagt hat, wahr ist, was er. Ist das jetzt eigentlich das ganze Video, dass er die ganze Zeit nur diese scheiß Dosen hier oder diese scheiß Gläser hier auspackt? Ey, warte, wir sind doch erstmal bei 16 Minuten hier. Ist das wirklich. Oh, Alter, das geht mir ja schon richtig auf den Ich Sack. glaube, das war, glaube ich, sogar Rockstar einer aus der NWO, Metal. da hat mal ein Video drüber gesehen. Dann hat er gemeint, ja, wir haben genauso das Recht, die zu haten und anzugreifen, wie alle anderen auch. Natürlich. Nein, habt ihr nicht. Mobbing ist Doch. tatsächlich eine Straftat. Du wirst nicht gemobbt. Das Problem ist nur, dass ihr im Internet halt nicht erwischt werdet. Oder schon erwischt werdet, aber halt eher im selteneren Falle erwischt werdet. Und das ist halt das Problem an unserer Gesellschaft, beziehungsweise an unserer Situation heutzutage. Ach, guck mal, wie Im das Internet ist man Situation halt relativ vorfällt. anonym und Relativ. kann. Warte, das war halt offen gewesen. Und kann halt so gut wie jede Art von Arbeit nachgehen oder jede Art von Tätigkeit im Internet nachgehen, ohne dass man gleich irgendwie erwischt wird. Jede Art von Arbeit, Labert er ohne schon dass man wieder, ja. erwischt wird. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wie kommt ihr auf so einen Blödsinn? Mann, Mann, Mann. Swiss Ich HD. glaube, er weiß auch nicht so ganz, was das Internet ist. Das hat er, glaube ich, auch nicht so richtig Nee, überrissen. das Ding ist durch hier. Also, Ja. pff. Wird noch besser, wird noch schlimmer, wird noch besser. Ja, Alter. wunderbar. Ich glaube, ich brauche Bier. Was ist das eigentlich hier über dem Basketball? Ist das so eine hier so eine Pestmaske oder was? So Ein der Schnabel von der Regenschirm. Pestmaske? Ein Regenschirm Bist ist du das. sicher? Ja, Sieht sicher. irgendwie so scheiße aus. Ja, weil du nur Toaster Ja. kennst. Komm mal, die Schnauze. Ich gehe Das gleich ein gilt Foto für von mir Toaster Verbrecher, machen. das Pass gilt ruhig auf, Junge. für normale Trau dich. Leute, das gilt für YouTuber und Streamer, für Musiker, für Schauspieler und so weiter. Reiner Schauspieler. Selbst für die Pornoindustrie gilt das. Rainer ist doch Pornodarsteller, Fun Fact. Alter. Und auch normale private Leute, und es gibt genug Leute, die da drauf stehen, Rainer ist auch eine private Leute. können dann halt Privatpornos drehen und so weiter. Es Reiner ist ein gibt nicht ein Privatpornodreher. Video, nicht ein einziges Video, nicht eins, nicht ein einziges, in dem er nicht irgendwas über sein Rosinchen erzählt. Ich könnte kotzen, ehrlich. Oh, warte mal, ich Mann, muss mal kurz ey. ein Foto vom Toaster machen. Kleinen Moment. Gehst du jetzt wirklich ein Foto vom Toaster machen? Ja, Also geht's die wirklich? Österreicher, Leute. Fand ich übrigens auch so eine Sache, die ich nie verstanden habe. Dass sich da Leute darüber aufregen, dass ich sowas auch in die Richtung mache oder gemacht Ja, kein Wunder, Rainer. Guck dich mal an. habe. Und dann alle so, boah, nee, kannst du. Metal Zahnpasta, Metal EB. Metal, Metal, Metal. Sich bringen und so weiter und so fort. Dann denke ich mir so, wieso nicht? Warum? Das frage ich mich auch aus. Wie kommt der jetzt von Rotkohl auf Pornos? Das würde ich auch wirklich gerne wissen. Es gibt nicht ein einziges Video. Nicht eins, in dem er nicht auf Pornos oder auf seine Rosine kommt. Nicht eins. Ist einfach abartig. Warum sollte ich das nicht machen können? Wir leben in einem freien Land. Niemand hat mir Metal vorzuschreiben, wie ich Mira. zu arbeiten habe, wie ich zu leben habe, solange ich genug Geld verdiene. Meine Steuern und meine Versicherungen und mein Auto und mein Haus und mein Geld und mein. Mein Auto. Mein Auto. Ein Auto, der Kannst wo du nicht fährt? aus. Ja, genau. Und mein Strom und Internet und alles zahlen kann. Und sein Strom. 5 Jahre lang nicht gezahlt.
Weil die Treppe da hinten hoch kommt. Auf gar keinen Fall kommt der die Treppe da hinten hoch. Im Leben nicht, Annika. Im Leben nicht. Ja, weder von der Länge noch von der Breite halt, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Aber wenn du schon breiter als länger bist, dann ist er kritisch, sag ich dir. Ja, was da im Ogerstübchen vor sich geht. Er hat gerade jemand gefragt, Oswald war es, glaube ich, wie kommt er jetzt von Rotkohl auf Pornos? Das schafft nur Rainer. Ja. Nee. Kann es geben, egal wie ich mein Geld verdiene, solange ich keine Straftaten begehe. Und Straftaten sind das nicht. Ich fand schon. Die ich gemacht habe. Ob du mein Foto bekommen hast? Habe ich nicht geschickt. Sorry. Habe ich dir bei Discord geschickt? Ja, ist doch gut. Mach mal Entertainment hier, ich guck nach. Auf YouTube, noch auf Pornhub, noch auf Xhamster, noch auf YouNow, noch auf Twitch, noch auf TikTok, noch auf Twitter oder Facebook, wie es ganz am Anfang war. Voll der gute Toaster. Und heutzutage ist es... Gell? Das ist ein geiler Toaster. Ja, hätte ich auch geklaut. Kannst du zwei Toast gleichzeitig machen? Krass. Ist verrückt. So, dass ich halt einfach mein Leben ganz normal weiterlebe oder gelebt habe. Glaskammer, das würde ich gerne obwohl wissen. Obwohl ich tausende, aber tausende von Idioten von meiner Haustür habe. Mit dem Unterschied, dass ich halt mein Haus nicht verlassen muss, um zu arbeiten, weil ich halt einfach... Nicht arbeite. Ja, das kann ich dir sagen. Das wird ein Dachboden von ihm sein halt, ne? Weil er einfach was nicht da oben arbeitet. Ist. Ja, aber was da oben wohl gammelt. Ja, schön, wenn er da mal hochgeht. Ich glaube, da ist gar nichts oben. Ich glaube, da ist gar nichts oben. Das ist leer wahrscheinlich. Who knows? Das ist ja der gleiche Mensch, der mir auch erzählt, er hat 60 Dachböden, 40 Stellplätze für Pickups und sein Haus hat 16 Dächer, weißt du? Also... Ralf Freude, du hast absolut recht. Wie er für schuldig befunden wurde, das kannst du dir nicht ausdenken. Er ist halt ein verurteilter Gewalttäter und ist aber unschuldig, ne? Das ist, ach nee, komm. Ach, ey, wir haben den Drachenlord haben wir da. Das ist ja geil. Wenn es wirklich noch schlimmer wird, ey, Mann. Ich setze mich vor die Kamera, laber, jetzt in dem Fall in der Garage. Eigentlich läuft Musik, die läuft natürlich jetzt nicht, weil ich das Video aufnehme. Und dann habe ich den ganzen Tag irgendwelche Leute, die hier rumstehen, die mir hier auf die Nerven gehen und behaupten, ja, ich gehe halt arbeiten, das heißt, du machst keine Arbeit. Yes, sir. Ich verdiene aber fast das Dreifache wie sie. Mittlerweile, versteht sich. Ja, im mittleren dreistelligen Bereich habe ich gehört, gell? Ja, hat er gesagt, ne? Ja, wurde mir mal gezwitschert von dem Vögelchen. Error, das musst du ein YouTube liegen heute. Musst du mal, wenn du kannst, auch meine Schulden größtenteils los. Größtenteils. Er ist seine Schulden größtenteils los. Kannst du dich ausdenken? Er ist gerade von den Pfändungen runter. Dann kommen doch die Schulden noch. Ja, wenn die Pfändungen da runter sind, pfänden doch die nächsten. Das rafft der noch nicht. Aber Rainer denkt sich halt, jetzt habe ich wieder vollen Zugriff auf mein Konto. Jetzt denkt er sich, Edge, zeige ich euch nicht. Haha, so macht er das nämlich. Kampfkoala ist der Beobachter. Grüße. Dann zu können, dass wir mir solche Sachen schicken, wie das Blaukraut hier. Jetzt muss ich den neuen... Frecher. Ein bisschen drehen. Ich muss die neue Kiste nämlich hochmachen. Warum musst du die Kamera... Guck dir diese Ärsche an. Boah! So. Meine Fresse, ist das ein versifftes T-Shirt. Hat er auch schon eine Woche an jetzt, ne? Ja, ja. Ach, hier auf der Seite. Was sind das auch alles für orange Flecken? Weißt du, ich kenne das nur von so ganz starken Putzmitteln. Kenn ich das? Wenn du ein schwarzes Shirt an hast und du kriegst so ein Putzmittel drauf, dann ist das orange. Weil das Gleiche. Das ausbleicht, dieses Shirt halt. Mhm. Was muss dieser Mensch dieses Shirt waschen? Oder was für einen Fleck muss er darauf kriegen? Am Putzmittel kann es bei ihm ganz klar nicht liegen. Das kann nicht Käsesoße sein. Hey, who knows? 2 Wochen mittlerweile, ja, kann hinkommen. Chlor, das könnte sein. Doch, Chlor, das könnte wirklich hinkommen. Ja, aber was macht ihr mit Chlor? Hey, das ist halt Rainer. Okay. Aber das ist halt das so, die ganze Zeit behaupten und meinen und glauben und tun und denken. Also, letzteres tun sie natürlich nicht. Aber man darf sich den ganzen Tag von Leuten anhören, was man ist. Das ist jetzt das 10. Mal. Man darf den ganzen Tag in Deutschland, wo man ein Recht auf Freiheit hat. Genau, so sieht er aus. Wir sind in Deutschland, ja? Super, Rainer. Ich kann mir auch jeden Tag anhören, was ich bin und was ich tue und was ich mache. Und meistens immer positiv. Nach Deutschland, um Toaster zu klauen. Glaub mir, irgendwann mal. Gell? Ich mache jetzt so ein Trau dich, ich komme zu dir, gell? Und dann klaue ich deinen Toaster. Ich traue dir zu. Ja, vorher kaufe ich dir noch einen, falls du keinen hast. Und die klaust du dann. Ich wird mal in Deutschland angekackt dafür. In jedem anderen Land wäre er verhungert. In Deutschland wird er nur angekackt. Ja? Nur das mal just saying.
Er wird nicht angekackt, er hat sich damals angekackt, als der Böller geworfen wurde. Das, so, man muss das ja immer War ein sehr schönes richtig Bild. in Kontext setzen. Ja. War ein sehr schönes Einfach Bild. das macht, was man machen möchte. So, machen wir das gleich komplett, wenn ich schnell Ja, mach das gleich komplett mal. Herr Peter Hacke, und in seinem Discord darfst du nicht schlecht über ihn reden. Ich habe gerade Nordkorea. gefunden, dass der Tisch einkracht. Der war nicht ganz schön gerade. Der gute Tapezierertisch, man kennt ihn. So. Wie lange er damals noch stehen konnte. Ja. Alter, was ist denn das hier hinten? Imi Was Felix. ist denn das? Liebe. Was ist denn das? Was denn? Da bei seiner Schulter hier rechts, da dieses schwarze Zeug. Ach, das ist der Schimmel, meinst du? Das Schau können mal, aber du musst hier auch. schon. Das bewegt sich wie Ja. so eine Spinne. Schau mal. Hier. Ah, nee, okay. Das ist der Knoten von dem Band hier. Ach, das Von meinst der du? Halskette, Okay, glaube okay, ich. okay. Halskette, Ja. lel. Ah ja, von der Grüße Kette. zurück nach Hessen, Blockstar, Grüße und Liebe. Nein, Schieber, du nicht. Gut. Ich hoffe nur, dass die Kiste stabil genug dafür ist. Schnauf, 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 Alter. Rechenrad liegt wohl an YouTube gerade. Sorry. Ich hoffe, nächstes Stream wird's besser. Okay, machen wir weiter. Harte Arbeit. Oh, der Stuhl, Alter. Viele, die Hater werden sich wahrscheinlich den Arsch ablachen, Ja. weil ich jetzt hier die ganzen Kisten aufmachen muss. Ja, eigentlich schon. Aber soll ich euch was sagen? Nö. Das Nee. war jahrelang mein Beruf. Naja, nicht ganz. Ich habe Mann, wie früher. oft denn noch? Wie oft denn noch? Was er für eine Ich habe doch Scheiße schon redet. genug. Weißt du, Nee, ich bin wieder nee, nee. Gaming-Stuhl. Ich schreie um Hilfe. Rainer, erzähl mir doch irgendeine andere Lügengeschichte. Erzähl mir doch irgendwas Witziges. Komm. Erzähl mir doch, wie du mit deinem Mozzarella, mit deinem portablen DVD-Player in der Sonderschule in der Mittagspause es gefressen hast oder sowas. Irgendwas was witzig. Aber erzähl mir doch nicht fünfmal, dass du im Paketservice gearbeitet hast und die ganze Zeit Amazon-Kartons zerschnitten hast. Laber mich doch jetzt Er nicht hat zu, irgendwo auf dem Mann. Lager Früher im gearbeitet. Lager. Ja, das sag ich doch. Ja, wahrscheinlich hier. Nee, komm, jetzt sag ich nichts. Nee, komm, nee, red. Gearbeitet. Also unter anderem. Könntest du irgendwas Die mit meiste Lager Zeit sagen, meines aber das lasse arbeitsberuflichen ich gut Lebens sein. habe ich in irgendwelchen Lagern Professioneller gearbeitet, in verschiedensten Paketöffner. Firmen. Ich kenne ein Lager in Polen, ja, aber das ist ein anderes Thema. Hallo, der Und muss Hochdruckreiniger ganz ehrlich sagt, sagen, Moment. ich habe die Arbeit vermisst. Der Stream läuft auf dem Okay. Handy flüssig ohne Abbrüche. Lass den Chat auf dem PC laufen. Ja, Leute, ey, tut mir echt leid. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Hat YouTube. Irgendwie ist YouTube wieder Hater. Ich hoffe, nächsten Stream wird's besser. Echt schade, dass es gerade beim ersten Stream so ist. Können wir jetzt nichts machen. Aha, jetzt fängt Metal wieder unto das the age. Dulli-Fränkeln an. Metal. Bitte? Jetzt fängt gleich das Dulli-Fränkeln an. Ach Schreibt gerade die liebe nee, Annika oder? Müller. Ach du Ja, Scheiße. ja. Ich habe die Arbeit vermisst, aufzuschneiden, das Ich habe Zeug die Arbeit vermisst. zusammenzumachen Ein. und das Boah. hinterher alles schön zu stapeln und ordentlich zu sortieren, weil man weiß am Ende vom. Zu stapeln, ordentlich zu sozieren. Willst du mich verarschen? Hast du mal in seine scheiß Drecksbude geguckt, in seine Müllkippe? Hat jetzt so einen neuen kleinen Mund, sag mal. Richtig Kleiner kleinen Mund, Mund bester gerade. Mund. Ja. Kleiner Mann, bester Mund, man kennt ihn. Ja. Tag, was man geschafft hat. Ja, man kommt morgens an, dann sieht man 20 Paletten, die müssen alle ausgepackt werden oder eingepackt werden oder umgepackt werden. Dann nimmt man sich die Kisten, setzt sich an den Tisch. Meistens hat man sich setzen dürfen. Wie gnädig. Setzt sich an den Tisch oder stellt sich an den Tisch. Rainer und mich Zack. an den Tisch stellen. Stehen, ja, stehen, wollte ich gerade sagen. Zack. Zack. Und das hat man dann den ganzen Tag gemacht. Ja, kein Wunder, dass du rausgeflogen bist, wenn du bei jedem Schnitt zack, zack, zack gesagt hast. Also deine Arbeitskollegen, die werden ja. Ach, komm, Viele haben das so, das ist voll die stumpfsinnige Arbeit. Ja, aber auch solche Leute braucht ihr, Leute. Ja, Ja? genau. Solche Leute braucht ihr, Leute. Jetzt Ja. habt ihr es gehört von Rainer. Wie Ja? bitte? Solche Leute brauchst du auch. Solche Leute brauche ich auch. Ich werde mir auch Mann. so einen Rainer holen, der mir nur Amazon-Pakete aufmacht. Ja, den braucht jeder. Aber der darf sich nie an den Tisch setzen, der darf sich dran stellen. Ja, wer kennt's nicht? So wird Ja? es werden. Auch Leute müssen arbeiten, weil zum Beispiel irgendjemand hat in irgendeiner Firma diese ganzen, irgendein Typ oder eine Frau hat in irgendeiner Firma diese Kartons zusammengefaltet, Sorry, die Kartons falten tun doch wirklich Maschinen, oder? Das kannst du mir jetzt nicht erzählen hier. Bei Amazon, meinst du? Ja.
Nee, das machen auch Leute. Das sind ja Tausende, Abertausende wirklich von Paketen. Nee, das wird aber nee, also, so, ich das, also ich habe das so gesehen. Da sind so Leute, die stehen an einem Fließband, ne? MK, Da kommt keine der Ahnung, wir suchen Amazon. noch. Da kommt der Amazon an einem Karton, kommt der so gefalten ran. Die machen das in so einer übergangslosen Bewegung, falten ihn zusammen. Dann kriegen sie so einen genau abgemessenen Paketstreifen, diesen schwarzen, kleben den unten drauf. Dann gibt es so einen Sticker mit so einem Barcode, den scannen sie ab. Dann legen sie die Produkte rein, tun so dieses Papier oder so Plastikfolie rein, das mag er daran nicht, das ist Plastik. Dann machen sie das zu und machen noch einen Streifen, der genauso abgemessen ist für den Karton, machen sie nochmal Ja, drüber. Dann schicken sie es okay. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Die werden alle von Menschen gefaltet. Okay, Leute. Sorry, ich habe keinen hohen IQ in Amazon. Also, das habe ich nur bei TikTok bei so einem Video gesehen. Gell? Das kann natürlich sein. Und Das traue ich dir zu. ich kann jetzt. Toaster klauen und TikTok gucken, Alter. Nee, ich kann jetzt noch was ankündigen. Ich hab ja gestern ein kleines TikTok-Video aufgenommen. Gell? Ja, Aber kündige was doch nichts anderes. an, Alter. Das wird eine geile Überraschung. Das wird eine geile Überraschung, aber das muss ich noch schneiden. Ja. Da muss ich richtig schneiden und rendern und hochladen. Gell? Und Das das ist schätze harte ich immer so Arbeit, weitergeht. ne? Dinger in die Tüten verpackt, wenn sie auch leider fail gearbeitet haben, weil. Rainer war übrigens Verbagger, ne? Mit zwei Gs. Ja. Das war seine Mit Beschäftigung. F aber auch Ich finde vorne, das ne? aber, es ist gut für mich. Ja, F. Weil da tue ich mich leichter. Verbagger mit AI, ganz wichtig. Und mit F wie habe das alles F5. zusammengepackt und muss das alles einpacken. Dann wieder zukleben und dann zack, 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 zack. Ja, so schnell geht das. So. Zack, 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 Die zack. F3 Ich brauche gleich ein Ich Bier, arbeite ehrlich. relativ langsam, ja. Das liegt aber daran, dass ich Ein Geräusch hat mich Das liegt erschreckt. aber daran, dass ich zu Ja, Hause wollte ich bin, keinen gerade sagen. Zeitdruck habe, die Musik ist gerade nicht an. Meistens hat man dann noch ein Radio laufen gehabt oder man durfte Kopfhörer hören. Also kurz, man durfte manchmal auch noch mit MP3 lernen. Ich weiß nicht. Und dann Dann konnte die kommt der Leute Chef. nicht hören. Er hat Kopfhörer auf. Ja, Chef, wollte ich ich gerade kann sagen, den dann nicht kommt der hören, ich Chef habe an. Kopfhörer auf. Dann kommt der Chef an. Rainer, du kannst doch nicht die Kartons hier so schier aufmachen. Was ist los mit dir? Sagt er, ich höre ihn nicht, hab Kopfhörer aus. Entschuldige, mein Lieblings-Techno-Band, der Monomor spielt gerade. Geht nicht. Entschuldigung. Und jetzt runter von meinem Grundstück, du Kackhater. Wie es heutzutage ist, durfte man das. Meistens bloß in der Nachtschicht. Aber man Ja, durfte klar, das. Geschichten. Indirekt. Und dann hat man da den ganzen Tag. Wenn es ein Stapel wurde immer kleiner. Auf der anderen Wie kann ein Mensch alleine so kernbehindert sein? Jetzt mal Keine ohne Ahnung. Spaß. Ich habe Sub, keine sub, Ahnung. sub, 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 sub. Zack, zack, Mann, zack, zack, Mann, zup, Mann, zup, Mann, zup, Mann, zup. ey. Seite wurde immer größer. Und am Und du Ende bist vom immer Tag hat fetter. man die Little Arbeiter Widow. stehen und da müssen sie stehen. Und da siehst du. Zup, zup. Boah, Und das war eine Alter. richtig geile Arbeit. Und ich habe meine Arbeit geliebt. Jo, klar. Allerdings nicht so sehr, wie ich YouTube liebe und die Arbeit mit YouTube liebe. Stefan, ich gebe dich Weil zurück. ich kann auf die Art und Weise mit YouTube mit Menschen interagieren, was ich mir immer gewünscht habe. Warte mal, ich muss mal meine beiden Das Kartons sagt der raus. Mensch, der so Guck dir wenig diese Ärsche Alter, an. dieser Arsch, bist du wahnsinnig. Warte mal. Alter Schwede. Weise mit YouTube Machst du? mit Menschen interagieren, Ja, was ich mach mir ich. immer gewünscht habe. Warte mal, ich muss mal meine beiden Kartons. Alter. Krasse Scheiße, Alter. Alter. Das sind doch mindestens Was ich jetzt vier. sagen wollte ist, was ich jetzt sagen wollte ist, das sagt der gleiche Mensch, der die wenigste soziale Kompetenz hat, die ich in einem Menschen niemals gesehen habe, gell? So Das war sein schaut's. größter Traum, mit Menschen zu interagieren. Ja. Alter, der hat locker vier Ärsche. Wenn in Corona-Zeiten die Ärsche knapp werden, bei Rainer kriegst du immer noch welche. Ja, jetzt weißt du, warum das Klopapier mal ausverkauft war. Ah, ne, benutzt er nicht, Entschuldigung. Naja, Kackdusche, ne? Geht der Kaktuschen? Köstlich. Ich habe ja auch mal die Frage gestellt bekommen, gell? Das habe ich auch im Samstagstream schon mal behandelt gehabt, aber komm, ich frage es jetzt trotzdem nochmal. Es war so eine kleine Theorie. Wenn Rainer wirklich diese zwei Freundinnen gehabt hätten, gell? Und die wären zu ihm gekommen. Und wir wissen ja, Rainer benutzt kein Klopapier. Müssten die dann Klopapier mitbringen oder müssten die zusammen mit ihm Kaktuschen gehen? Ihr müsst Klopapier mir mitbringen, auf jeden Fall. Müssen die Klopapier mitbringen? Das heißt, Ja, die müssen er vorher noch wollte ja auch Lebensmittel. für eine Frau was kochen und sie sollte mir die Zutaten mitbringen. Das kannst du dir auch nicht ausdenken, sowas. Hat Ach Rainer, weiß es nicht, hat er wirklich gebracht? Er wollte für sie Gott, was kochen, nee. aber sie muss halt die Zutaten mitbringen. Ja, kann man machen, du. Muss man aber nicht. Seinem Hauptarsch kannst du einen Rudi A4 packen. Schönes Ding, schönes Ding. Bäh, die Alter, zwei was Freunde liegt mussten denn so eigentlich alles? sauber lecken, Alter. Brüllheuler, Alter. Ey. Boah. Wollte ich gerade sagen, Genau, Alter, was Roxo, liegt hier Pfannkuchen alles, Hammer? pikant. Das ist richtig. Bitte? Sag mal, was liegt hier alles? Hier ist der zwei Akkuschrauber, den NATO-Draht, gut, dann irgend so ein Ich guck gerade Rostigen-Draht. in den Chat. Ich hab gesagt, was liegt ihr alle? Ich dachte, hä? Liegen die Mann. nicht gerade? Kenne ich auch von meinen Leuten ja gar nicht. Pfannkuchen Nee, pikant, ich. Roxanne hat absolut recht. Und da sollte sie die Sachen für mitbringen, ne? Das war ein Ding, ey.
Pfannkuchen, was ist über Pfannkuchen bekannt? Das musst du dir selber mal anschauen. Das kannst du mal hier bei YouTube nachgoogeln. Nee, das hört sich nicht geil an. Da sehe ich mich nicht drin. Übrigens auch eine Auszeichnung für Kommt eine alte jemanden, Socke der zum mit sowas Abwischen. jahrelang gearbeitet hat. Und zwar, dass ich aus diesen ganzen Kartons, die jetzt hier noch stehen, Kann er einen richtigen Karton basteln? Ja, schön. die ganzen Plastiktüten in zwei Kisten bringe. Super. Jetzt mal ohne Richtige Challenge. Spaß, das waren jetzt 24 Minuten bis jetzt. In der Zeit wäre ich fertig gewesen. Also, Wie meinst du fertig? Also mit dem Auspacken. mit dem Auspacken, natürlich. Ja, klar. Das ist Die genauso groß sind wie die Kisten, in denen drinnen sind. Gut, natürlich fehlt das Blau drauf. auch dieses T-Shirt richten, gell? Das ist so Ja. anwidernd, irgendwie so Ja. anbahnend, so weiß nicht, so präpotent. Medlock, Pfui, Rainer, Gasmaske. pfui. Gute Nacht, schlaf Ja. schön. Love. Aber wie spät haben wir es denn überhaupt schon? Ich weiß nicht. 21:07, geht ja klar. Ja, wir Haben wir müssen auch noch so ein ein bisschen paar Gas Stückchen? machen, Leute. Nee, nicht so Ja. lange machen. Das ist auch so eine typische Sache. Ich habe mal einen Typen gesehen in einer Firma. Stimmt nicht, hat da keinen gesehen. Es war Natürlich ein nicht. Stift, glaube ich sogar. Wenn ich das höre, dass ein Sonderschulabbrecher-Leiharbeiter ein Azubi einen Stift nennt, ja, dann hast du mich hier gleich liegen. Ohne Spaß, als ich Azubi war, als ich Stift war, war ich immer froh über die Leiharbeiter. Hatte ich immer noch einen, der unter mir war. Selbst die Praktikanten hatten noch einen, die unter denen waren. Das war immer schön, die Leiharbeiter. Bei uns hat das Stift. Und Lehrling. mittlerweile der ist ist es gerade ein hergegangen und bisschen zu hat es auch anstrengend. gemacht. Ne? Den ganzen Tag so. Und er hatte auch Bäh. eine relativ kleine Kiste für relativ viel Material. Und ich sitze so daneben und sehe halt, wie der zwei Kisten auspackt, das Zeug da reinpackt, bei der dritten Kiste noch einmal und dann tut er die Kiste wegräumen und es leeren. Und dann schaue ich das so ein paar Minuten zu und habe gesagt, pass auf, mach das mal so. Das kann ich mir richtig vorstellen. So ist Rainer ja heute noch. Ja, klar. Ja, Rainer ist heute noch so. Er guckt sich was an und sagt, hör mal, mach das mal so. Ja, aber halt nicht So. so, wie du das jetzt gesagt hättest, weil der hat gesagt, du, pass mal auf jetzt da. Ja, da Er mach hat das gleich mal von so, wie ich mir das jetzt dir sag. Belly to Belly Superkick gekriegt. Weißt du, wenn ich mir jetzt denke, jetzt habe ich hier so einen geistig zurückgebliebenen Sonderschulabbrecher, der Leiharbeiter ist in der Zeitarbeitsfirma, gell? Und ich bin jetzt hier Stift, wie das ihr oben nennt, gell? Mädels Dann und denke ich mir, Bomo. komm, laber doch einfach. Laber einfach und mach deine scheiß Arbeit. Aber laber mich doch nicht zu. Rainer ist Ausbildungsleiter, ist echt so. Ist so eine lächerliche. Sch Oh, nee, ist das ein Scheiß. Nee. Nee. Und stoppst so mal. Hinein. Dann kannst du das immer Stoppst du wieder so nein? stapeln. Oh, sagen kannst du Anstatt stapeln. holst du ja noch eine zweite solche Kiste. Ja, wo kriege ich denn die her? Hä? Wie? Wo kriege ich die her? Nee, hat er nicht gesagt, hä? Hat er gesagt, wie? Wo kriege ich die Kiste? Du nimmst die Kisten, schneidest die auseinander, dann nimmst du noch eine Kiste. Ja, wo kriege ich denn die Kiste her? Genau das wird er gesagt haben. Ganz genau Ja, das wird er klar. gesagt haben. Leck mich doch in die Fresse geschissen, ey. Ja, Mal klar. rum. Die Dinger runterklappen dabei. Passt. So. Pass Also dich, zweite Sucker. Kiste. Und dann stapelt die zwei Kisten hoch. Du Bist du viel schneller mit Zendinkel. der Arbeit. Und du liegst vom Chef, vom Master, keine Probleme. Master of Disaster, Alter. Hat auf mich keucht. Ich bin ja kein Master gewesen. Du Ja. bist ein Voll Und das war einer, Dulli. der war 18, 19 oder so. Und das war eigentlich ein Student. Genau, genau so wird es gewesen sein. Genau so wird es gewesen sein. Ganz Ein genau so. Lehrling, der Student ist, Ganz man genau. kennt es ja Er war alles Student, er hat klar. studiert und eine Lehre gemacht. Beides gleichzeitig. Und dann hätte er auf Und Rainer hören Abitur hat er müssen. auch noch gemacht. Ja. Ja. Und Abitur hat er auch noch gleichzeitig gemacht. Alter Schwede, ist ja. Ja. Und Die haben uns ja gewarnt, ja. Wir selbstständig war er auch noch. wurden gewarnt, ja. Selbstständige Schichtarbeiter waren auch dabei. Ja, er war Alter Schwede, selbstständiger guck diesen Blick Schichtarbeiter, an, wie gerne Lehrling. ich ihm gerade so richtig gerne Gott. mal. Boah, ist das ein Dulli, ey. Das ist der Blick, wenn die. Ich habe nichts gegen Studenten als Wenn die richtig. solches. Hinterher sagt, Herr Winkler, das wird nichts. Ja, aber Studenten, was gegen dich, Rainer? Aber es gibt Studenten und es gibt Studenten. Komm noch Was damit besser. meine Es ist, gibt Dullis und Dullis. oft ist es so, dass die Leute mich dann fragen, und ja, ich habe mich gerade im Arsch gekratzt, dass die Ja, super. Kennen wir von dir. Alter Schwede, ey. Alter Vater, ey. Es wird noch wilder. Och Mensch, Leute, ehrlich jetzt. Mach keinen Blödsinn. Und Mazda? Und Mazda? Wie schreibt Schöne man das? Grüße zurück nach Wien. MASDA? Ja, haben wir gerade. Was? MASSDER.
Schöne Grüße aus Grüße Wien, nach Schredder. Wien, was? Was? Ja, schöne Grüße zurück. Ja, ganz liebe Grüße. Der Mazda, Alter. Der Mazda. Ja, der Mazda, der fährt mit dem Mazda. Was hast denn du für Schule gemacht? Wo bist denn du in der Schule? Oder wo hast du studiert? Ungefähr. Genau. Es wird ihn jemand gefragt haben, wo er studiert hat. Dieser. Alter, wo hast du studiert? Wo hast du studiert? Alter Vater, das ist doch nicht sein Ernst. Ja, kann man sich ausdenken. Nee. Wo hast du Schule gemacht? Sag ich sowas halt wie: Ich hab nicht studiert. Ah, in welcher Schule warst du? Ich hab dich gar nicht abgenommen. Okay. Und dann ging es 2-3 Stunden, wurde dann so weitergearbeitet. Da mal die Fränkelmaschine. Mit solchen Studenten habe ich gearbeitet, mein Leben lang. Und wenn ich dann Fach habe, weil ich den Beruf ja schon seit ein paar Jahren gemacht habe, oder die Sachen schon ein paar Jahre gemacht habe, ist es dann so gewesen, dass halt die Leute auf mich keucht haben. Tja. Obwohl ich das schon so lange gemacht habe. Wie das wohl kommt, weil du damals schon Dulli warst. Und irgendwann war es dann so, dass ich in einer Firma war, in der ich einen Chef gehabt habe, der gesehen hat, du hockst denn da noch? Bist ein Dulli. Sagst dem das und das musst machen, so und so, so wird's gemacht. Mach. Der Chef hat Rainer gesagt, er soll den anderen sagen, wie es gemacht wird. Alter, leck mich doch am Sack. Ja. Ist das ein verlogener Hund. Der hat nämlich gedacht, Rainer, ey, du bist so schlau, hast du studiert? Na, wir wollen in der Sonderschule. Ralf Freude, 3,75 Jahre hat er studiert. Das wurde schon ausgerechnet. Kannst du mal auf YouTube checken. Ja. Es wird ja immer krasser. Ratatatata macht die Lügenmaschine, genau, Kalan. Ja. Wenn es anfängt zu fränkeln, meine Fresse haut der da raus. Ratatatata macht haben, auch die Fränkelmaschine. Ja. Hab angefangen zu arbeiten. Immer so zack, zack, zack. Boah, der geht rum, auf den Sack. Und wenn zack, 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 Rainer, du gehst mir auf den Sack. So. Ich gearbeitet habe ich meinen Arbeitsablauf verbessert. Er hat in 10 Jahren YouTube nicht geschafft, seine Scheiß-Streams zu verbessern. Aber er hat da zack, zack, zack gemacht und wurde dann sofort besser. Er hat doch einen Scheiß-Karate-Film gesehen einfach. So, da kam die Werbeeinblendung und nach der Werbeeinblendung war das auf einmal Master. Ja. Der Kung-Fu-Lehrling. Der Kung-Fu-Master. Der war der Kung-Fu-Master nach der Werbung. Ja, früher war der Kung-Fu-Stift. Metal-Generator-Trollen, Metal. Und ich hab dann gemerkt, zum Beispiel habe ich dann gemerkt, so, ich brauche das jetzt so, ich brauche die Kiste jetzt nicht mehr. Ja, habe ich den Chef gefragt, du Chef, brauch mir die Kisten noch, wenn ich fertig bin. Und wenn es dann gesagt hat, nein, gesagt, alles klar. Puh, zack, 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 zack. Dann ging das so. So habe ich das dann gemacht. Hier. Du musst dir vorstellen, Rainer, brauchen wir die Kiste noch, Rainer, geht über das komplette Fließband, zack, 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 zack. Sorry Leute, ich weiß, wir wollten Gas machen, aber das muss ich nochmal sehen. Was war das denn jetzt? Ich hab dann gemerkt, so, ich brauch das jetzt so, ich brauch die Kiste jetzt nicht mehr. Ja, hab ich den Chef gefragt, du Chef, brauchen wir die Kisten noch, wenn ich fertig... Chef, brauchen wir die Kisten noch? Nö. Zack, 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 zack. Kurze Zeit später, Rainer wurde entlassen. Ja, wie das wohl kommt. Rainer läuft sich die Bude überall. Zack, 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 zack. Was für ein Dulli, Alter. Boah. Ne. Zack, 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 macht die Arbeitsmaschine. Aufwächst, genau. Ich bin. Nee. Und wenn es dann geheißen hat, nein, sagt, alles klar. Puh, zack. Wuh, zack, 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 zack. Alter, shit, guck dir die Fresse an. Dieser leere Blick dabei. Mann, ey. Boah. So der Stift neben ihm, macht die gleiche Arbeit wie auf einmal, kommt Rainer mit seinem Cuttermesser, zack, 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 in seiner Box drin, stockert er rum, oder? Der Stift schaut ihn an zum Chef. Ja, hast du selber gemerkt, was du gestellt hast, was du jetzt angestellt hast, Alter. Zack, 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 macht das. Alter. Hier sind die blutigen Kollegen da liegen. Zack, zack, zack. Rainer, hör auf, die Kollegen zu schneiden. Ich kann dich nicht hören, ich hab Kopfhörer auf. Zack, zack, zack. Ich wieder Cuttermaster Master. Zack, zack, zack. Alter, das kannst du dir nicht aussagen. Gott, was eine Scheiße. Herr im Himmel, Alter. Warte, noch einmal. Komm. Ja, hab ich den Chef gefragt. Du Chef, brauch mir die Kisten noch, wenn ich fertig bin. Einmal doch, komm. Und wenn es dann geheißen hat, nein, sagt, alles klar. Der Schlitzer vom ASB. Zack, 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 zack. Dann ging das so. So hab ich das dann gemacht. Hier. So, hier.
So habe ich das gemacht. Hier so, oh. Und deswegen wurde Rainer immer entlassen. Nee. Oh, komm, alles verloren. Wenn es dann geheißen hat, nein. Aber letztes Mal. Alles klar. Ja, letztes Mal. Zack, 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 zack. Dann ging das so. So habe ich das dann gemacht. So. Ja, das ist nicht stabil genug gerade. So. Ja, natürlich. So. Okay. 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 Ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann echt nicht mehr. So, so hab ich's gemacht. Zack, zack, zack. Oh, oh, oh. Zack, zack, zack. Auf einmal mal die Kehle vom Stift. Oh, oh, das ist ausgerutscht, Alter. Oh, oh Mann. Wusste was, ich auch. Ein bisschen eingestrohlert, hab ich auch. Ist nicht schlimm. Ah, okay. Ja, okay, machen wir weiter. Das geht wieder weg. Steigen hier. Zack, zack. Mach das mal. Ich komme noch nicht ganz zurecht, ey. Weißt du, musst dir vorstellen, diese Firma, die hat so Broschüren ausgemacht, auf einmal sind in jeder Broschüre schon steht drin. Rainer, zack, 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 alle Broschüren durchgeschnitten, Alter. Zack, zack, zack. Chef, bin fertig. Ja. Nee. Alles. Oh, so. Geil, Alter. Richtig geil. Arbeit. Zack, zack. Also, das geht weiter, zack, zack. Dann ging das so. Ja, ja. So ging das dann. Hätte ich jetzt gelacht, hätte er sich den Finger geschnitten. Oh, das wäre so. Dann hätte ich hier gefeiert. Dann hätte ich mich nie eingepisst. Ich arbeite jetzt halt normal in Geschwindigkeit, weil habe ich nicht nötig, schneller zu arbeiten gerade, weil ich bin ja da. Rein, das ist in Turbo-Modus, Alter. Viermal zack, zack, GmbH. Karton GmbH Winkler. Hier kommen wirklich geile wenn Dinger mal rum. Wenn schnell gehen muss. Winkler, wenn schnell gehen muss. Zack, zack, zack. Oh, nee. Die Scheiße. Geben, ja. Sehr schöne Dinger. Angeblich die Tochterfirma der Ratzfatz Coca-G, gell? Ja. Oh Mann, ey. Ah, Mann. Ich bin echt ein bisschen. Alter, wenn es nach Coca-G, da ist das schon. Ein bisschen am. Ah, ich sag dir, wenn ich Make-up oben hätte. Alter, ich hätte richtige Waschbeauung, jetzt sag ich dir. Katamesser und Coca-G. Oh Mann. Zack, 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 zack. Mach die Akkordarbeitermaschine. So, jetzt sind die ganzen Kisten schon offen. Dann. Zack. Oh Gott. Geh noch weiter. Ja, zackt aber heute. Der ist richtig auf Zack. Ja. Lässt er noch zack einfallen, so. Dann hast du mich hier liegen. Was zackst du so? Was zackst du? Ja, war scheiße gut. Oh, was? Zackt ihr nett? Scheiße, der hat mich gecatcht, ey. Wie sie mal zackt, Alter. Wie sie mal zackt. Wie sie mal zackt. Oh Mann. Kacke. Okay. Ich hab Augenschwitzen, Alter. Wie sie mal zacken, Alter. Wie sie mal zacken. Oh, oh Mann. Die will ich sie mal zacken geben, ja. Sie mal zacken, Alter. Oh. Dolph Zagler, alle. Oh. Dolph Zagler, wer kennt ihn nicht? Zackt ihr nett? Alter, der hat mich erwischt, ey. Sorry, Leute. Ein bisschen zacken, Alter. Sorry, Leute, sorry. Echt, der hat mich hart erwischt, Alter. Zack, und Cody. Geben mir auf den Zack, Alter. Rainer zacken ist keine Emotion. Oh Mann. Schon gezackt. Bis zu meinem See gezackt. Zack, 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 zack immer. Body. Zack, du schnell. Hört auf, Leute, Alter. Ich kann nicht mehr. Fuck, ey. Du bist der Rudi aus Zack, Alter. Oder Zack Reiner von der WWE. Oh
nee. Leute, jetzt ist aber Schluss hier mal. Fuddel, Alter, grüß dich. Fuddel, was sagst du denn so? Zack, zack, geht's in der Garage. Was hast, du mit dem Toaster eigentlich gemacht? Zack, zarab, ja? Zack, zarab, war er weg. What the zack, Alter? Alter Schwede. Ich habe vielleicht nicht den größten Chat, aber garantiert den besten. Ja. Zack, oh, und nee. Zack, Alter. Oh, nee. Scheiße, ey. Boah. Boah, mein Bauch tut richtig weh gerade, ehrlich. Ja. Zack, ist es dunkel. Freundin aus Zack. Zack, dir jemand Killing Floor, Alter. Rudi aus Zack. Oh, nee. Mädel, Glücksdrache, Mädel. Oh, what the Zack, Alter, ja. Ah, zack, weiter, jetzt aber wirklich hier. Zack, zack. Ja, komm. Oh. Gut. Komm. Alle rein noch einmal zack, zack. Zack, oh, meine Brille ist ganz beschlagen. Zack, fliegt. Zack. Rita aus Zack. Oh Mann. Aber ich soll mal zack weitermachen hier, Leute. Ich kann nicht mehr. Ja. Ehrlich. Dann zacken wir bald mal auf, Alter. Lange die ganzen Kisten neben mir. Ja. Chef kommt vorbei. Genau so wird es gewesen sein. Er hat die Kisten einfach in der Firma auch um sich rumgeschmissen. Genau wie in seiner Drecksbude. Genau wie in seiner Müllkippe. So sah es bei ihm auf dem Arbeitsplatz auch aus. Er hat die Kiste genommen, zack, auf den Boden. Zack, er hat klar. Zack. Zack. Kommt der Chef an, was machst du denn hier rein? Ich mach zack, zack, zack. Ja? Was stimmt denn nicht mit dir? Du Dulli. Was sagst du so? Wie machst du doch? Ja, Hage, ich zack, mach meinen Job. Wartens, es ist gleich fertig. Winkler, was zackst du so? Zack. Einer auf dem anderen, raus damit. Prost. Hingestellt. Hingeschmast. Hingeschmast. Hingestellt. Hingezackt. Hingezackt. Zack, zack, hingeschmast. Oh, Leute, ich kann echt nicht mehr. Die haben mir eine riesige Bombe reingezackt, Alter. Rudi aus Zacken, ne, Alter. Oh, scheiße. Alter, jetzt ist aber gut hier. Komm. So. Machen wir mal zack weiter hier. So. Zack, zack. Oh, ich werde den Chat überlesen, glaube ich. Stell mir hier einfach. Ich bin zack klar. Zack klar. Zack klar. Oh Mann. Oh mein Gott. Ich brauch mal eine neue Galle. Oh, bitte hört auf. Oh, bitte hört auf. Oh, nee. Ey, Leute, ich kann echt nicht mehr. Ich guck mehr auf den Chat als auf Rainer, wirklich. Ich guck nur noch auf den Chat und lies. Oh, ihn aus Zacken, mein Kind. Alter, ich zack ab. Aber ehrlich, du. Ja, oh, super, was kenn ich. Zack, einfach mal schon fünf Gläser. Guck dir diesen, Alter. Zackler Winkler. Kann man hier auch irgendwie so Frames zurückmachen? Geht das? Nee, warte mal, ich probier mal. Nee. Also keinen hohen IQ in Frames zurück. Klappte 10. Raus, hingestellt. Raus, hingestellt, wegschmeißt. Zack, so. Ich mach Pause. Zack. Und jetzt? Ich mach. Was hast du gesagt? Ich mach Pause. Achso, ja, hier einfach mal instant. Guck dir diesen Bauern an. Und er sagt, er kann sein Pensi noch sehen. Wem will er das denn erzählen? Nie im Leben. Der Bauch hängt ja fast bis auf die Knie, Alter. Oh, ich hab schon wieder ein Zelt gelesen, Alter. Das war eine schlechte Idee. Ist kein hohen IQ in Zacken. Zack dir jemand Killing Floor. Sonst. Alter, jetzt hör doch mal auf fuck hier. Zack auf. Fuck the Zack auf, Alter. Boah. Oh, schön. Ja, aus, sie zackt dir, Alter. Fünf Gläser. Ja, zack, der Speer. So. Und wenn die Gläser zapp, zapp, Alter. M to the H, sag ich ja gerade. Die hat er nie wieder gesehen. So. Fünf Gläser. In wenigen. Fünf Gläser in 5 Minuten. Rainer Winkler. Wählen Sie mich. Zack, zack. Minuten. Oder wenige Sekunden. Zacken Sie so mich. Dann gib mal her. Nimm den Scheiß. Zack. Den Scheiß.
Zack. Zack, zack. Er hört auch nicht auf. Zack, zack. Arschloch, weg. Zack, zack, ach, Arschloch. Arschloch. Was? Das ist natürlich kein schönes Messer gerade. Nee, nö, es ist kein scharfes Messer. Das bist du auch nicht, Rainer. So ein Teppichmesser ist ja nicht scharf. Zack. Zack, zack, zack. Oh Gott. 10 Jahre ja, komm, Profi-YouTuber. Stell die Kamera voll. Ja, 10 Jahre Profi-YouTuber. Zack, vor die Kamera. Zack, Schneider. So. Der Zackler. Bald ist Bundeszackswahl. Grüß dich, Schnitzel, Olga. Liebe. Herr Müller, bitte mit Zack. Oh Mann. Da ist eine Herganger-Wohnung hat groß. Da wurde nicht bloß gezimt oder nicht. Zack. Ja, zack, der Zackmesser, ja. Alter Schwede, zackt er rum. Ja, so ist doch gearbeitet worden. Jetzt sind natürlich da die Kisten hier, ne? Kann ich die... Jetzt hör mal auf zu zacken, komm, jetzt machen wir weiter. Kisten haben wir brauchen, ist klar. Wobei ich die, auf die Kisten auch aufpassen kann. Aber deswegen mache ich es jetzt so nicht. Wie juckt der Zack? Aber so wird es dann gemacht. Und dann habe ich immer schneller gearbeitet, immer schneller gearbeitet. Und dann war halt, ich sollte für... Ey, jetzt lass uns mal wirklich wieder... Ist einfach echt gut, ey. Scheiße. Hast du jetzt aufgezackt? Hast du jetzt aufgezackt? Ich habe jetzt Pause gezackt hier. Ah, Zackio, du blöder Vollidiot. 6 Jahre Zacksport. Zack McGregor. Habe ich gezackt, ja. Zackt ist. Letzten Endes zackt ist. Oh Leute, echt, ihr seid der Kracher. Ich kann's dir nicht mehr, kannst du echt nicht mehr ausdenken, Alter. Da kriegt er zack Atmung. Mark Zuckerberg. Oh Gott. Zacken oh, nee. Open Air, ja, man kennt ihn. Ah ja, geht Zelda, aber auf Zack. Zack aufs Bild. Mark Zuckerberg, ja. Oh, nee, das komm, jetzt gucken wir mal, was er sagt hier. Ich höre gar nichts mehr von rein. 20 Paletten. Oh, 20. Die ich mir zusammensuchen musste, Zeug zusammen machen müsste, dann kann einpacken ich auch bis 20 musste. Zählen. Zusammen gezackt hat er das. Wegräumen musste. Zacken Duster, weil der Strom weg. Sollte ich den ganzen Tag dafür brauchen. Ja. Gott. Am Ende vom Tag habe ich über 40 Kisten gehabt. Also hey. Über 40 Paletten. Na, 40, 30 Paletten brauchte man, 40 habe ich geschafft. Ja, klar, oh, super. Die doppelte Menge geschafft. Also von 20 auf 3, 40. Ne? Das ist nur so. Eine Woche. Und auch alles zur Verfügung gestellt, alles ordentlich gemacht, alles sauber gemacht. Wenn natürlich was nicht kaputt gehen durfte, dann wurde es auch nicht kaputt. Na, so wie jetzt hier. Na, aber wenn es kaputt gehen durfte, dann durfte es halt kaputt gehen. Also wenn es nicht kaputt gehen durfte, ging es nicht kaputt, dann durfte es nicht kaputt gehen. Aber wenn es kaputt gehen durfte, durfte es kaputt gehen. Weißt du Bescheid? Also wenn irgendwas kaputt gehen durfte, hat es Rainer kaputt gemacht. Hat er gesagt, zack, 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 zack. Dann auch befriedigend gemacht, oder was du da gerade gesagt? Wenn das auch das, diese Wörter... Komm mir bei Rainer irgendwie befremdet. Alles ordentlich gemacht, alles sauber gemacht. Wenn natürlich was nicht kaputt gehen durfte, wurde es auch nicht kaputt. Na, so wie jetzt hier. Na, aber wenn es was eigentlich, wenn Stiftung Waren testen, Vibrator testet, ist dann befriedigend besser als gut? Komm mal die Schnauze. Ich frag doch durfte, nur. Dann durfte es halt kaputt gehen. Das ist ein uralter Joke, Mann. Komm. Ja, aber ich finde ihn trotzdem jetzt lustig, weil Rainer hat ihn zuerst gebracht. Rainer hat befriedigend gesagt. Jetzt sagt Nazis. Ey, Zacker, ja. Da war es auch uninteressant, ob es jetzt kaputt war. Und, das habe ich halt so gemacht und gemacht und gemacht und gemacht. Und dann habe ich irgendwann einen Stift gekriegt. Oder an, es war nicht mehr ein Stift, es war ein Typ, der war in der... Kugelschreiber. Der hat neben der Schul, also neben dem Studium... Neben Schul. Hat er ein bisschen... Neben der Schul, neben dem Studium, Alter, was erzählst du mir jetzt? Neben der Schul... In der ja, Schul aus Zacken. Zacko Backduck. Sahne Zakadi. Hatten wir Zackduschen schon? Ja, hatten wir schon. Ich würde ja freuen, wenn irgendeiner von diesen Drachis das mal sieht und fragt dann Reiter beim nächsten Grill, ob er Zack-Ziki will oder so dazu. Zack-Ziki. Tausend eine Nacht. So, das hat Zack gemacht, ja. Oh. Wirklich, scheiß gut. Gott, okay. In der Zeit dabei. Danke, lieber cool.
Er hat nicht in der Zeitarbeit, sondern in der Zackarbeit hat er gearbeitet. Und er hat sich Munde eingebildet, weil er Lagerlogistik studiert hat. Ja. Der hat sich dann. Das kannst du. Was? Was? Lagerlogistik studieren? Kannst du doch gar nicht studieren. Hä? Da kannst du, glaube ich, eine Ausbildung zum Lagerist machen. Oder Lagerlogist, ja. Aber kannst du nicht studieren. Gott, du Scheiße. Rainer hat keine Ahnung, was eine Schule ist oder was, nee, was du Studium überhaupt ist. Nicht. Keine Ahnung, er weiß wirklich nichts. Und dann kommt er als Leiharbeiter und sagt, boah, muss ich dir mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Ja. Rainer hat auch Zackologie studiert. Zacken, der ist harte Arbeit. Wunder eingebildet kann und der wie er besser ist als ich und alles. Ja. Das hätte aber mal Rainer gar nicht gesagt. 15 Paletten. Den ganzen Tag über. Wo ich. Alter, was ist das für ein kranker Blick von Rainer gerade? Logistik kann man studieren. Ja, aber doch kein Lagerlogistik, oder? Also Logistik kann man studieren, aber keine Lagerlogistik. Ja, aber ich glaube nicht, dass du dann studierter Lagerlogistiker bist. Aleros, entweder nachher oder morgen, mal gucken, wie spät es wird. Also ich denke eher morgen lade ich ihn in die Cloud rein. Ich muss sowieso noch den ganzen Krempel von meinem Kanal, muss ich eh noch alles in die Cloud backen, ne? Einfach zack, zack, zack da rein und dann geht das aber nach vorne hier. So, machst du mal, machst du mal kurz 2 Minuten Entertainment, ich geh mal kurz pipi. Ja, warum? Klar, kein Problem. Ja. Kannst ja schon ein bisschen weiter. Ich 30 gemacht hab. Ja, ja. Und der Witz dran ist dann noch gewesen, hier vor seinen Paletten war nicht richtig geschlichtet. Also hat mir dann der Chef beiseite genommen und hat gesagt, ey, pass mal auf, schnapp dann mal den... Hey, Chef, du, Rainer, pass mal auf. Hey, zack den einmal weg. Was hat er gesagt? Da war ein Kollege da und folgst mir mal. Also bin ich aufgestanden, bin ich hey, Rainer. Red doch einfach normal Deutsch. Ich weiß, ich habe auch einen miesen Dialekt. Ich habe auch eigentlich einen miesen Dialekt. Den versteht auch keine Sau. Aber ich gebe mir Mühe. Fass auf die Schulter. Ey, Chef hat gesagt, du bist mit Kummer. Und der Chef hat gesagt, du bist mit Kummer. So, ja, na gut, dann komm her, bitte. So voll demotiviert. Und dann bin also so wie du die ganzen 10 Jahre jetzt. Mit dem Hinterganger. Und ich habe mir halt gefragt, ne, was der Chef von mir will. Weil eigentlich war der Chef immer zufrieden mit mir. So. Und dann ist der Chef hergekommen. Der hat natürlich gewusst, ne? Da fragt jemand, aus welcher Region ich komme. Das werde ich natürlich nicht sagen. Das wäre dumm. So, aber schöner Blick von Rainer auch. Wenn er mir sagt, mach das, dann frage ich nicht, was, sondern dann sage ich, wie viel. Dann habe ich das halt gemacht. Ne? Man sagt immer bei uns. Warte. Was hat er gesagt? Mach das. Dann frage ich nicht, was, sondern dann sage ich, wie viel. Dann habe ich das halt gemacht. Ne? Man sagt immer, bei uns in Franken gibt's. Und Reh. Bist du zurück? Ja. Ja gut, es ging aber zack, zack, zack bei dir, gell? Es ging zack, zack, zack. Ja. Ein Sprich. Zack, zack ins Klo. Ich weiß nicht, ob das in ganz Deutschland verbreitet ist. Rainer hat mal wieder richtig schön gefränkelt jetzt in letzter Zeit, wie du gerade weg wirst. Oh Mensch, was hab ich verpasst? Oh Mann. Ja. Muss ich mir den Stream in der auch nochmal aus der Cloud runterladen, ne? Nee, komm, ich spuste einfach zurück. Nein, das können wir nicht machen. Klopf jetzt auf die Schulter. Wer alles kann und wer hier besser ist als ich und alles. Ja. Geh mal wieder um den Zack-Studenten da, der Zackologie studiert hat. Yes. Okay, dann lass aber laufen. Was hat denn der geschafft? 15 Paletten? Den ganzen Tag über? Wie er jetzt guckt, ne? Ich würde ihm so gerne mit meinem. Wo ich 40 gemacht habe. Und der Witz dran ist dann noch gewesen. Ja, der war cool, war ich. Hier vor seinen Paletten war nicht richtig geschlichtet. Was machst du? Also hat mir dann der Chef beiseite genommen und hat gesagt: Ey, pass mal auf. Der war cool, fragte, ob ich als Kind ein Zackel-Philipp war. Ja, war ich wirklich. Schnapp dann mal deinen Kollegen da und folgst mir mal. Genauso wird's gewesen sein. Bin ich aufgeschnitten, bin ich noch, klopf jetzt auf die Schulter. Ach Gott. Ey, Chef hat gesagt, du bist mit Kummer. Und der so, mit Kummer. So voll demotiviert. Genauso war das. Bin ich mit dem Hinterganger. Die Hater-Stimme. War auch ein Hater. Ich hab mir halt gefragt, ne, was der Chef von mir will. Weil eigentlich war der Chef immer zufrieden mit mir. So. Brauchen wir denn eine Pinkelpause, Leute? Ich dachte, ihr habt alle am Handy an. Ich dachte, ihr nehmt mich mit
Zum Zack-Zack-Bingelei, Klar. Alter. Mir Und juckt dann der wird schon Zack. in die Schüssel gezackt. Ja, aber Zack-Zack hier, Alter. Ja, das ging richtig zackig. Ja, bitte. Ja, mach, komm, wir warten hier alle auf dich. Los, Hochdruckreiniger, geh schnell Pipi machen. Wir warten hier auf dich. Bavaria, du auch. Wir warten hier auf euch. So sind wir. Metal Tomic. Machen wir noch ein bisschen Aber ich habe Fanmanagement. auch noch geschwind, mal was zu trinken holen gehen. Ja, ist das denn? Ja, dann machen wir zack, zack. Ja. Du bist ja immer noch da. Ja, sorry, ich bin ja schon weg. Spiegeluhr wieder am Rendern. Schon wieder was rausgekommen? Wie lange geht denn sein Meinungsvideo? Ich weiß nicht, ob, Leute, wollen wir das noch am Ende raushauen hier? Das wird nachher zu spät. Wir sind ja vor 10 Uhr bestimmt nicht fertig. Vielleicht mache ich das morgen als Video einfach. Zack, duschen von morgens bis abends. Ja, wir sind ja auch Zack-Hater, so sieht's mal aus. Rainer hat schon mit 4 im Wald gezackt. Ja, zack, zack, immer im Audi. Wann ich wieder streame, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wollen wir dienstags immer machen? Geht das für euch fit oder? Enki, freut mich auch, dass du da bist. Alter, 24 Stunden Dienst. Respekt, Alter. Ganz viel Liebe geht raus an dich. Nee, Gerichtsverhandlung war anscheinend noch nicht. Malika, das ist sehr ehrenhaft. Ja, wenn für euch immer dienstags fit geht oder so, können wir es gerne machen. Ich glaube, da macht ja kein anderer was. Aber dann ist natürlich immer, dass wir so 10, halb 11 spätestens ja Schluss machen müssen, weil müssen ja morgen wieder auf einmal lochen, ne? Ja, 900 Zuschauer? Laber. War nur vorhin 600. Ja, 850. Geht schon fit. Wie viel Uhr dienstags? Uff. Weiß nicht, schlag was vor. Können ja von, weiß nicht, von 6 bis 9 Zähne machen, immer so an dem Dreh. Wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn ich dann um 6 zu Hause bin, ich sag mal, zwischen 6 und 7 können wir mal anfangen. Und dann so bis 9 Zähne. Immer so 3 Stunden. Ja, Arbeitskuli ist halt wirklich ein Hater, aber ich lade sie auch dann am nächsten Tag spätestens auf der Cloud hoch. Vielen lieben Dank, Fuddel. Der Fuddel ist auch hier, da könnt ihr mal ein bisschen Liebe rausschmeißen. Für den geile Stück, das Geile. Zack, zack, bin wieder da. Meine Perle am Bier, so hat das zu laufen, Bruder. Ach, das ging leider nicht so zackig, weil ich musste noch ein paar Arschlöchern, die bei mir vor der Tor waren, habe ich ja die Prügeln ausschmeißen müssen. Haben sie gezackt oder was? Ja, die haben richtig gezackt. Habe ich sie gefragt, was Oder? zackst du so? Am Dienstag um Ach, 18 schau, Uhr wir haben wird hier Rudi aus zurückgezackt. Bullen, haben wir. Ja, Grüße gehen raus. Hä? Rudi aus Bullen hat Fuddel hier. ist aber richtig cool, ist der Fuddel. Ja. Ja, Leute, wenn das für euch fit geht. Vor 19 Uhr Was ist ist zu denn? früh, lieber etwas später. Ja, wir müssen aber auch gucken, dass wir dann nicht zu lang werden. Lel. Was habe ich denn schon wieder verpasst? Ich habe eine ekelhafte sexuelle Anspielung gemacht. Ich habe gar nicht verstanden. Dein Discord hat dich ja ausgemutet. Discord ist auch ein Hater, Alter. Ja, was ist Dienstag um 19 Uhr? Wir haben gerade überlegt, ob wir dienstags irgendwie so ab 18, 19 Uhr, ob ich dann immer ein Streamen mache und mir noch immer einen Gast hole. Also muss ich ja gucken, ob die Leute dann auch Zeit haben, Leute. Und bei mir sitzt der Arbeitspulli halt auch oft eng, ne? Ach, die soll man nicht alle so zacken? Fuddel ist aber richtig auf Zack. Ja. Absoluter Ehrenfuddel. 30 Jahre ungezackt. So, wie sieht's mit dem Hochdruckreiniger aus? Ist der wieder da? Bavaria ist schon wieder da. Wie schätzt du bei Bayern eigentlich? Das ist einer? Kurz auf die Sprache Gerade der gucken. Kuffar. Zack, gerade der Kufa. Der Premiere Dienstag. Immer zwischen 18 und 19 Uhr. Und ja, so habe ich mir das gedacht. Hochdruckreiniger ist wieder da. Eine Premiere einrichten? Na Leute, ihr wisst das doch jetzt alle. Wir sind hier 860 Leute. Bist du? Das ist ja nicht mehr normal. Also ich zack gleich weg, du. Wolfsburg 0-0, 1-0 für Bayern, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was sagst du denn so? Ja, 1-0 für Bayern, 1-0, 1-0, sehr schön. Viel schön, viel schön, viel gut. Muss ja vorstellen, 860 Leute ohne Ankündigung, gell? Das Ja. muss ich auch mal vorstellen. So schaut's aus. Das ist
Das ist richtig, krass. geht ganz viel Liebe raus in die Leute. Und ey, was für Leute, ja? Also, so viel habe ich selten in einem Stream gelacht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, wollen wir mal weiter zacken, oder was? Ich habe gesehen, sind schon Ja, wieder da komm, hier. zeig mal weiter. Ah, zack, zack, Ja. zack. Dann ist der Chef, Herr Kummer, da natürlich Quiz, ne? Nee, kein Bayern-Fan, aber wenn eine deutsche Mannschaft gegen eine ausländische Mannschaft spielt, dann Bier für die deutsche Mannschaft. Wenn er sagt, macht es, dann frage ich nicht, was, sondern dann Dann frage ich nicht, was. Das macht er nämlich nur, wenn er versucht, was zu lesen. sage ich, wie viel? Dann Das habe ich ist gesagt, zackige macht. Liebe gibt, genau. Ne? Man sagt immer, bei uns in Franken gibt es ein Sprichwort, ich weiß nicht, ob das in ganz Deutschland verbreitet ist. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und wenn du Ja, natürlich ist das in Zeitarbeiter in ganz einer Deutschland Firma verbreitet. bist du sogar noch weniger wert als ein Schrift. Das ist Bei den richtig. meisten Firmen. Das ist richtig. Aber Rainer kann auch in irgendeiner Position sein, er ist immer weniger wert als ein Stift. Ja. Rainer ist auch Weißt immer du? Wenn weniger du wert als allerdings ein Praktikant. Zeitarbeiter bist, Ja. der Feuer im Arsch hat und In weiß, den was er tut, Ärschen. tja, dann kann es schnell Dann. sein, dass du von einem Ja. Zeitarbeiter zum Mitarbeiter wirst. Ja, Rainer, Und auch dann als vom Mitarbeiter Mitarbeiter ohne Ausbildung zum hast du Zackarbeiter. trotzdem, weniger zu sagen als ein Stift. Das ist nun mal so. Es kommt der Meister, also der Boss, der Meister, der Geselle, der Stift, der Praktikant und dann die Dullis. Ja, gut, der Praktikant zählt auch noch zu den Dullis. Ja, da kommen die Dullis und dann kommt Rainer. Und das habe ich in ein paar Firmen. Dann kommen erst noch Steine und dann kommt Rainer. Ja. Sir Daniel, ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Du schaffst das. Ich glaube an dich. So. Und der Witz daran ist, der Chef ist ein Kummer und Metal. hat gemahnt, Alexa ist Metal, Metal. Winkler, die Wer 35 sonst? Paletten da drin sind deine, oder? Das war schon ein paar Tage später. Ein paar Das Tage war so, später. nee, das sind bloß 33, die anderen zwei kennen mir. Chef Oh. so, alles klar. Also du hast 230 Paletten gemacht, hast nur 3 Stunden zu arbeiten. Ja, Ich sag, Liverpool. ja, tut mir leid, ich bin ein wenig langsamer. Chef grinst mir an und lacht. Wie abgefuckt gelogen das ist, Alter. Boah, ist das gelogen. Das tut ja Können schon wir uns weh noch beim mal die Lache Zuhören. anhören? Was muss das sein? Ich war gerade so Alles gut klar. drauf. Also du hast 230 Paletten gemacht. Hast nur 3 Stunden zu arbeiten. Und gesagt, ja, tut mir leid, ich bin ein wenig langsamer. Guckt euch Kennst mal du diesen hier. einen Hund, Ich mach diesen das hier. animierten Ja, Hund, ja, der immer ja, so ja, lacht? ja, ja, ja. Das gibt's früher hier, die verrückten Männer in ihren Flugzeugen, wie hieß das nochmal? Die tollkühnen Männer in ihren verrückten Flugzeugen. Da gab es auch mal so einen Köter. Ja. Guckt mal hier auf den Zahn, Leute. Das sage ich hier ganz oft bei mir in den Videos, ja, ihr wisst es. Guckt mal hier hin. Das ist nichts zwischen den Zähnen. Das ist ein riesengroßes Loch Karies. Aber Dieser warte mal, ich Zahn muss bei dir hier. in den Stream schauen. Ich muss auch mal bei dir in den Stream schauen. Ganz Dieser mal kurz. Zahn hier wird bald Ja? Metal Off sagen. Ja, und dann hat er hier eine Zahnlücke und hier eine Zahnlücke. Dann wird die Bugs Bunny Staffel eingeläutet. Das wird richtig lustig. Das könnte richtig witzig werden. Dann geht's zack, zack, Bugs Bunny. Und Zack, dann zack, fallen die Elmer Zähne Fudd. raus. Ja. Zack, zack, Zahl ist weg. Oh, schön. Chef grinst mir an und lacht sich den Arsch ab. Ne, so. Ja, langsam. Ja, du warst schon. Dein Limit liegt bei 20. Drück in der nächsten Zeit nicht so drauf. Machen wir. Genau, der Chef hat gesagt, Rainer, arbeite doch nicht so schnell. Ja, zack, Bunny, genau. Nur ohne Zack, Ohren. Mann. Zack, Bunny ist Aber wie ohne Bugs Bunny, Hals. nur ohne Ohren und ohne Hals, genau. Er geht zum Zackarzt, nicht zum Zahnarzt. Karius Zactus. Oh, kennt ihr das auch? Karius Baktus, kennt ihr das aber? Karius Zactus finde ich auch sehr schön. Oh, schön. Schön, schön, schön. Mal ein wenig ruhig hier. Kaffee trinken mehr, Rauchzeug kippen Genau. mehr. Rainer, Passt schon. ich Ne? bezahle dich aus Wenn du Spaß. irgendeiner die Arbeite Ankette langsam. sieht, Er kommst du kennt's her nicht. oder schickst ihn zu mir. Ja, der Spaß kommt später in die Cloud. Ja, spätestens morgen. So war der Chef damals drauf zu mir. Ja, das war. Was war denn das für eine Firma? Das war. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Das war die Firma, in der ich Ding gemacht habe. Hat er Ding gemacht? Ding hat Ja, er gemacht. Ding, das ist das Zack, Wort, nach dem wir suchen. zack, zack hat er Ding. gemacht. Ja. Rainer ist mir auf Zack. Da habe ich Blumentöpfe, habe ich da eingelagert. Also es war in der Firma. Ich Eingezackt will hat jetzt er nicht sie. sagen, wo, na, ich überlege immer, wie ich das erkläre. Ich Mr. will jetzt nicht Babso, sag ich's sagen, auch. wir kennen alles von seinem Leben. Es bringt nichts zu sagen, ich will nicht sagen, wo. Wir kennen seinen Lebenslauf. Er soll nichts herlabern, irgendwas Dummes. Oh, weil wenn ich das sage, dann gehen die Leute halt ab.
Außerdem ist es auch schon. Kaffee mit viel Zucker. 10 Jahre her. Was, das wird 10 Jahre her? Jedenfalls. Jedenfalls, letzten Endes, Fakt ist, Zackt ist. Es ist das so, dass man. Das ist sogar schon 12 Jahre her. Ja, egal. Halt die Fresse. Jedenfalls ist es so, der Chef geht dann her, geht jetzt 2 Stufen weiter. Verlogener Mist, Zackt. Man muss erklären, wie das ist, ne? Es ist im Prinzip so aufgebaut, du hast eine große Halle und hast in der Halle einzelne Parzellen. Nein. Die sind aufgeteilt in A, B, C oder in 1, 2, 3 oder in zack, zapp, zapp, Omega, zapp. Delta, was weiß ich. Ach, mit A, B, C war Rainer schon völlig überfordert. Da war das Ding schon gelaufen. Ist bei jeder Firma ein bisschen anders. Und ah ne, Leute, ich weiß ja gar nicht, ich kann ja den Stream gar nicht hochladen, ich nehme den gar nicht mit auf, ne? Oder kann ich nachher eine Video die hochladen? Das geht den, nicht so, ne? Den kannst du im Studio, kannst du den ja runterladen. Ah, da kann ich einfach runterladen. Studio. Ah, schön. Ja, mach ich auch immer so. Okay. Nee, die nehme ich auch nicht auf. Das verbraucht ja viel zu viel Leistung. Okay, dann geht er doch hoch nachher. Alles schön, alles fertig. Ja, klar. Wieder was genannt. Oder bei manchen Firmen ist es auch geteilt. Die haben einfach bestimmte Stellplätze. Da hast du, da ist dein Platz, da ist dein Platz. Punkt. Zack, ist so. Letzten Endes. Und ich war halt auf Platz, keine Ahnung, ja, 15 oder so. Und dann 2 Plätze weiter, wo der andere. Ja. Zack, ist kein Organ. Oh, 10 Paletten. 10 Balletten. Gut, man muss jetzt dazu sagen, ne? 3 Stunden zu erbern, 10 Balletten, 8 Stunden erbern. Glaskammer. Aufgeteilt, Patent A, B, C und die 6. Wie sehr schön. Ballette, ja, ja. Ballette. Also ich hätte es auch geschafft. Damals, ne? Damals sogar nicht so ausgeschaut. Da habe ich noch nicht so ausgeschaut. Ja, ja, klar. Ja, ich hab da 5 Balletten gemacht, bevor Feierabend war. Ich hab da wieder 40 voll gemacht. Was der sich da zusammenlügt, ey. Ich würde dem, ohne Spaß, würde der vor mir stehen und mir so in die Fresse lügen, ne? Würde der eins in weißt, seine... Was? Was ich gerade sagen wollte, dieses blöde Lachen, gell, während seiner Lügen, das kommt mir so aus so, aus so einer Patientenakte, irgendeiner geschlossenen, kommt mir das so vor. Leute, wir müssen ja Fake-Lacher noch abkreuzen hier. Grüße gehen uns raus an Franz Bauer. Richtiger Ehrenmann. Ich liebe Wingelbingo. So kommt mir das vor, weißt du, so Leute, die gerade im Mord gestanden haben, aber dabei lachen, weißt du, weil sie so psychisch im Arsch sind halt. Ja, fake. Genau so halt. Kommt mir das vor. Ja. Zacken ist keine Emotion. Zacken ist ein Gefühl. Zacken ist keine Emotion. Ja. Zacken ist auch kein Organ. Richtig. Obwohl ich noch jetzt mal einen Kippenraum war und einen Kaffee trinken. Ja, ja. Ja, mir am Ende war es auf jeden Fall so, das wurde alles in verschiedenen Zack Parzellen am See. Dort. Das ist eine Zacktomatorium. Wie sehr schön. Der die Kisten durch, Patienten die Balletten durch. Wartet mal, vielleicht kann ich euch das gerade mal zeigen. Ja, nein, das mal. Zeig es uns. Zack, Bingo. Ja, Leute, falls ihr bei Franz Bauer und Higgs öfter mal zuschaut, dann schlagt da doch mal vor. Zack, bitte auf eine Bingo-Karte. Das haben wir hier erfunden. Alter, wir sind fast 900 Leute. Wir fast 900 Leute haben das Zack auf die Karte gebracht, wenn das macht. Und das auf einem... Hier auch... Zack, au, Alter. Zack ist ihr Hobby. Ungefähr so war das gestapelt. Na? Wow. Also, man muss sich vorstellen, das da ist die Balettengrenze. Ja. Das ist für eine Scheißrede. Genau so wird es gewesen sein. Ja, ganz genau. Auch so. Die schöne Ruderhubreifen. So. Man muss sich vorstellen. Hast du das, Video hier gesehen? Ja, klar. Mit dem Reifen. Zusatzausschauer. Warte. Beim Rainer geht das alles zack, zack, zack. Wenn jetzt 5 auf Akis auf der Balletten kommen, müsste das so ausschauen. Das wäre ordentlich gestapelt. Nein. Und bei dem sah es so aus. Ungefähr. Mhm, sah genau so aus. Rainer hat sich das abgespeichert. War vor 12 Jahren so und genau so sah es aus. Hochmut kommt vor dem Zack. Mit 10. Gott. Die Zacken-Couch. Oh, nee. Aber die Leute sind so kreativ, das kann man hier nicht absprechen. Ja, ey, ohne Spaß, ich hab einfach die besten Leute, oder? Ich hab wirklich die besten Leute. Ja, das ist deine geile Fanbase, kann man nicht sagen. Ja, das ist einfach eine geile Community. Ich bin so stolz, da ein Teil von sein zu dürfen. Aber die besten Leute. Oh, der aus Friesenhader ist da. Grüße und Liebe gehen raus, Alter, der aus Friesenhader. Das war der erste Dude, der bei mir beim ersten Video in die Kommentare geslidet ist. Ich war beim ersten Video, das ich rausgebracht habe, damals so nervös und hatte richtig... Bammel, ich dachte, ah nee, wenn das den Leuten nicht gefällt und so weiter. Und dann kam der aus Friesen-Hater und hat unten reingeschrieben, hier, willkommen an der Front. War die richtig gut, Alter. Ganz viel Liebe aus Friesen-Hater.
Richtiger Ehrenmann. Das ist Als A, Zack Zackberg habe und ich B, doch Zack, gerade. Zack. M to the H. Als Zackberg. Als Zackenberg. Mädel Als aus Riesenberger. Zackenberg, Alter. Mädel, 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 du Spangene. Oh, Alter, wir haben immer noch fast 20 Minuten. Ja. Leute, wir werden doch heute nicht fertig. Müssen wir Aber, weitermachen hier. Leute, Verbindung ist besser oder was jetzt? Scheint jetzt wieder halbwegs zu laufen. Schön, schön, schön. Was sagst du denn so? Ja. Dann hat er da, hat er Zack, noch was dieser auf Typ. E geschopft, das ist Dankeschön. es. Riddick. Ja. Okay. Ja. Desto hat er komplett schräg draufgehaut. Ja. Das ist Aber wie witzig. lang, fliegt es runter. Ja. Ja. Genau so war's. Mhm. Da kam Rainer und hat zack aufgeladen. Student. Succession. Wie gesagt. Wie gesagt, wie gezackt. Wie gezackt. Sky. Ich habe schon genug Zellen gehabt, die so gelbert haben. Ich habe auch schon einen Master gehabt, der so gelbert hat. Genau. Der Unterschied ist halt. Genau so wird es sein. Bei den ist halt meistens das so, vor allem bei den Master. Meistens beim Master? Da kommt der Stift. Master, zack. Da kommt der Stift. Da kommt der Excel, da drüben kommt der andere Master, der will einen Kaffee trinken gehen und hinter ihm hockt der Chef. Wer kennt's nicht, der in einem Lager, in einem Lager, ja, wo du meistens einen Lageristen hast und fünf Dullis rumrennen. Ey, ich weiß, Lagerarbeit ist kein Zuckerschlecken, ja. Richtig guter Kumpel von haben mir die ist damals auch. In den 1940ern haben das auch gesagt. Der war jetzt richtig gut. Der hat's richtig auf Zack. Der war gemein. Aber du hast einzelne Lageristen und da laufen halt 5, 6 Dullis rum. So, und das ist halt. Und er erzählt, da kommt ein Meister, da war der Chef. Erzähl der uns einen, Shift. Rainer. Erzähl uns einen, ehrlich. Shit. Alles klar. Na? Und das ist halt das Problem beim Master. So. Beim Zell schaut die Geschichte schon ähnlich aus. Bloß nicht ganz so extrem. Da kommt kein Stift auch drin. Alle Hexen mal einer. Und jetzt. Heißt das nicht, dass da schaut die Geschichte schon anders aus? Wer sagt denn, da schaut die Geschichte schon. Hä? Das ja, schaut die Geschichte schon ähnlich da aus? Kommt, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, nee, auch das Ding ist auch, da kommt kein Stift angerennt. Wenigstens, oder zumindest nur einer. Zeh war zack und weg. Ach Gott. Zack, war es die Rache der Ding. Ding ja. Das ist echt schön, ja. Hey, der Fliege ist sehr gelistet. Das war bloß bei den Guten. So. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Leider nein, leider gar nicht. Ich bin der Zeitarbeiter gewesen. Ja, das stimmt, Mr. Bab. Ich kann dich sau interessiert. Zu mir ist keiner gekommen, außer wenn es Kassen hat. Winkler, geh mal mit, ich brauch dir mal da drüben schnell, helfen wir mal das runterheben. Ja. Oder hol dir mal die Ameisen und hol dir da drüben die drei Paletten. So wird's gewesen. Das Geile ist, ich bin als Nicht-Gelernter, als Nicht-Geselle, als ohne Führerschein Schlappler gefahren, bin ohne Schei, gut, Ameisen brauchst du einfach. Ganz, ganz ohne Scherz, ja. Als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, hat mich mein Geselle auch in Stapler gesetzt, weil ich da nicht auf den Sack gegangen bin. Ist echt so, im ersten Lehrjahr. Mein Geselle hat mich auch in Stapler gesetzt, gesagt, fahr mich mal da hoch, fahr mich mal einen Meter weiter. Hat er den Gesellen eigentlich nicht gebannt, wenn der Geselle gesagt hat, ey, Winkel? Hat er, muss er gebannhammert haben, oder nicht? Hat Rainer dann so einen kleinen Hammer ausgepackt? Ja, ein Torhammer. Sky, ja. Die alte Ehrenmole, ist auch da. Ist das nicht schön? Wer ist wieder? Sky. Ah. Eiweißung. Ameisen gefahren. Bin mit Hubwagen rumgefahren. Ist eigentlich ablos Eiweißung. Ist eigentlich nicht einmal Eine Hubwagen, Alter. Mein Bengel kann mit dem scheiß Hubwagen. Ach komm, leck mich doch am Sack, ey. Leck mich doch am Zack. Eiweißung normalerweise. Aber ich habe auch schon Leute gehabt. Nein, Leverkusen, ich mag den Fettsack nicht. Vor kurzem einen TikTok gesehen, habe mir gedacht, das kennt mein ehemaliger Stiftsei ja, aus der Firma. Es ist nicht der Bannhammer, es ist der Zackhammer, gell? Mhm. Ja, hat schon gelesen. Der ist der Gänger. Hat den Hubwagen genommen. Hat gerade mal so weit angehoben, dass der Hubwagen fest ist, aber die Paletten noch am Boden steht. Genau so wird es gewesen sein. Genau so. Ja. Der Typ hat garantiert den Hubwagen unter die Palette geschoben, hat ihn angehoben, aber nur so weit, dass die Paletten nicht vom Boden sind. Und dann hat er bestimmt ganz festgezogen und ist nicht weitergegangen. Und dann kam Rainer und sagt so, geh mal Zeit. Und der hat es dann gerissen. Pass auf. Ey, Alter, ich kann dir die Lüge jetzt schon zu Ende erzählen. Hier, ihr Glaskugel-Egger. Leute kennen's. Garantiert. Rainer ist übrigens
Rainer ist übrigens 10 Jahre professioneller Jutsacker, gell? Ja, das ist so. Ich wette mit dir, genauso ist es gelaufen. Ich wette mit dir, der hat jetzt ganz lange am Hubwagen gezogen und hat gar nicht gemerkt, dass die Palette nicht in der Luft war. Kannst du dir nicht ausreden, wenn du so eine Scheiße erzählst? So. Und Rainer hat das zieh ich dann da dran und zerr gemanagt. da dran und Sag ich brech doch, die nicht sag ich doch, aus. sag ich doch. Ich gehe Jetzt vorbei, kommt ich hab Rainer. meinen Kaffee in der Hand, lauf dran Ich komme vorbei, Rainer. Ja. bleib stehen. Rainer. Super Action, Rainer. Geh mal weg da. Zack, zack, Alter. zack. Dreimal bumm. Frag den Chat, die gucken meine Videos öfter, ja? Das heißt schon Glaskugelegger öfters mal, ja? Das ist schon kein Witz. Zack, 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 Alter. Kannst du nicht aussuchen. Ding in der Luft. Da. Und jetzt fährst vor. Genau so Er war's. fährt Ganz vor, genau so das war's. Knallrot im Gesicht. Und ich trinke meinen Kaffee und laufe weiter noch. Das Das ist exakt, sind Rainer. alles so Was für Storys, ne? eine Aus meiner Lügenhure. Arbeitszeit. Das ist so geil. Ich würde solche Sachen echt gerne wieder machen. Ich habe in solchen Firmen echt gerne gearbeitet, vor allem Lager und so. Ja. Im Ru Arbeitslager. Ging Rudi auch so? Nein, okay, weiter. Und heutzutage, wenn ich mit meiner YouTube und meinen Videos weitermachen könnte, ich würde die Arbeit umsonst machen. Ich würde die Arbeit umsonst machen, einfach weil ich es so geil finde. Schon allein wegen den ganzen. Wenn ich in einer coolen Firma bin, mit einem coolen Lager, ey, ich könnte mir den Arsch ablachen. Ich könnte da könnte man, wenn man seinen Job richtig macht und gut macht. Alle anderen arbeiten, Rainer lacht. Zack, zack. Genauso ging es Rudi auch, als er damals im lustigen Lager war, da konnte er richtig gut arbeiten. Den ganzen Tag sich den Arsch ablachen, weil Ja. da so viele coole Sachen passieren. Natürlich gibt es auch mal Stress, ne? Wenn der Chef plötzlich sagt, ey, Rudi hat ja duschen. auch damals den Hammer. Rudi hat ja auch da. Was ich eigentlich sagen wollte, Rudi hat auch damals den Hammer auf Rainers Kopf gezackt. Stimmt, stimmt, Oh stimmt. Mann. Hast Lagerarbeiter du sagt, geh das mal gesehen, duschen. dass es wirklich bei Olympia einen Hammerwerfer gab? Ja, habe ich gesehen. Rudi Winkler. Ey, ich habe was auf dem Boden gelegen vor Lachen, ohne Spaß jetzt. Ich habe wirklich was auf dem Boden gelegen, als ich den Namen gelesen habe. Und dann auch noch für einen Hammerwerfer. Wie perfekt war das denn jetzt bitte? Nee, Hammer. Der Lagermeister hat gesagt, Winkler, geh mal duschen. Wir haben 20 Bestellungen, ihr müsst sofort 60 Paletten fertig machen. Dann wird. Wir haben 20 Bestellungen, ihr müsst 60 Paletten. Ja, gut. Gerennt. Ne? Schon Rainer klar. und Rennen. Gerennt. Aber die Mehrheit des Ja. Tages, kommt natürlich darauf an, wo man ist, hat man eigentlich einen recht entspannten Tag. Arme Es Sky. kommt immer darauf an, natürlich, wie schnell man ist und wie Hoffe, gut der man Arm wird ist. besser. Das muss ich dazu sagen, natürlich. Ich bin heute nicht mehr so fit, wie ich mal war, aber ich bin AK-18 mehr. Also ich. Nein, Rainer, du bist einfach ein kompletter Volldulli. Du hast keinen Hals mehr, Rainer. Das hat nichts mit 18 zu tun. Du hast einfach keinen Hals mehr. Und keine Ohren. Und kein Hirn. In der Firma gearbeitet habe, war er 20. Oder 19. Sorry, der war cool. Irgendwas in die Richtung. Und jetzt wissen wir schon mal, jetzt Was wissen wir beschreibt? schon mal, Ja, das ich ist eine glaub's auch. Lüge, weil wenn Ein Rainer Magazin. über sein Alter nachdenken muss oder irgendwas überlegen muss, war ich da so? Nee, warte, oder so? Da weiß ich schon mal, Lüge. Ja, Aber gut, das ist das ist ganze es Video so. eigentlich einfach Ja. gesagt. Ja. Geistig 12, das wäre er gerne. Er ist geistig einfach ein besoffener Sechsjähriger, Auf der 20 irgendwo vor Minuten die Wand bin gelaufen ist, ich auf der Prima. Dulli. Jedenfalls, Wer denn? jedenfalls richtig krass, was ich da schon alles erlebt habe. Ich Richtig könnte krass. den ganzen Tag irgendwelche Storys erzählen. Macht er Ja, und doch! alles sind ausgedacht. Das macht er doch! Er kann uns den ganzen Tag irgendwelche Storys erzählen. Und wie gesagt, das hat jetzt nichts mit Studenten zu tun und ich will mich jetzt mit Studenten anlegen oder fotzen oder sonst was. Weil Studenten haben ganz andere Sorgen, als jetzt zum Beispiel in einer Firma einen Job richtig zu machen oder so. Aber Ivo. ich sage halt mal so, ne? Wenn ihr am Ende vom Monat euren Lohn haben wollt, dann müsst ihr halt da entsprechend erben. Ne? Also. Alter, Ger boah. Im Prinzip. So wie bei Rainer. Wenn er sein Geld haben möchte, dann muss er Fanmanagement betreiben. Aber Im richtig. Prinzip ist normales Arbeiten gehen. Ne? Wie er sich Ich würde erzählen, konzentrieren dass ich schon muss, arbeiten gehen. um. Das kannst du nicht Normalerweise, ausdenken. im Prinzip ist normales Arbeiten gehen nichts anderes als Ja. studieren. Jahrelang hat er die Weil Arbeit du kommst gemacht. in eine Firma. Nee. Du bist nagelneu da, kennst du nicht aus, weißt nicht, was machen Nagelneu. musst, kennst die Studenten oder halt in dem Fall die Die Arbeitskollegen nicht. Studenten. Und dann musst du halt im Prinzip Alle lernen. Studenten. Ja? Du musst Alle lernen, Studenten. was du machen musst. Du musst lernen, wie es funktioniert. So. Und wenn du das Ganze jetzt lange genug machst und genug Zeit investierst Wie aus der Puste und ist. vor allem wenn du genug Zack, mach's.
wenn du clever genug bist, dich gut anzustellen, dass du die kleinsten Kleinigkeiten, ne, wie zum Beispiel das hier, ist im Prinzip nur eine Kleinigkeit. Wenn du clever genug bist, eine Plastiktüte zu falten, dann kommst du ganz, ganz hoch in eine Firma. Hammer. Aber hier, ich habe jetzt noch eine Kiste vor mir. Zwar sind runtergefallen gerade. Ja, genau so war es in 200 der Stück Firma sind auch. es wohl. Oh ne, ich hab Ein weggeklickt. Glas blau-grau. Ich bin auch ein Was Dulli. hast du Wo waren jetzt wir? gemacht? Wo waren wir denn bei Was hast denn 41, du ne? jetzt gemacht? Sind Ich durch. hab kurz Etzatla. verklickt. Mich verklickt. Waren wir 41, ne? Hier so. Nichts anderes als Studium. Weil. Oder wo waren wir? Oder wo waren wir? Schrecklich ist das. Ja. Technik-Ärger. Da waren wir. Ja, bei Technik-Ärger. Technik-Ärger, hau wieder rein hier. Leute, jetzt müssen wir anders und von vorne gucken. Tut mir leid. Und wie gesagt, das hat jetzt nichts mit Studenten zu tun und ich will mich jetzt mit Studenten anlegen oder fotzen oder sonst was, weil Studenten haben ganz andere Sorgen, als jetzt zum Beispiel in einer Bist eine Firma einen Fotze, Job richtig Rainer. zu machen oder so. Genau, Studenten haben ganz andere Sorgen, die müssen ja noch ihre Ausbildung nebenbei auch noch machen. Aber ich sag halt mal so, ne, wenn ihr am Ende vom Ja, Monat und euer ihr Lohn haben Abitur. wollt, dann müsst ihr halt da entsprechend lernen. Ne? Also Harakiri-Zack. im Prinzip. Im Prinzip ist normales Arbeiten gehen. Ja, ich weiß, Ne? Stefan. Wartet, muss ich mir jetzt schneiden. Arbeite mal Normalerweise, ruhig, mach im ruhig. Prinzip ist normales Arbeiten gehen nichts anderes als Studium. Weil du kommst in eine Firma, du bist nagelneu da, kennst dich nicht aus, weißt nicht, was machen musst, kennst die Studenten oder halt in den. Zum Munkdung. Hast du wieder zurückgespult? Nee, zum Nein, nicht. ich sage nur zum Munkdung mal Gutes Nächte. Wird dir wohl noch erlaubt sein. Hallo, was ist denn los mit dir? Schlaf schön. Ja, kannst du den Rest ja zur Not auf der Cloud anschauen. Am besten, Leute, wenn ihr was auf der Cloud schaut, könnt ihr das auch direkt runterladen. Ja, dann haben wir nicht so viel Traffic auf der Cloud. Ladet euch den ganzen Scheiß einfach runter, dann habt ihr das. Kollegen nicht. Und Genau, dann Mobius. musst du Arbeitslose im Prinzip Kackstudenten. lernen. Ja? Du musst lernen, was du machen musst. Du musst lernen, wie es funktioniert. So. Und wenn du das Ganze jetzt Das ist ein Dreizack. Zack, zack, lange zack. genug machst und genug Zeit investierst Das ist so dieser und Hass vor auf allem, Studenten bei ihm, ne? Das ist wirklich heftig. wenn du genug Zack ist da. Ja, klar. wenn du clever genug bist, Prost, dich so Blockstar. anzustellen, dass du die kleinsten Kleinigkeiten, ne, wie zum Beispiel das hier, ist im Prinzip nur eine Kleinigkeit. Da Ne? waren wir gerade. Aber hier, ich habe jetzt noch eine Kiste vor mir. Tja, Leute, wenn ihr Plastiktüten falten könnt, dann bringt ihr es ganz, ganz nach oben in der Firma. Oder wenn ihr Stream Deck habt, das katapultiert euch auch ganz nach oben. Zwar sind runtergefallen Dann gerade, werdet ihr so aber wie ich würde Rainer da noch irgendwann drauf mal. passen. Ja, na Und da gut, ist auch noch eine traut euch, falls Kiste, die andere ist Plastikfolie. leer. Na? Und das sind so Kleinigkeiten, wie man den Arbeitsablauf einfach verbessern kann, Ist so green, gechillter ne? machen Ist so. kann, wie man einfach besser vorankommt. Und das ohne irgendwelchen Stress. Und auf die Art und Weise macht man in einer Firma eigentlich auch Ja, relativ Ralf. schnell Karriere. Weil bei mir war es nämlich so, in der einen Firma, wo ich gearbeitet habe, da habe ich auch. Also Leute, wenn man so arbeitet wie er, macht man relativ schnell Karriere. Kleiner Fun Fact, Rainer war in 3,75 Jahren bei, ich glaube 11 oder 12 Firmen waren es insgesamt, ne? Ist in dem Lied drinne. Also die bewiesen waren. Er sagt euch jetzt aber, wie er in einer Firma Karriere macht. Ja? Jetzt geht das zack, zack nach oben für ihn. Das war eine Firma, aber da habe ich In auch die Blumentöpfe Chefetage. gestapelt, beziehungsweise die hatten verschiedene Blumentöpfe in der Produktion und ich habe im Lager gearbeitet damals mit ein paar Leuten. Falls diese Leute übrigens, wenn mich noch jemand davon kennt, diese Videos hier jemals sieht, ne, viele Grüße, ich denke öfter mal an euch. Ein paar. Leute, falls ihn jemand kennt von früher aus der Arbeit und ihr dieses Video jemals sieht, Fühlt euch nicht meldet euch bei gegrüßt. mir. Meldet Schon euch bei genug mir. durchgemacht im Leben. Meldet euch bei mir. Wir wollen die Wahrheit hören. Bestimmte Leute kennen mich da vielleicht Zack, noch. zack, Kündigung. Ist in einer Nähe von einer Spielzeugfabrik. Vielleicht wisst ihr spätestens jetzt ein paar, wen ich meine. Playmobil, Zack, wo er bei Chef. Playmobil gearbeitet hat, gell? Und da Klar. ist es halt das so, ernsthaft so, dass man Hat er halt. auch gearbeitet, ja. Ich bin da halt ab da angefangen und die hatten mich erst ans Fließband gestellt. Tja, und da warst du Jetzt muss ich blöd dazu sagen, dass ich bei solchen Sachen, wo ich unter Druck stehe, Probleme habe. für. Wie bei Bornos. Das bei Ja. allen. Hat er nicht gesagt, als er die Ja. Prostituierte da hatte, stand er sehr unter Druck und hat er Probleme gehabt. Ja, Habe ich kein ja. Latte gekriegt? Genau.
Das ging zack, zack, blieb die Latte unten. Also habe ich mich natürlich da ziemlich dumm angestellt. Wie dann gemacht? Haben sie mich in eine andere Halle verfrachtet. Weil halt ein Bulli ist. Und haben dafür gesorgt, dass ich bei Blumentöpfe, wo etwas bei der Produktion vergessen wurde, gemacht werden muss. Also haben sie mich hingestellt an einen Bohrer. Ich muss den Blumentopf auspacken. Das wurde mir so gezeigt. Ich muss ihn auspacken, muss ein Loch reinbohren, muss ihn wieder einpacken und in die Kiste packen, zumachen und auf den Ding stellen. Auf den Topf stellen. Das ist sowas, wenn Rainer wirklich etwas gemacht hat, das sage ich auch öfter in den Videos, wenn man wirklich etwas arbeitet, wirklich etwas macht, kann man halt wirklich jeden Arbeitsschritt sagen. Und man sagt nicht, ich habe dann mit den Blumentopfen gewergelt. Das würde er sagen, wenn es gelogen gewesen wäre. Also auf die Palette. So, und jetzt ist das Geile. Chef kommt, schaut sich an, was er macht. Ja, cool, weiß ich nicht. Sagt, Herr Winkler, so geht es aber nicht, na, Sie sind so langsam. Moment, wie? Nein, er hat gesagt, wie bitte? Wie bitte? Wie soll ich das nicht hören, ich habe Kopfhörer auf. Naja, Sie brauchen zum Beispiel die Tüte vom Topf nicht runternehmen. Sie gehen einfach her, nehmen die Kiste, nehmen den Topf raus, drehen den Topf rum mit der Tüte, reißen oben ein Loch rein, bohren ein Loch rein, schrauben die Schraube rein, weil ich habe dann eine Schraube reinschrauben müssen. Also dann Arbeit. Drehen Sie es rum. Warum schraubt man denn eine Schraube in einen Blumentopf? Ich habe keine Ahnung. Warum schraubt man die auch durch die Tüte durch? Hä? Wie bitte? Also dazu und dann in die Kiste packen. Rainer wurde also bei einem Arbeitsschritt verbessert und er hat sich gedacht, und dann jetzt sag hat er ich so, ein scheiß Mobber. Ich habe gleich die Antwort bekommen von Mr. Barb. Das war Beschäftigung. Danach haben sie die Blumentöpfe weggeworfen. Richtig gutes Ding. Richtig gutes Ding. Ja, aber der Chef von mir hat mir gesagt, ich soll die aus der Kiste rausnehmen. Melrasera. Rausnehmen, Loch reinbohren, wieder reinmachen und weiter geht's. Vor allem war für mich nicht logisch, warum ich eine Tüte, die zur Verpackung gedacht ist, nicht rauchen darf. Aufreißen soll, ein Loch reinbohren soll in den Topf, eine Schraube reinschrauben soll und es dann rumdrehen mit den ganzen Fusseln vom gebohrten Loch. Die sind ja dann alle zwischen der Tüte und dem Topf. Metatoli. Habe ich nicht nachvollziehen können, aber so musste ich es dann machen. Ezio. Aber da war ich dann dem Chef auch zu langsam. Ja. Er war überall zu langsam. Ich glaube, jetzt erzählt er gerade die Wahrheit, Leute. Ja. Hey, der Fliege, gut's Nächtle, gut's Nächtle. Wir sind auch gleich durch. Wir machen jetzt zack, zack. Oh, höre ich da Haters? Zack, zack, zack ab. Und jetzt kommt die Pointe. Spaß. Oh, die Pointe. Ich bin dann in die Halle gekommen, aber nicht mehr in dem gleichen Abschnitt, nicht mehr am Fließband, sondern weiter vorne im Lager. Und da bin ich dann richtig aufgeblüht. Ich bin übrigens fertig. Er ist aufgeblüht, genau wie der Schimmel. Da bin ich dann richtig aufgeblüht. Und zwar bin ich dann hergegangen und habe dann mit einem Typen zusammengearbeitet, der gesagt hat, du musst es so und so machen. Und du musst so und so viele Paletten am Tag schaffen. Das waren auch 15 Paletten, glaube ich, am Tag. Und du musst 15 Paletten am Tag schaffen. Musst du. Ja? Machst du nicht gerade noch 20? Hey, fühlt kein Weg dran vorbei. Ich habe gesagt, ja, alles klar, mache ich, kein Thema. Vorher waren es so 50. Und dann hat er mir gezeigt, da hatte man dann einen Ordner. Tausende Paletten stand, geschafft. Da standen 15. Die verschiedenen Blumentöpfe. Dann hatten wir zwei Reihen, die, ich weiß nicht, das waren 30 Paletten oder so, die waren eine Doppelreihe. Ne? Wir hatten links und rechts jeweils 30 Paletten, glaube ich. Also und dann 90. Musste man zwischen den Paletten raussuchen, welche Blumentöpfe man braucht. Man hat einen Auftrag gehabt, da war drauf schon die Palette, die Palette, die Palette. Dann hast du geschaut. genauso hat der Chef ihm das erzählt, weil Rainer auch zu blöd ist, seinen eigenen Namen zu klatschen. Also, Rainer, die Palette, die Palette, die Palette. die Palette, Alter. So einen Auftrag schreiben von irgendeinem Kunden, wie viel Palette wollte ich? Ich will die Palette und die Palette. Steht genauso oben, wortwörtlich. Ich kann mir gerade vorstellen, ist ein anderer Mitarbeiter, der Chef geht dahin. Du nimmst mal da hinten die 5 Paletten weg. So, Rainer, du nimmst bitte die Palette, die Palette und die Palette. Das ist das da, zack, alles auf Paletten drauf geschmissen. Da bist du dann mit am. Da hast du dann im Normalfall einen Hubwagen genommen, eine Palette genommen. Mit dem Hubwagen bist du dann, weil das ist ja, müsst ihr euch mal vorstellen, 30 Euro-Paletten in einer Reihe und das doppelt. Ja, verrückt. Da bist dann auf der anderen Seite von der Euro-Paletten hochgefahren, hast du geschaut, wo die sind. Irgendwann hast du gewusst, der ist da, der ist da, der ist da. Relativ schnell, wenn es halt den ganzen Rainer, Tag gemacht. Rainer hat das nie gewusst, aber ist egal. Und dann bist du halt gerannt und hast es den ganzen Tag gemacht. So, nennt man kommissionieren. Und das habe ich dann den ganzen Tag gemacht. Und super. drei Tage später hat sich herausgestellt, ich schaffe 30 Paletten ohne Probleme. Ja. Also ist der Chef hergegangen und hat genau zu mir gesagt, so ist es passiert. Winkler, ja.
Wir brauchen nur eine Nachtschicht und eine Spätschicht. Wir haben aber dummerweise nicht genug Leute. Magst du den Chef machen für die? Genau so wird es gewesen sein. Genau so ist es passiert. Der, ach, Ja. mal wen willst du denn Rainer, hier verarschen? müsst ihr denken, Tag 1, Rainer bekommt vom Chef gesagt, die Palette, die Palette, die Palette, die Palette. 3 Tage später, ach Rainer, sag mal, wisst ihr euch den Chef in der Nachtschicht machen? Nee, Tag 1 war ja erstmal, Rainer, hier bist du zu langsam, geh mal an die andere Arbeit. Ja, Tag genau. 2, Rainer, hier bist du auch zu langsam, geh mal an die Arbeit. Tag 3, Rainer, willst du nicht den Chef machen? Genau so ist es passiert. Genau so. Zack, 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 die Leiter hoch, weißt du? Genau so war's. Die Karriere leider, Ja, ja. Oh der Mann. Die Schichtleiter, Nacht. Dulli Winkler, genau. Nächste Woche fängst du an. Und ich sag, naja, klar, kein Thema, ne? Beziehungsweise Ja. hat er dann Kein Kassen, du bist Thema. dann Mal zack, der zack, zack, Leiter mal das. von der War Sky Nachtschicht, krank ne? oder was? Muss es da machen. Und ich mich riesig freuen. Also, boah, geil, ne, Alter. Die vertrauen mir jetzt, ne? Sky, Ich gute kann da was Besserung. reißen, ne? Ich kann in der Firma aufsteigen, ich kann da was reißen. Voll geil. Vielleicht kann ich sogar festgestellt werden. Wurde sogar diskutiert, ob die mich festerstellen wollen. Klar. Und der, also siehst du, warte, warte, warte. Kriegen wir Ja. ein paar Sekunden zurück? So. Aber Jetzt wieder, pass mal sich auf. gekratzt wieder. Er geht wieder ans Ohr, pass auf. Muss es da machen? Und ich mich riesig freuen. Also, boah, geil, ne, Alter. Die vertrauen mir jetzt, ne? Ich kann da was reißen, ne? Ich kann in der Firma aufsteigen, ich kann da was reißen. Voll geil. Vielleicht kann ich sogar festgestellt Tada! Genau so war's, Rainer. Genau muss dir so vorstellen, war's. gell? Macht doch voll Sinn. Rainer, machst du den Chef machen? So eine Nachtschicht? Oh nee, Rainer, lass mal. Wir wollen dich nicht festanstellen. Ja, macht Sinn. Ist ganz klar. Rainer wird von zwei Arbeiten abgezogen, weil er zu langsam ist und am dritten Tag wird er zum Chef befördert. Genau so ist Ja, es klar. passiert. Zack, ans Ohr. Ja. Genau so. Das ist wie die Auferstehung oder wie die Kreation der Erde. 7 Tage, weißt du? Ja, Rainer geht den Rainer sieben braucht nur Tage drei. Rainer braucht nur drei zum Chef. Zack, 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 ist er Chef. Oh, 2-0 Bayern. Schön, schön, schön. Gott. 2-0 Bayern. Ja, dann wurde sogar Rainer hätte diskutiert, schon mich 8-0 festerstellen geführt. wollen. Ja. Zack, Ja, zack, und dann zack, hat hätte er die das Tore geschossen. gemacht und gemacht und gemacht und gemacht. Und hatte nach 4 Wochen. War Burnout, Alter. Er hat Milliarden verdient in Na, diesen na, 4 Wochen, nach gell? 4 Wochen hat er die Lage übernommen. Dann war dann seine. Genau. Und dann war er gleich. Ihm wurde zwar angeboten, dass er den ganzen Mutterkonzern übernimmt, aber er hat sich gedacht, komm, er hat schon ausgedient für dieses Leben und hat gesagt, komm, ich gehe früh Pension. Ich mach YouTube jetzt, Leute. Sorry, Leute, ihr könnt eure Firma behalten, ja? Ich mache jetzt YouTube, ja? Ich bin raus Die hier. Chef, weißt du, Macht's musst gut, die ihr Chef, Trottel, ja? der Vorstand, der Firmenvorstand, die Anzugträger, sie sind auf Knien vor Rainer gewesen, haben gesagt, bitte, Herr Winkler, Ja. übernehmen Sie die Firma. Sie sind der Beste. Sie machen das zack, 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 da wird alles fertig. Und Rainer sieht, nee, Bascha, ich mach YouTube. Was ich gesagt habe, macht's gut, ihr Trottel. Ich Ja. werde jetzt hier, ne? Ich mache jetzt Onkel Kronk, mache jetzt hier Konkurrenz. Das hat er auch genau mit so einem Gesicht gesagt, wie er hier gerade ist. Ja, genau so ist es passiert. Ganz genau so. Ein Typen ist immer dabei. Schimmliger Schichtarbeiter, finde ich gut. Clint Eastwood. Ich benutze nicht gerne Hater-Ausdrücke, aber das kannst du dir nicht ausdenken. Nee, kannst du auch nicht. Der Halt die Typ. Schnauze. Obwohl, Nee. anscheinend kannst du es dir ja ausdenken. Er macht's ja gerade. Guck mal, wie er Ja. in die Denkerpose geht, wenn er sich gerade die nächste Lüge Oh. zusammenrendert. Schön. Der Hammer. Feind hier geht in die Denkerpose. Ja. Den habe Schön ich dann vorher schon reingedinkert. kennengelernt in der anderen Halle. War auch eigentlich ganz okay. Der wollte mir, das ist jetzt das Geile, der wollte mir damals meinen GameCube. Ich habe damals zwei GameCubes gehabt. Hat er nicht gerade drei gezeigt? Warte mal. So, machst du zurück, Den ja? hatte ich vorher schon Ja. kennengelernt Ich in mach der anderen Pause, warte. Halle. War auch eigentlich ganz okay. Ja? Der wollte mir, das ist jetzt das Geile, der wollte mir damals meinen GameCube. Ich habe damals. Da war es Ja? doch! Ah, scheiße, mach du Hi. nochmal. Ich bin Mach viel zu ich dulli nochmal hier. zurück. Der Typ, Mach du den hatte kurz ich vorher Pause. schon kennengelernt in der Ja. anderen Halle. War auch eigentlich ganz okay. Der wollte mir, das ist jetzt das Geile, der wollte mir damals meinen GameCube. Ich habe damals. Ja, drei Gamecubes. Ich hatte damals zwei Gamecubes und zeig die drei. Aber was ist eigentlich die Mehrzahl von GameCube? Ist das GameCubes? Mit Ü? Ich glaube ja. GameCubes? Gamecubes, ja. GameCubes, ja. Er hat drei Dankeschön, GameCubes gehabt. Blockstar, Aber eigentlich waren es Dankeschön. nur Ganz viel zwei. Liebe. Damals zwei GameCubes. Warum auch immer. Brauche ich jetzt nicht erläutern. Jedenfalls war es Ja, ganz einer hat den oberland. Stuhl gehabt, so wie ich Genau so meine ist es. Toaster. War so, dass ich hatte zwei GameCubes und wollte den einen davon. GameCubes, ja. Ich sag GameCubes heißt das, gell? Mit Cubes, Ü. ja, In ein paar mit Ü. Spielen Mit verkaufen. Ü. Und mit K. Mit Ü wie Habe ich Auto. ihm den mitgebracht. In eine Hülle gepackt und habe ihm das gegeben und habe gesagt, so und so viel will ich dafür. Sollte mal wollt's ausprobieren? Hat er ausprobiert? Sie ist ins Lager gegangen, haben irgendeinen Monitor abgesteckt und haben den Und er GameCube fasst sich wieder angeschlossen. ins Gesicht. Er fasst sich wieder ins Gesicht. Ja, Es ist wieder da werden die. gelogen.
Ja, da werden die ganzen Deals gemacht, weißt du, beim Plaster Jakob. Da Ja, wird klar. unter der Hand wird er gedealt mit Gamecubes. Unter der Hand Und wieder. dann hat er es Ja. aber Es gibt nicht wieder auch mitgebracht. ein österreichisches Und 4 Wochen. Delta Plus, da handeln die mit Toastern übrigens, ja? Bist du. Ach, komm. Irgendwie so. Später. Und das ging dann Ja. 3, 4 Wochen lang auch. Und 3, 4 Wochen später war er dann bei mir in der Halle. Und Genau. unter mir. Unter Also mir. dann quasi mitgebracht. Ja, so wie der Hater damals. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Da steht Rainer unter mir. Gott, okay, komm, wir machen Zusammen, fertig. aber auch in gewisser Weise für mich gearbeitet. Na klar, für Und ihn. das Geile an der Aktion damals war, Ja, jetzt das kommt's. Geile ist, letzten Endes, Fakt ist. wir durften während Tak, der tak, Arbeitszeit. tak. GameCube spielen. Rainer war so schnell, er hat nebenbei noch GameCube gespielt, ist Können wir klar. rauchen gehen oder einen Kaffee trinken gehen? Das durfte es in vielen solchen Firmen. Vorausgesetzt natürlich, du schaffst dein Pensum. Reinhard Schubert, hast du irgendwas mit Pensi verstanden damals, ja? Also bin ich gegangen, habe Also das das, ich gemacht. habe kein Pensi, toll. Das ist Scheiße. Verdammt, der Hater. Danke dafür, Eiblatt. Ja, genau. Und jetzt kommt die Pointe an dem ganzen Oh, jetzt Scheiß. kommt's aber. Jetzt Jetzt kommt's aber. erst. Der Letzten Endes. Typ Der Witz ist, und der der ist andere, den letzten ich gerade, Endes. ich hatte einen Russen dabei. Das war ein älterer Russe, der war, ich weiß nicht, wie alt war der. Hat natürlich nichts mit Russe zu tun, nein, dass ihr mich falsch versteht. Ja, dann erwähnt Aber doch es nicht, war. dass er Russe ist. Nee, er hat nichts mit Russen zu tun, nur mit älteren Russen. Das muss man auseinanderhalten, finde Ja. ich. Sollte gesagt sein, ja, das. Halt ein Russe. Ja. Der war locker um die 50. Oder sogar 60. Der war relativ alt, der war kurz vor der Rentenstunde irgendwie. Ralf, Freunde, das Und war der seine hat Arbeit, seine ja. Paletten nicht geschafft. Der hat Ja. von den 15 Paletten, die vorgegeben waren, was hat denn der gemacht? Ich glaube 12 oder so. Oder Ja. 13. Aber Aber schon das war ja gesagt. noch gut im Vergleich zu dem Stalin war anderen das Typen. alle. Der andere Typ hat den. Ach so, okay. Leder, Alter. Ja, als der alte Russ dann nicht mehr in der Firma weitermachen konnte, wurde halt ein Mod bei Rainer im Discord. Von der Firmenzeit ist auch der Ausdruck Drag entstanden. In seiner Oh mein Schicht, Gott. ja, in seiner Abteilung, während wir gearbeitet haben, jeder hat wir haben alle einen Arbeitsplatz gehabt, also einen Hauptarbeitsplatz. Aus Friese, kannst du bei YouTube einmal nachgucken, wer Azog ist. Findest du Und Rainer hat lustige nicht nur Sachen. den Arbeitsplatz gehabt, sondern auch den Arbeitspulli. Ne? Darf man nicht vergessen. Ja, natürlich. Platz, an dem wir alle gearbeitet haben, und da waren die verschiedenen Dinge. Und ich habe halt zugewiesen, pass auf, du magst den, 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 Azog, der ich alte mag den, den, Russ. den, 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 und du machst den, 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 den. So. Und dann hat jeder gearbeitet. So. Ich bin zwischendurch an den Rauchen gegangen und ich habe mich in der Halle. Alles okay? Ich komme zurecht, ich komme zurecht. Ich Okay. bin da, ich bin War im da. Prinzip so. Wir hatten eine Arbeitsstation. Jetzt, nee, jetzt muss ich nochmal pausieren. Was hat das jetzt mit der GameCube-Deal-Story zu tun, wenn ich fragen darf, dass da ein alter Russ, aka Azog, dort war? Medal of Maka. Ja, also, das Makake? muss aber so eine Bombe jetzt sein oder so eine Pointe halt, ne? Und Gott. da drüben war noch eine Station und wir hatten immer die gleiche Schicht mit jemand anderem zusammen und haben uns Ah, so scheiß verstanden. Schichten. Ja. Und ja, ich bin dann halt mit dem hingegangen und habe halt dann Sein Arbeitspulli hat er auch mit gefragt. Paketband angeschnürt. Warte, was? Nee, Rainer ist zu dem alten Russen gegangen und hat gesagt, sag mal, willst du Mod bei mir auf dem Discord werden? Schön. Ganz normal mit ihm geredet Ja, ganz normal, so wie jeder und andere Mensch auch. Ganz normal, so wie er zum Tor geht. Halt's Maul, ihr dirnen Sprosse, verpiss euch! Lalalala. Ich habe ganz normal zu denen gesagt, ob sie bitte gehen können. Ja, das ist ja, ich war die original Ruhe. reiner Übersetzung. Ich war die Ruhe selbst. Ja, da schreien die schon wieder rum. Ja, er hat mir dann irgendwann mein Zeug auch wieder mitgebracht, aber hat nicht gearbeitet. Er hat 5 Paletten gemacht in der Schicht. Hat er dein Aber Zeug war wieder ständig mitgebracht? am Das ist doch auch Rauchen, was. am Scheißen. Kein Scheiß, der war wirklich am Scheißen. Ja, kann schon mal Eine passieren. halbe Stunde lang war der Kacken. Standardzeit oder nicht? Hallo, was ist hier los? Weißt du, Rainer, bist du dem aufs Klo gegangen? Sag mal, geht's dir gut? Willst du deine Paletten weitermachen? Oder Soll ich bist du gerade beim Gang duschen? abduschen Komm, jetzt? ich Bin mach schon dir noch einen fertig, soll ich duschen Aufguss. kommen? Bin schon fertig, soll ich duschen kommen? So.
Und ich habe dem den ganzen Tag, die ganze Schicht über, habe ich dem sagen dürfen, dass er seinen Job machen. Und der Kollege aus der anderen. Aus Friese, sowas darfst du nicht sagen. Also gleich RWS. Das ist, nee. Nee, das, nee. Nee, das ist nee. Ja? Da bewegst du dich in ganz kritische Fahrwasser, wenn du sowas sagst. Ich setze mich gerne mit dir zusammen und zeig dir mal, was Asox ist. Abteilung, mit dem ich die ganze Zeit gut verstanden habe, wenn ich RWS, ganz geraucht viel habe, wenn Liebe. ich gesoffen habe, Ganz viel also Liebe, Alter. Kaffee auf der Arbeit. Ich habe Kaffee ihn auf so der verstanden, Arbeit, ich hätte mit ganz ihm auch gerne verrückt. noch Am Arbeitsplatz kann man machen. Warum nicht? Kontakt gehabt, weil er ist echt ein cooles. Weißt du, Rainer dreht auch dann, wenn er betrunken ist, Donuts mit seinem Hubwagen. Typ gewesen, so. Ja, und das Problem war halt, der hat es auch mitgekriegt. Und ich Verrückt. weiß nicht, ich bin bestimmt Und wieder ans zehnmal in der Ohr. Schicht zu dem hingegangen und hab gesagt: Ey, geh mal hin, mach der Herbert. Geh Genau. hin, mach der. Und Der er hat sich musste immer der ge Herbert gießen. er ist immer zum Herbert gelaufen. Wer ist denn der Groß. Herbert? Den ganzen Tag durch die Firma gewesen. Wer ist Herbert? Wisst ihr, wo Herbert ist? Geh mal hin zum Herbert, Mensch. Mann, Mann, Mann. Groß in der Firma. Blätt, wer ist Herbert? Geh mal hin, mach den Herbert. Und er hat gesagt, oh, gib mir mein Herz zurück. Oh. Herbert, wie weit bist du? Ich hab zwar belitten. Alter, in 3 Stunden ist Feierabend. Mach deinen scheiß Job, geh hin und mach das. Das hat er heute noch drauf gemacht, dein scheiß Job. Herbert Ist denkt das sich ein nur, Dulli, Alter? Huiert Blatt, was will er von mir? Herbert war gar kein Russe, der hat das so ausgesehen. Ah, Scheiße, Und ich ey. habe den Oh. immer wieder angekackt, immer wieder und wieder und wieder und wieder. Bevor es aus dem Herbert. Ah. Hat sich dann hinterher herausgestellt, dass das der Kumpel vom Chef war. Genau so ist es gewesen. Der Kumpel vom Chef hat noch unter Rainer gearbeitet. Genau so ist es gewesen. Ja, mit der Russe, man kennt ihn, den Kumpel vom Chef. Ja, mit der Russe, ja. Boah, mach deinen Job. Und dann war das der Kumpel vom Chef. Und dabei war der unter mir. Das war ja verrückt. Genau so ist es gewesen, Alter. Genau so ist Ich es gewesen. warte aber immer noch. Ich warte immer noch, was das mit dem Game zu tun hat. Er war gerade schon im Chat, der kommt nicht mehr. Kleiner Spoiler, der GameCube wird nicht mehr erwähnt. Das war gut. Alter Herbert. Und das Fucking Geile ist, weil Herbert. ich ja schon was auf meiner Liste hatte. Auf Winklers Ach, Liste. deiner Wunschliste, oder was? Ja, Ja. auf der Entschuldigung. Battle-Liste. Ja, Nee, Battle-Liste. aus Guck mir leider die Miserable. Kamera. Haben wir noch nicht, haben wir noch nicht. Machen wir im nächsten Livestream vielleicht. Das wird heute nichts mehr. Weil ich zu langsam am Fließband war und auch zu langsam mit dem anderen Zeug, Zack, was zack, zack, macht letztlich der nicht Kumpel ganz vom meine Schuld Chef. war, aber gut. Es war dann so. Er war zu langsam am Fließband, zu langsam bei dem anderen Zeug, aber es war nicht seine Schuld. Hä? Was? Er war Oder nicht so langsam, Herbert war das schuld. Fließband war. Er war nicht so langsam, das Fließband war zu schnell. Herbert hat immer den schneller Knopf gedrückt über die ganze Zeit. Herbert! Dass ich dann zum Chefe Probleme gekriegt habe und dann Chefe. rausgeworfen wurde. Und zwar, weil ich zu langsam war, Ganz wo ich genau. 30 Ballinnen in der Schicht gemacht habe. Dabei Ich war habe meinen Herbert Job nur der, der gemacht. den schneller Knopf gedrückt hat. Wahrscheinlich so jedes Oh Mal zum Mann. Chef gekommen. Chef, kann ich abduschen kommen? Rainer, das geht so nicht weiter. Du bist zu langsam. Raus. Herbert belästigt. Herbert, komm, ich mach den Aufguss, Alter. Herbert, komm, der Chef ist fertig. Komm du schnell. Fucking Herbert. Fucke. Mann. Den von dem anderen, den Russen, habe ich Niemals green, mitgemacht. niemals. Also das Wenige, was er nicht geschafft hat, den habe ich auch gar nicht so angekackt, ja. Wobei der andere dann. Den anderen hat er abgeduscht. Den anderen hat er angekackt, den einen hat er abgeduscht.
Nein, Kiki. Der Chef hat seinen Kumpel unter Rainer arbeiten lassen. Rainer war höher gestellt als der Kumpel vom Chef. Und weil Rainer ihn angekackt hat, ist Rainer rausgeflogen. Chef, ich dusche doch ab. Nee, Rainer, lass mal gut sein. Geh einfach. Pascha, ich gesagt habe, Rainer, komm mal. Mal zack, zack hier, Rainer, zack, zack. Weiß ja, wie das geht. Pack deine Sachen, Rainer, komm. Schlechter Einfluss auf. Geh zu Hause duschen. Dann hat der andere, den ich auch angekackt habe, der 5 bis 6 Balletten in der Schicht gemacht hat. Das fuchst mich bis heute, dass ich mich damals dagegen gewehrt habe. Weil ich bin dann irgendwann früh... Kein Einspruch eigentlich bei YouTube. Ich das Anpacken nicht gewährt. Oh Mann. Oh nee. Oh. Ich bin aus der Nachtschicht heimgekommen. Hab dann angerufen. Hab einen Anruf gekriegt. Früh um 8, 9, 10. Und ich sag schon mal voll verpennt. Was ist denn los? Ja, Carlo, genau. So hab ich's auch. Ja, Herr Winkler, hier Jobagentur, bla 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 bla. Welche war das ja egal. Die gibt's mittlerweile. Obwohl, das könnte ich ja nicht sagen, ne? Unser Job hat die geheißen. Die gibt's mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr. Auf jeden Fall. Alles Mobile. Zack, zack, waren sie weg. Wurde dann angerufen, ja, Herr Winkler. Und weißt du, warum es sie nicht mehr gibt? Weil sie Rainer nicht mehr haben. Als Rainer weg war, ging es mit der Firma steil bergab. Ja, Rainer hat die ganze Firma geschmissen. So sieht's aus. Oh Gott. Yeah. Also wie du gerade gesagt hast, Winkler, wer sonst? Die Jobbank hat angerufen. Hallo? Ja, Winkler hier, wer sonst, Alter? Ich habe mitbekommen, dass hier gestern jemand angekackt. Was ist in der Situation? Nehmen Sie mal Stellung. Oh, nee. Montag sind Sie erst einmal zu Hause. Sie müssen ab Montag erstmal nicht mehr zum Arbeiten gehen. Und ich so, hä, was? Wieso? Was ist denn jetzt los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, das heißt, dass Sie nicht genug arbeiten, dass Sie zu langsam sind, dass Sie ihren Job nicht machen. Genau so ist es auch gewesen. Was bitte? Ja. Ich mach 30 Balletten, wo 15 vorgegeben sind. Ja, offensichtlich scheinen sie da Probleme mit dem Chef zu haben. Der scheint da anscheinend. Sie scheinen da nicht genug zu arbeiten. Er scheint da anscheinend nicht genug zu arbeiten. Was ist das? Was? Ich hab doch zack, zack gemacht. Scheiße. Ja, und dann bin ich abends noch in die Arbeit gegangen. Das war dann Freitag, ja, Samstag, glaube ich. Bin ich abends zum Herbert gegangen und hab schön abgeduscht und hab gedacht, ah, kann ich vielleicht bleiben. Ja, bitte? Nee. Ey, komm, wir haben noch 3 Minuten. Ja, da muss man schon andocken bei Herbert. Herbert war der alte Mann, mit dem Rainer sein erstes Mal hatte. Das war Herbert, nachdem er abgeduscht hat. Gott. Doch, am Freitag, ich weiß nicht genau. Und dann schon am Freitag, glaube ich, war das. Dann bin ich reingegangen und so, ja, mit meinem Kumpel von der anderen Abteilung geredet. So, ey, was ist das Neueste? Und der so, ja, ja, du bist nicht mehr da, ne? Naja. Die ganze Firma wusste schon Bescheid. Nur Rainer haben sie es nicht erzählt. Also Rainer, warum muss ich denn noch zur Arbeit kommen? Der Herbert hätte noch mal ein Gamecube, oder was? Sollen wir mal zack, zack wiedergeben hier? Der Kollege, ja, du kommst ja nicht mehr, das war ich schon seit ein paar Wochen. Hat mir der Herbert schon erzählt. Vielleicht, wenn du kommst in eine Firma und alle wissen schon, dass du entlassen bist. Weißt du, der wird doch voll angeschisst im Chefbüro, Alter. Oh, geil. Angeblich mache ich meinen Job nicht komm, richtig. Komm, mal fertig jetzt. Und er so, ja. Was machst du nicht richtig? So ein Schwachsinn. Ich sehe, wie du einen ganzen Tag am Rumrennen bist, die ganze Scheiße, den anderen genau den ganzen so Tag zusammen scheißt. Genau so. Ja, ich sehe, wie du den anderen die ganze Zeit zusammen scheißt. Genau so. Genau das war das Einzige, was er gesagt hat. Das scheint das Problem zu sein. Der Typ ist ein Kumpel vom Chef. Ja, genau. Der scheint dem Chef gesagt zu haben, dass ich nicht genug mache, dass ich die Arbeit auf ihn abwälze. Das wurde mir dann nämlich nachher noch alles gesagt. Angeblich wälze ich die ganze Arbeit auf ihn ab. Und lass ihn die ganze Arbeit machen. Ja, geh zu Herbert! Ich lass ihn zumal mit Herbert machen. Aber Herbert eifersüchtig. Der zweite Hähner, oder? Der Russe hat sich Berufsverbrechen noch einer gedeckt. Weißt du, Herbert war eigentlich so.
Das war eigentlich so das Sofa vom Zarren, von dem er das Sofa geklaut hat. Er hat sich eingeschleust in die Firma. Hat nur gewartet, bis Rainer da anfängt. Und als Rainer dann kam, jetzt ist es soweit, meine Rache ist gekommen. Du wirst für die Sünden deines Vaters büßen. Oh mein Gott. Guck mal, fertig jetzt schnell. Ja, los, mach selber. Danke, aber dann. Liebe. Und er so, was? Ich geh sofort zum Chef. Das mach ich sofort, ich kläre. Ich geh sofort zum Chef. Genau so, so ist es gewesen. Lass es. Ja. Nee, lass es. Nee, lass es. Ich mach YouTube. Es passt schon, Jakob, hätte ich gesagt. Ich sag, nee, lass es. Ja. Der Typ ist ein Kumpel vom Chef. Hinterher fliegst du auch noch raus. So, das will ich sehen. Ich bin fest im Chef. So, lass es bleiben. Es ist ja schade. Genau, ich würde gerne da bleiben, aber lass es bleiben. Das macht keinen Sinn. Ich will ja, dass du deinen Job auferlegst oder sonst was. Vor allem, ich habe damals gewusst, er hat damals anstatt so eine Frau gehabt und gerade ist der Kind. Und Rainer hat seine Arbeitsstelle für jemanden geopfert, für Herbert mit Frau und Kind, ja? Rainer ist eigentlich ein Held. Er war gar nicht zu langsam, da hat er es gar nicht mehr drauf gemacht. Er war zu schnell. Er war zu schnell. Und ein Held. Und musst ein Held. Rein, musst dir vorstellen, Herbert, wenn Rainer so die Firma verlässt zum letzten Mal, Herbert läuft diese so nach und flüstert die so ins Ohr, das war fürs Zahnsofa. Rainer steigt in seinen Ford rein, so die Tür geht auf in der Firma, hörst du die Champagnerkorken, Rainer ist weg. Siehst du so, das Disco-Licht aus dem Chefbüro. Oh nee. Wie kriegt? Er war ein paar Jahre älter als ich, viele älter waren er nicht, ich glaube er war 23 oder so, ein paar Jahre groß älter. Und ich habe ihn super verstanden, aber keine Chance, der war... Keine Chance, der wollte nicht. Keine Chance. Der war nicht wie Herbert. Der noch der Arbeit. Ich weiß nicht, ob es die Firma noch gibt. Niemand ist so Herbert. Ja, war eine Katastrophe, war ich beschissen. Ja, du warst beschissen. So, ich bin aber soweit fertig. Meine Kartons habe ich hier alle schon gestapelt. Das Zeug habe ich jetzt alles hier. Hier ist übrigens der ganze, die ganze Ding jetzt. Ich kann dir mal abzählen. Warte mal kurz. Oh, warte, nee, ich kann zählen. Doch, warte, ich will auch abzählen. Mal zurück. Ja, der älter als ich, der war, viel älter waren er nicht, ich glaube, der war 23. Ich will zuerst erzählen, willst du zählen? Und ich habe mit dem super verstanden. Nee, Shalom, Emma, Liebe, Alter. Das war keine Chance. Oh, ich weiß nicht, ob der noch da arbeitet, ich weiß nicht, ob es die Firma noch gibt. Ja, war eine Katastrophe, war ich beschissen. So, ich bin aber soweit fertig, meine Kartons habe ich hier alle schon gestapelt. Das Zeug habe ich jetzt alles hier, das ist übrigens Pause, ganze... Zählst. Willst du zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ist das richtig? Habe ich mich verzählt? Warte mal, ich fange nochmal von vorne. Besser ist es vielleicht, ich bin auch ein Dulli. Carlo, genau, 1000, fertig. Hab zack, zack gezählt, so 1000. Emma, ja, schön, ich kann nicht mehr. Komm, lass jetzt ich einfach reinzählen. Jetzt zähl, los, das will ich jetzt wissen. Mann, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1 Milliarde. 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49? Okay. Ey, habe ich mich so verzählt? Wie viel hast du? 51. Ja, okay, wenn ich mal nah dran bin, wenn der Preis komm heißt, wäre ich noch dabei gewesen ungefähr. Komm, wir sagen aber zack, zack, 100.000, passt schon. Ja, genau, das sind 1 Million, Leute, 1 Milliarde sind es. Bei 30 Paletten, ich habe ja auch, ey, ich habe die andere Palette noch mitgezählt, die sieht man ja nicht. Ja? Sollte auch erwähnt werden, finde ich. Adi, die Herbert jetzt, fertig. Ich kann dir mal abzählen, wartet mal kurz. Das will ich jetzt sehen. Oh Gott. Ich bin gespannt, wer näher dran ist. Draußen. Wer näher dran ist, Rainer oder ich? Wenn Rainer jetzt 49 sagt, dann bin ich aber beleidigt. Ja. Anna 60. Oh mein Gott!
Das war so, wie Rainer Hader vor der Tür zählt. Da waren 35 Mann. Ich muss dir vorstellen, Rainer bei seinen Paletten. Es waren so 5 Paletten. Rainer, ja, es waren so 30 ungefähr. Ich sollte 20 pro Tag machen. Und hab 30 geschafft. Damals 4. Er hat doch die von Herbert mitgezählt. Die von Herbert mitgezählt. Scheiße. Oh Gott. Warte, einmal noch. Einmal noch. Ja, los, komm. Einmal noch. Das, ich finde, das Beste ist, wie er gezählt hat, dreht sich dann um und überlegt. Das ist das Beste dabei, finde ich. Jetzt guck, wie er überlegt. Was ist so wahrscheinlich? Was könnte ich jetzt bringen? Oh Mann. Wenn er nicht so blöd gewesen wäre, hätte die Palette vorher gezeigt. Oh Mann. Es waren tausende Pakete, also 200. Also 100. 61. Oh, ich zack ab, Alter. Wie er jetzt überlegt. Das ist die Fresse, wie er überlegt. Das denke ich mir jetzt mal aus. Okay, 60 und Herbert. Ach, da hat er so ungefähr, was kann ich ungefähr sagen? War das jetzt eine Frage oder war das jetzt die Antwort? Ich habe so eine grobe Schätzung einfach in die Kamera als Tatsache verkauft. 61. Einmal noch, komm. Einmal noch. So schätzt du sein Gewicht, das stimmt. Hallo, jetzt ziehen wir mal durch. Ja, komm. 61. Wenn ich mir nicht erzählt habe, sind es 61. Warum eigentlich 61? Ich weiß es nicht. 4 im Sinn und zack, 61. Ach du Scheiße. Fuck. Ja, ja, ich kreuze ein. Vielleicht kommt morgen noch mehr. Vielleicht kommt morgen mehr. Die hat da schon mal mitgezählt. Oh Mann. Na gut. Auf jeden Fall 61 Blaugrau oder Rotkohl. Auf jeden Fall 61. Oh mein Gott. Jetzt die nächste Woche zusammen kommissioniert und dann hat 61 gezählt, der ist Bashan. Deswegen ist Rainer damals am dritten Tag, nachdem er zwei Tage gesagt hat, wurde er sofort am dritten Tag befördert. Rainer, wie viele Paletten hast du geschafft? 61. Und Herbert, der hat gar nichts gemacht. Rainer, wie viele Aufträge haben wir heute bekommen? Ach so, 200 oder so. Welche passen? Ich sag ja. Was sind das jetzt? Und was sind das denn? Also 61 Rotkohl. Ja. Sind das jetzt? Ja. Wie viel hat der Herbert geschafft? Nix. 61 Rotkohl habe ich hier. Der Herbert hat gar nichts. Herbert ist so ein Gainer. Der ist so neidisch gewesen auf mich, weil ich so wieder Rotkohl kommissioniert habe. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Scheiße. Ich muss wirklich mal rauchen, Leute. Oh, ich hab halt 61er Stellung. Man hätte ja noch den Rotkraut. Komm, jetzt zieh mal durch hier. Mein Bauch tut so weh, ehrlich. Dazu kommt dann noch das da muss ich mal Kartoffelbrei und die Kartoffelklöße.
Dazu kommen dann noch die Linseneintöpfe und die. Ja, noch 200. Ja, die sind schon alle dabei. Die sind schon alle dabei bei den 60, okay. Kartoffeleintöpfe. Ja. Genau, und dann kann ich das alles spenden. Ja, wie Jan Neumann. Wer hat das gerade gesagt hier? Warte. Der Blick so rumkreist. Er sucht die fehlenden Gläser. Wenn er hier erzählt, guckt er die ganze Zeit um sich rum. Wo sind die anderen Gläser hin? Ich glaube, Chef gepetzt. Ja, Format, bitte. Oh Gott, ja. Format Sieb. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video und Stream wieder mit dabei. Ich gehe jetzt rein, werde das Video bearbeiten und hochladen. Anschließend werde ich noch ein bisschen gamen. Ja. Eigentlich wollte ich heute noch streamen. Wir haben jetzt, wie spät ist es überhaupt? Warte mal. 61 Uhr. 18.14 Uhr. Oh, ist die Uhr gefasst. Ich schaue mal, ob ich morgen streamen kann. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschüss, tschüss. Oh Leute, das war geil. Der Tschüss Reiner. Alter. Boah, das Ende, Alter. Das ist. Oh. Das war schön, dass wir uns das gestern nicht angeschaut haben. Ja. 3-0 Bayern läuft auch. Das wäre so witzig gewesen. Oh. Scheiße. Ey Leute, 3,5 Stunden. Alter. Heftig. Und wie spät haben wir es jetzt? Ich glaube. Alter, wir haben Viertel vor 11. Fast 900 22, Leute. 21 habe ich gehört. Ja, 61 auf jeden Fall. 61 Uhr, Alter. Zack, zack. Ja, ja. Zack, zack, 61 Uhr. Die gute alte, 61er-Stellung, Alter. Man kennt sie. Bärtige Brille. Alter Ehrenmann. Vielen Dank, dass du da warst. Oh Gott. Ja, danke, ja, Leute. Alter. War wirklich. Ja, ey, vielen lieben Dank. War echt super. Ey, ich hatte vom ersten Stream, ich bin ganz ehrlich, habe ich vorhin ja auch hier dem Beobachter erzählt. Ich war richtig ein bisschen nervös. Ey, das war herrlich. Ach, schon, Roxa ist auch noch da, der hat auch noch nicht abgeschaltet. Ah, der Roxa, ja, guck an. Oh Gott. Der ist schön war. Nee, danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du schön. Da warst. Leute, danke, dass ihr alle da wart. Wolltest du dich zuerst verabschieden? Ja, klar. War sehr witzig, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, man hört sich, man sieht sich. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer passt auf euch auf, haltet die Ohren steif und Metal off. Ja, Leute, schmeißt dem guten Beobachter auch mal ein Abo raus. Der ist in meiner Videobeschreibung verlinkt, in meiner Stream-Beschreibung. Ja, das Video hier, das Meinungsvideo von heute, das mache ich morgen. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Schlaf gut. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und Medal of.